Damen und Herren, zur 70. Ausgabe des Plankenschnacks. Plankenschnack. Okay, gut, reicht jetzt. Schluss mit diesem Kram hier. Die meisten so, wer ist er denn da unten mit seinem komischen Strohhut? Ja, das klären wir doch heute. Und warum er überhaupt hier ist, wissen wir alle noch nicht so genau. Aber das auch das wird er uns erklären. Aber oh Mann, ey. Erstmal begrüßen wir euch da draußen. Schön, dass ihr da seid. Wie waren denn so die letzten zwei Wochen? Geht erstmal an euch. Und jetzt, jetzt kommt eine starke Überleitung. Wer bist denn du eigentlich, Mr. Strohhut? Hi, ich bin Drakon. Ich streame recht viel auf Twitch, habe ich gehört. Wie hieß denn der Trickfilm und mit dem Strohhut? Ich bin nebenbei noch Moderator. Bitte? Entschuldigung, den musst du mir jetzt sagen. Wie heißt der Typ mit dem Strohhut von diesem ganz bekannten Ding? Dragon Ball? Nee. One Piece meinst du. One Piece. Bist du der Dude von One Piece, wollte ich eigentlich sagen. Mist. Aber jetzt red bitte einfach. Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Alles gut. Hi, ich bin Drakon. Ich streame recht viel auf Twitch. Quasi fast jeden Tag. Seit 4, 5 Jahren. Und moderiere nebenbei noch so 1, 2 Kanäle auf Twitch. Und ja, das soll auch das Thema sein. Event-Moderation hauptsächlich. Weil, ja, ist ja momentan SDDQ. Das kennen ja so einige, das Speedrun-Event. Und ja, da gibt es dann ja immer diese tollen Whisper auch von mir auf Twitter. Von manchen wunderbaren Menschen, die nicht ganz verstanden haben, wie man sich melden muss bei Leuten, um entbannt zu werden im Chat. Das sind dann immer diese tollen Beschimpfungen und Sachen, die man teilweise liest von Leuten, die nicht verstehen, dass sie kein Abonnement abgeschlossen haben, wenn man das in den Whispern schreibt. Ist ganz interessant auf jeden Fall. Eieiei. Und ja, ich bin asynchron. Okay? Kommt vor. Das passiert. Ja, passiert. Macht dir nichts draus. Das ist einfach technische Schwierigkeiten. Das ist ja, Internet okay. In der Schweiz ist leider nicht so gut. Ja, kennt man ja. Heute Morgen auch schöne Erfahrungen gemacht mit dem tollen Internet. Das ist ja generell so ein Problem. Überall in Deutschland, Schweiz und Österreich hört man ja jeden Tag. Aber ja, so also generell, bei mir sieht man halt so ziemlich alles an Spielen, wenn es um Singleplayer-Spiele geht. So Multiplayer-Kram wie PUBG, Battle-Royale-Spiele, Shooter, die sind bei mir eher seltener bei Twitch vorhanden, muss man dazu auch sagen. Und ja, und von mir kennt man auch diese Evoli-Emotes, beziehungsweise diese Emotes, die jetzt auch teilweise im Chat stehen, die kommen von mir. Und ja, ich durfte mir auch schon manchmal da interessante Sachen anhören. Bezüglich der Emotes bisher die letzten Wochen von Leuten, die halt auch versucht haben, die Emotes mehr oder weniger selber nochmal hochzuladen. Das ist auch immer wieder ein Träumchen bei Twitch. Aber naja. Ich weiß nicht, Leute haben was? Ist, ob ihr da schon Probleme habt, die Emotes quasi selber für sich bei ihren Affiliates oder auch teilweise sogar Partner-Dingern selber hochgeladene Sub-Emotes. Ich weiß nicht, ob ihr sowas auch schon erlebt habt tatsächlich, nee. Aber das habe ich tatsächlich schon 3, 4 Mal erleben müssen. Das ist toll. Wie findet man das raus? Durch Zufall. Ah, okay. Das erzählen mir Leute per Whisper, wenn sie halt sagen, von wegen, ich habe schon öfter gehört, also was ist öfter, 2 Mal halt gehört, von wegen, ich habe mal Emotes durchgeschaut, nach Referenzen halt für mein eigenes Emote, hab da gesehen, das ist doch dein Emote unter anderem Namen. Und ja, da kommt sowas halt raus. Waren halt 2-mal Affiliates, 3-mal Affiliates und 1-mal ein Partner. Und ja, jetzt haben sie die Emote nicht mehr, nachdem man halt freundlich mal nachgeholfen hat. Ja, dann sind unsere Emotes wohl nicht gut genug. Nee, offensichtlich nicht. Ich hatte natürlich gesagt, ich dachte, das wäre normal auf Twitch, dass das öfter passiert, weil ich das auch schon ab und zu mitbekommen habe von anderen Streamern, dass das so ein Problem wäre ab und zu. Ich kenne es nur von Filmern bislang, aber... Oh Gott. Das ist echt abgefahren. Das lösche ich immer, das stimmt ja. Das war ja auch ein Thema. Richtig, das Grüne lösche ich. Ich habe eine Frage, Drakon. Ja? Was zum Teufel hat das mit Kakao und Ananas auf sich? Bevor wir jetzt reden, was hat das auf, was ist da los? Ja, gut. Ich bin mir auch recht sicher, als das aufkam beim Teaser, hat gefühlt 99% der Leute nicht kapiert, was zum Teufel das mit irgendjemandem zu tun haben soll. Das war eine Zeit lang bei mir beim Kanal so eine Art Insider, weil das in 2 Streams halt gefallen ist als Begriff. Da war ich etwas durch den Wind, hab irgendeinen Quatsch von mir gegeben. Das hat sich dann mehr oder weniger, so durchgesetzt, dass wir das immer erwähnen, wenn man halt irgendeinen Scheiß von sich gibt, dass halt Ananas-Kakao erwähnt wird als eine Art Spruch. Ist total bescheuert, benutze ich auch heutzutage kaum noch, aber einige Leute lassen es gerne noch am Leben. Und ich vermute mal, das ist der einzige Grund, warum das auch überhaupt in den Teaser reingeraten ist, weil es ab und zu noch aufkommt, das Thema. Weil ja, mittlerweile benutze ich das noch. Und ja, unklar, manche Leute benutzen gerne noch
Ananas als Triggermittel mit Pizza Hawaii kennt man ja. Das ist ja das tolle Mittel. Also ich esse selber Pizza Hawaii sehr gerne. Ich esse es tatsächlich auch selber. Meine Lieblingspizza, aber ich esse trotzdem. Willst du essen? Warum gibt es keinen Ananas-Kakao-Emote? Oh. Also ist tatsächlich meine Lieblings. Keinen Kakao mit Ananas. Ich habe es mal probiert, zweimal, und ich kann persönlich sagen, ihr wollt das nicht probieren, sagen wir es mal so. Wenn ihr euch nicht unbedingt selbst vergiften wollt, sagen wir es mal so. Inwiefern hast du das probiert? Ich habe es legitim versucht zusammenzumischen, quasi mit pürierter Ananas quasi, zusammenzumischen. Probiert habe ich es. Hat nur nicht wirklich funktioniert. Vielleicht lag es an der Mischung und weil halt Fruchtsaft und Milch sich nicht wirklich gut, nicht gut kombiniert. Das ist keine gute Idee. Doch. Und ja. Sieht nur nicht lecker aus. Ja, sieht nur nicht lecker aus, richtig. Also, und in dem Fall jetzt spezifisch, schmeckt es auch nicht wirklich gut, muss ich sagen. Also es geht, aber es halt, warum sollte man das trinken freiwillig, habe ich mich da gefragt. Leute haben das auch nachgemacht und hatten dann auch freundliche Fotos aus dem Krankenhaus gepostet, also in einem Fall sogar. Ich weiß nicht, ob das ein Witz war, aber ich glaube, das sei gemeint. Vielleicht hat er sich das ja zubereiten lassen im Krankenhaus, weil die kennen sich ja mit Pürieren aus. Ja gut, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die beim Krankenhaus so einen Wunsch annehmen würden, wenn ich ganz ehrlich bin. Also. Gut. Ja, klasse. Ich habe mal gehört, dass Ananas tatsächlich auch noch verdaut, also selbst verdaut quasi. Ananas hat, glaube ich, so eine bestimmte Säure drin, die, während du sie verdaust, sie dich im Prinzip auch verdaut, so, solange du sie im Mund hast. So ein bisschen wie Cola. Cola hat das ja auch, wenn du irgendwie ein Stück Fleisch in Cola wirfst, dann wird das aufgelöst nach einer Weile. Und das macht, Cola war mir das bekannt, aber bei Ananas tatsächlich bisher noch nicht. Habe ich mal gelesen. Also mit Milch, Ananas, diese Säure, die Ananas hat, und plus Milch, dann das stelle ich mir komisch vor, weil Sauer und Milch, das passt irgendwie nicht so gut zusammen. Ja, das probier das mal aus nächste Warnung. Woche. Mach das. Oh je. Also ich hatte ja diese Ananas gekauft, extra für den Teaser. Und ich hatte wirklich überlegt, die auszuhöhlen und mir dann Kakao einzuschütten und das dann daraus zu trinken, aber ich habe es gelassen. War irgendwie zu eklig. Gute Einstellung. Weil wir ja schon so drinne sind, wir sind übrigens heute nur zu dritt, falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Dali ist leider ein bisschen unpässlich und Sleth auch. Deswegen haben wir uns gesagt, bevor wir das ausfallen lassen, machen wir das einfach zu dritt. Nur um das mal kurz aus dem Weg zu schaffen. Akon, bei uns ist das ja so, wir fragen gerne immer nach, was du so die letzten 2 Wochen gemacht hast. Was hast du auf dem Schirm gehabt? Was hast du gemacht? Ja, die letzten 2 Wochen relativ viel gezockt tatsächlich. Viel angefangen, auch ein bisschen was abgebrochen tatsächlich. So Spiele wie Mario Tennis Aces, den Story-Modus, Ich habe das gespielt, wollte es mal probieren, weil ich mir dachte, komm, ein Tennisspiel, warum nicht? Kann ja ganz lustig sein. Das Gameplay ist voll cool vom Spiel, nur ja, der Story-Modus ist ähnlich wie andere Spin-Off-Titel von den Mario-Spielen. Wird es auf jeden Fall deutlich brutaler. Also das Spiel verlangt dann halt schon ein bisschen mehr Können und Zeit, wie man investieren soll. Und als mir das Spiel auch noch gesagt hat, von wegen, ich soll Level-Grinden gehen in einem Tennisspiel, war ich mir auch so ein bisschen auf dem Schirm, dass ich mir so, okay, lass mal lieber, nee, lieber nicht. Ich glaube, ich verzichte. Hab das Spiel dann freundlich mehr oder weniger seitdem nicht mehr angerührt. Und ja, und halt auch noch Enderal probiert, da war es halt ähnlich. Wobei Enderal hat das Problem gehabt bei mir, dass es sehr oft abgestürzt ist, leider. Diese Total Conversion Mod für Skyrim, die ist leider bei mir im Stream so oft abgestürzt, dass ich da einfach keine Lust mehr drauf hatte. Was dann wirklich sehr schade war, muss ich sagen. Weil die Mod selber war halt wirklich sehr cool gewesen von den Quests, von der Story her. Wie es aufgebaut war, da war Enderal halt wirklich schon mal was sehr Interessantes. Aber wenn das die halt gefühlt 12-mal in 10 Minuten abstürzt, nee, muss nicht sein. Die Mod ist jetzt schon ein paar Jahre draußen. Das kann auch nicht wahr sein, dass die immer noch so broken, also so Probleme hat. Aber naja. Hast du zufällig einen AMD-Prozessor? Ja, doch. Mittlerweile schon, richtig. Ja, kann ich dir sagen, ist ab und zu mal ein bisschen problematisch. Ja, das ist gut zu wissen. Ich meine, ich könnte theoretisch noch den anderen Rechner, den alten Rechner nochmal anschmeißen und gucken, ob es da besser läuft. Nur, ja, das war mir nicht bekannt, dass AMD mit Skyrim prädestiniert ist, dass es abstürzt. Das wusste ich bis dato nicht. Und es hat auch bei normalen Skyrim-Spielen kein Problem gemacht. Kann. Ja gut, das, klar, Enderal ist eine große Mod. Kann ja sein, dass natürlich da irgendwas sich beißt mit AMD, klar.
Aber gut. Aber sonst halt Jurassic World Evolution viel gezockt. Das hat mir persönlich viel gefallen, auch wenn ich es schade finde, dass kein Mod-Support drin ist. Auch wenn ich es verstehe beim Lizenzspiel, dass da vielleicht kein Mod-Support möglich ist, wegen dem Vertrag. Aber ja, Jurassic World Evolution, gutes Spiel. Ich weiß nicht, wer von euch das gespielt hat. Ich fand es bisher ziemlich gut. Und ja, abseits davon überlege ich gerade noch. Ich habe, glaube ich, noch ein paar kleinere Spiele gespielt. Slay the Spire nochmal gespielt, den neuen Charakter. Bei Graveyard Keeper nochmal reingeschaut, soweit ich weiß. Und habe meine Liebe zu Osu wiedergefunden, mehr oder weniger. Der ist ein Rhythmusspiel, Osu. Was wahrscheinlich die meisten Leute hier nicht kennen werden, aber ein sehr, sehr cooles Rhythmusspiel ist, wenn man sowas wie, in Anführungszeichen, Step Mania oder Dance Dance Revolution so in etwa mag, dann kann man sich etwa vorstellen, was halt Osu ist. Oder halt Beat Saber, ohne dass es halt in VR ist. Und ja, das waren, glaube ich, so die Spiele, die ich auf dem Plan hatte. Ich glaube, sonst war Xenoblade. nix. Und ja, genau, Xenoblade Chronicles habe ich vergessen, stimmt. Ich habe Xenoblade Chronicles X angefangen, aber da muss ich noch ein bisschen mich reinarbeiten, weil das Spiel schmeißt einen voll mit 34.000 Menüs. Und das ist schlimmer als in Teil 1 und 2, also deutlich schlimmer. Und ja, ich war ein bisschen überwältigt, muss ich sagen, gefühlt. Aber naja, bisher ist die Meinung noch, bin ich da noch ein bisschen nicht so positiv überrascht von dem Spiel, aber mal gucken, vielleicht wird es besser. Es ist gut. Ich bin gespannt, weil bisher. Aber New Los Angeles. ich meine, du spielst ja gerne diese grindlastigen Spielchen, von daher. Ja, ab und zu schon, das stimmt natürlich. Nur Wirst du halt, in die Story X muss auch. halt stimmen. Ja. Wirst du in Muss halt X auch stimmen. ein bisschen machen. Und ich finde persönlich zum Ende hin gerade wird die Story auch ganz gut erzählt, ohne Bin jetzt ich großartig gespannt auf was jeden Fall. erzählen zu wollen. Ja, genau, sonst war, glaube ich, doch, ein Spiel habe ich noch vergessen in den letzten 2 Wochen. Lego The Incredibles. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben so ein Lego-Spiel gespielt. Und das war erstaunlich spaßig. Ich meine, die Spiele sind ja fast immer irgendwie für 5 Euro im Sale bei jedem Sale, die ganzen Lego-Titel. Und das neueste, das Incredibles-Spiel, war tatsächlich ziemlich gut, muss ich sagen. Sollte man nur nicht spielen, wenn man den zweiten Incredibles-Film gucken will, der erst im September kommt, weil das Spiel spoilert effektiv am Anfang direkt alles zu Incredibles 2, weil du mit dem zweiten Film anfängst und dann erst den ersten spielst, weil das ist eine logische Reihenfolge. Keine Ahnung. Aber ja, also das Spiel selber ist ziemlich cool. Kann man auf jeden Fall eine Weile zocken. Und wenn man gerade 100% mag, dann wird man bei dem Lego-Spielen, glaube ich, sehr viel zu tun haben, weil die ganzen Welten da, die ganzen Nebenaufgaben und so weiter, Collectibles sind ganz schön massiv, muss ich sagen. Also ich werde auf jeden Fall noch ein paar andere Lego-Spiele mal nachholen zwischendurch, wenn ich mal wieder nicht genau weiß, worauf ich Lust habe zu zocken, weil ich habe ein paar noch bei Steam, die ich wohl irgendwann bei Steam gekauft haben muss in einem Sale. Herr der Ringe. Und ja. Ja, genau. Das ist dabei. Das ist Herr der Ringe, die Harry Potter Spiele. Das sind die Und ich glaube, besten noch. ja, die sollen ganz gut sein. Habe ich auch oft gehört, dass die sehr gut sein sollen. Also Herr der Ringe habe ich wirklich sehr, sehr gerne gespielt. Tatsächlich. Ich stehe normalerweise nicht so hundertprozentig auf diese Lego-Spiele, aber Herr der Ringe haben sie perfekt umgesetzt. Und es macht auch wirklich Spaß, wenn du ein bisschen Interesse natürlich an Herr der Ringe hast. So, Ja. DC würde ich es jetzt nicht empfehlen. DC würde ich eher Marvel. Avengers oder was es da gibt, empfehlen. Aber selbst die fand ich persönlich zum Beispiel schon wieder nicht so gut, weil da war die Steuerung ein bisschen komisch. Okay. Mir ist mit zu viele Bausteine in. Also ich habe auch schon 3, 4 gespielt, aber nee. Die gehen ja meistens auch relativ schnell, wenn man halt wirklich keine Lust auf irgendein Spiel hat und einfach irgendwas braucht, das eh in der Bibliothek hat, kann man ja mal reingucken, einfach mal zwischendurch. Dafür sind die Spiele, denke ich mal, ganz gut. Weil die halt auch relativ, also nur die Story in Anführungszeichen recht schnell ist natürlich bei den Spielen. Und auch der Humor stimmt. Kann man sich auf jeden Fall gut geben, finde ich persönlich. So ein Berieselungsspiel. Genau. So, kannst nicht wirklich sterben, kannst nicht viel falsch machen, so einfach nur rumlaufen und. Sag das nicht. Also das erste Mal, als ich Lego gespielt habe, das hat lange gedauert an der ersten Hürde. Also ja. Sag das nicht. Ja, das waren so ziemlich alle Spiele oder das, was ich die letzten 2 Wochen an Spielen gemacht habe. Sonst außerhalb, klar, halt. Die Queue ist ja jetzt, fängt ja jetzt ja an. Dementsprechend die nächsten Tage bin ich damit wahrscheinlich erstmal beschäftigt und gucke das mir ja erstens an und zweitens schau halt drauf, dass da halt nicht so viel Blödsinn im Chat steht. Wobei ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass das der Fall ist. Weil bisher der Chat ist erstaunlich entspannt und gerade das am Anfang ist ungewöhnlich. Also mal sehen, ich bin gespannt, was da so alles kommt dieses Mal. Aber ja, Was hast das du so getrieben, Slabby? Ich meine, Dragon, das war die ausführlichste Antwort, die wir, glaube ich, gekriegt haben seit gefühlt 70 Sendungen. Ich spiele recht viel, das, ja. Abgefahren.
Waren das jetzt 2 Wochen? 3, 4, 5? Das waren 2 Wochen tatsächlich. Ich habe jetzt nur die letzten 2 Wochen auf dem Schirm gehabt. Die überhaupt richtig spielen? Es geht, ja. Frag mich auch immer bei Drakon, wie schnell er diese Spiele durchspielt. So. Kommt ein Spiel heute raus, alle spielen 2 Wochen dran, Drakon ist immer nach 2 Tagen fertig und ich frag mich, was? Hast du das alles gestreamt? Das wollte ich dich tatsächlich fragen. So, streamst du alles oder spielst du dann nebenbei so ein paar Sachen, dass du besser wirst und dann zeigst du wieder Story im Stream? Das kommt aufs Spiel an. Meistens nein, nur halt vielleicht bei Xenoblade Chronicles, da werde ich garantiert offscreen was machen. Aber ja, bei den meisten Spielen tatsächlich nein. Das Einzige, was ich vielleicht machen werde, ist in-game mir das Wiki durchlesen, in Anführungszeichen, also die Informationen zur Hintergrundgeschichte, weil mich das interessiert bei Spielen. Mhm. Ich mag das halt mehr über die Spielwelten zu erfahren und lese mich halt dazu ein bisschen ein und kann es halt beim nächsten Stream dann vielleicht einbringen. Das liegt, glaube ich, auch nur daran, dass ich halt so oft Glitches habe, dass ich teilweise auch manchmal Levels aus Versehen überspringe und mir Leute erst nachher sagen, dass ich ein Level übersehen habe anscheinend. Wie auch immer das geht. Das habe ich ab und zu sehr oft. Das passiert mir nämlich in fast allen Spielen, dass ich irgendwelche komischen Glitches, Probleme, Bugs und sonst was habe. Deutlich mehr, als, glaube ich, gesund ist. Aber, naja. Kann nichts dafür. Ich spiele die Spiele halt ganz normal. Ich provoziere die meisten Glitches nicht. Ah. Hast du mal ein bisschen viel HDQ geguckt, oder? Könnte man meinen, gefühlt, aber das war leider schon immer so. Das hat sich nie geändert. Von Anfang an schon so Probleme gehabt. Leider. Any percent blind playthrough bei Drakon. So ziemlich. Ich habe gestern Fußball geguckt, wie man, glaube ich, hören kann. Ich weiß nicht, ob man mir das anhört, dass ich mich gestern ein bisschen sehr gefreut habe über ein gewisses Tor. Ansonsten, momentan spiele ich tatsächlich nicht so viel. Also, ich streame auch nicht viel momentan. Ich habe ein bisschen Jurassic World Evolution gestreamt. Ganz süßes Spiel, ganz schön gemacht. Mal gucken, wie viel Langzeitmotivation ich da rausbekomme. Ich bin jetzt erst auf der zweiten Map quasi, habe da richtig erst angefangen. Also, viel habe ich nicht davon gesehen. Ansonsten habe ich neben der Arbeit momentan noch einen Umzug am Laufen, deswegen komme ich momentan leider nicht zum Stream, so wirklich, wie ich wollte. Genau. Das waren meine 2 Wochen, da ist tatsächlich nicht so viel. Ich habe ein bisschen WoW gespielt, immer mal, wenn ich eine freie Minute hatte. Ein bisschen Binding of Isaac, aber das interessiert, das habe ich beides gestreamt. Das kennen die meisten wahrscheinlich sowieso. Von daher. Was hast du denn so getrieben, Herr Dissington? Ich habe, sag schnell, Jurassic World Evolution durchgespielt. Mhm. Durchgespielt. Das war dann irgendwann, naja, einen Haken dran gemacht. Ich kann mich immer gar nicht dran erinnern. Ich müsste immer Chat fragen. Chat, was haben wir denn noch gespielt? Also ich habe mit Factorio angefangen. Ich glaube, Factorio ist mein neues Minecraft, habe ich das Gefühl. Mhm. Seitdem ich rausgefunden habe, dass das A, Mod-Support hat und B, so unendlich abgefahren ist. Also ich muss wirklich sagen, ich bin in Love. Ich war schon lange nicht mehr so verliebt in ein Spiel. Spielst du alleine? Bitte? Spielst du es alleine? Nee, ich spiele es mit AndiDev. Ich habe gerade so einen kleinen Spleen mit AndiDev, dass wir verstehen uns wirklich sehr, sehr gut und wir blödeln auch abseits vom Stream ein bisschen rum. Und ja, wir spielen gemeinsam, na nicht das, oh. Ist doch gerade Pride Week, oder nicht? Ah, Slimmy, du sagst. Ja, hätte ich jetzt aber auch nichts dagegen. Ich mag Andi seine Locken. Ja, das stimmt. Aber Andi ist Fahrerin. Da kann man sonst nichts machen, du. Kannst nichts dran rütteln. Ja. Nun gut, aber ja, später dazu mehr. Still a better love story than Twilight. Raft habe ich gespielt mit Paui. Ich spiele momentan sehr viel mit anderen Leuten zusammen irgendwie. Und was habe ich denn noch so Schönes gezockert? Raft ist übrigens auch ein sehr schönes Spiel. Wie weit bist du denn in Factorio jetzt? Map. Welche Wissenschaftspakete hast du gerade? Viele? Nein, welche? Welche Farbe? Ach so, die ja blauen. Vier... Die blauen. Wie? Die blauen, blauen sind wir. Ja. Also 2. 3. 3? Dritte jetzt, ja. Ja, okay. Ja, stimmt.
Ja, und da bin ich gerade dabei, alles irgendwie mal umzubauen und neu zu dödeln, weil jetzt weiß ich ja erst, wie es geht. Hast du es noch nie durchgespielt? So Bitte? richtig? Hast du es noch nie durchgespielt? Ich habe es früher mal gespielt und da war ich irgendwie nie so angetan von. Und ich weiß gar nicht wieso, weil das ist ja eher so auch ein Spiel, was in Richtung Management Logistik geht, aber das hat mich damals nicht so wirklich abgeholt wie jetzt. Und jetzt geht das ab wie, wie eine Rakete. Also ich habe schon, ich glaube, Donnerstag? Freitag? Nee, Freitag, glaube ich, habe ich 9 Stunden gestreamt. Und dann habe ich auf Uhr geguckt. Oh Scheiße, ich muss morgen um 7 aufstehen, wir müssen aufhören. Und ruckzuck war die Zeit vorbei. Und ich konsumiere das selber sogar noch offline. Wenn ich könnte, würde ich das sogar offline spielen. Das habe ich, glaube ich, nicht so häufig gemacht. Und Riem Royal habe ich ausprobiert. Ich auch. Du Das würde mich mal die auch? Meinung, da Ich würde mich die auch, Meinung ja. mal sehr interessieren bei Realm Royale. Das ist ja auch so der neueste Schrei momentan. Wow! Und Slabby? Ich habe tatsächlich vor einer Woche mal ein bisschen Fortnite gespielt, Okay. weil ich mir damals die Switch-Version runtergeladen habe, Hast du bei um nun zu. PlayStation einen Bann kassiert? Ich wollte noch gucken, ob ich mich anmelden kann mit dem Account direkt bei der PlayStation, aber habe ich noch nicht gemacht. Nee, ich habe tatsächlich, um halt zu gucken, wie es auf der Switch läuft. Switch läuft halt für mich so Ego-Perspektive mit dem Controller. Du kannst noch nicht mal die X-Achse invertieren. Oder doch, nee, genau, nur die Y-Achse kannst du invertieren. X-Achse kannst du nicht invertieren. Also für mich Mumpitz. Ich muss mich erstmal daran gewöhnen, dass ich nach rechts gucken kann, indem ich nach rechts drücke, was für mich komplett nicht geht. Also da muss ich erst mein Hirn wieder neu verkabeln. Deswegen habe ich es dann sofort sein gelassen. Hab's dann aber ein bisschen auf dem PC, so einen Abend, irgendwie 5, 6 Partien, wo ich halt einmal in die Top 10, glaube ich, gekommen bin oder so, gespielt. Und hab verstanden, warum alle so halt dran hängen bleiben. Weil du fängst es an, einen Abend, und dann, wenn du stirbst, es ist halt wie Binding of Isaac für mich. Damit vergleiche ich es. So, du stirbst, und dann hast du irgendwie keinen Bock, aber komm, so ein Ründchen geht ja noch. Und dann meldest du dich an und dann bist du halt wieder drin. Und dann fliegst du runter, suchst wieder neue Waffen. Und es kommt halt so mehr oder mehr und mehr auf, dass du halt Bock bekommst. Ja, aber ich meine, es ist immer noch ein Shooter und die habe ich irgendwann als Kind so viel gespielt. Irgendwann hatte ich dann keinen Bock mehr. Deswegen habe ich seitdem jetzt nicht mehr angepackt. Aber Realm Royale habe ich dann auch wieder mir angeguckt. Habe das ein bisschen mit Lou gespielt. Und es ist was an, also es ist doch ein bisschen anders. Ich habe es gesehen und dachte mir, das ist ja wie Fortnite. Das sieht genauso aus. Aber diese Fähigkeiten, die sie da eingebaut haben und so, macht schon Spaß. Also ich sehe das so als kleines Abendspiel für mich und meine Freundin oder so halt ein bisschen zusammen losziehen und zocken. Ja, kann ich verstehen. Also es macht schon echt Spaß und es ist doch nicht wie Fortnite so. Allein die Tatsache, dass das Bauen wegfällt, was für mich persönlich gut ist, weil ich das nicht lernen muss, aber gleichzeitig diese Fähigkeiten, mit denen du dich schneller als Krieger zum Beispiel fortbewegst oder so, die machen es schon ganz interessant und dass du dich dann halt einlassen musst auf die Fähigkeiten des Gegners. Und ganz im Ernst, ich sehe das nächste große Ding bei diesen Battle Royale Spielen. Es kommt irgendwann, ich weiß nicht wann, ich weiß nicht, ob es schon jemanden gibt, der diese Idee hat, aber in 1, 2, 3 Jahren, wenn es droppt, dann wird das der neue heiße Scheiß, ein Battle Royale mit Helden. Also ein MOBA quasi, nur eben aus First Person mit den Fähigkeiten, so wie es Realm Royale macht, weil das ist jetzt der nächste Evolutionsschritt wahrscheinlich. Und dann werden sie MOBAs und Battle Royale miteinander verbinden und dann wird alles explodieren und die Welt wird untergehen. So, Ragnarok is coming. Würdest du sagen, dass die Runden bei Battle Royale schneller sind als bei Fortnite? Weil ich habe bei Fortnite nur 2 Mal reingeschaut und das war Nee, nicht so Fortnite ist viel meins. schneller. Ich habe das Okay. Gefühl, Realm Royale war viel, viel länger. Die Ah, Runden, die okay. ich gespielt habe. Weil das interessiert mich natürlich, ob man eben so schnell mal eine Runde spielen kann, neben Buff the Switch zum Beispiel, wäre ja perfekt dafür gedacht. Aber wenn Ja, das das natürlich ein bisschen kannst länger geht. du. Ja, du kommst ja auch nicht immer in die Top 10, ne? Ja, gut, das kommt. Klar, logisch. Ja, Also die Runden logisch. dauern schon nicht so lange. Sag mal, eine halbe Stunde bist du dabei. Ja gut, Würde ich jetzt sagen. das geht noch. Ja, Riem hat es mir auch ehrlich gesagt angetan, muss ich sagen. Ich finde den Aspekt schon alleine ultra geil, dass du am Ende ein Hühnchen bist. Und das eigentlich
dein Tod super witzig ist. Und dieses Lied im Hintergrund, dieses, ja, das dann, dass du fängst einfach nicht an, dich zu ärgern. Du hast dieses Hühnchen und dieses Hühnchen ist witzig. Du kannst mit dem Hühnchen noch rumtrollen. Und ich muss sagen, zumindest ist das Gefühl zu, es ist auch für schlechte Leute wie mich vom Schießen her super gut gemacht. Also es ist jetzt nicht so Hexenwerk mit Bullet Drop und so ein Käse. Da, wo du hinschießt, da kommt es auch an. Und manchmal glaube ich auch, dass der Server sich so denkt, naja, komm, du hast dreimal verloren, ich helfe mal kurz nach und schieb so ein bisschen die Kugel auf den Gegner. Zumindest fühlt sich das so an. Und es macht echt Bock. Also ich rasiere regelmäßig ordentlich durch. Gut. Ich will nicht gerade noch... Banding haben sie eingebaut, oder was? Nee. Das ist schon komisch. Nee, nicht Rubberbanding. Aber ja, so die Lags sind schon merklich. So, ich schieße manchmal meilenweit daneben und sie treffen trotzdem den Gegner. Das ist mir aufgefallen. Bei Ram Royale. Ah, das ist doch ein bisschen unangenehm. Ja, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber manchmal schieße ich halt eindeutig daneben und es trifft den Spieler. Manchmal schieße ich genau drauf. Hast du zufällig Cheats oder so? Nein. Siehst du, ne? Also siehst du auch Leute nicht durch Häuser und so? Nein. Okay, ist nicht PUBG. Hätte ja sein können. Ja, sein Stabilisierungssoftware fürs Aim oder so. Nein. Ja, ansonsten habe ich auch nicht weiter großartig noch was gespielt. Ja, Sommerloch lässt grüßen, gefühlt. Ich habe gerade gar kein Sommerloch. Ich bin so juppig auf so viele Spiele. Ich könnte Realm den ganzen Tag spielen. Ich könnte Factorio den ganzen Tag spielen. Ich habe Raft angefangen, was auch super geil ist im Koop. Also, ich kann mich nicht retten vor Spielen aktuell, muss ich sagen. Und ich habe so richtig einen Zieps wieder. Hat denn Andi Ahnung von Factorio? Andi? Ja. Andi ist an allem schuld, wenn was nicht funktioniert. So, das beschreibt wohl alles, glaube ich, ja. Okay. Ihr habt aber eine Map mit Aliens, ne? Also. Ja, nur. Ständig sind die da. Perfekt. Kotzen. Ach, habt ihr Autoangriff nicht ausgemacht, oder was? Was? Autoangriff? Ah, nee, warte mal. Nee, habt ihr an. Also ja, dass die immer wieder in Wellen halt. Ja, und das ist mega nervig, weil so viele Türme kannst du gar nicht bauen. Mhm. Ich finde halt bei Factorio, wenn ich kurz schwärmen darf davon, du spielst es, ich habe es jetzt das zweite Mal gespielt und meinen letzten Playthrough habe ich vergessen. Der ist schon lange, lange her. Und übrigens, die Factorio-Community ist nicht so cool, muss ich sagen. Ist ein bisschen anstrengend an manchen Stellen. Also sehr... erpicht, dass man immer deren Weg geht und es gibt nur ein, dieses Bussystem und da werden die Rohstoffe durchgeführt und alle bauen dasselbe System und so funktioniert das und du sitzt ja immer so da, hä, was ist mit euch, kann ich jetzt mal spielen? Aber was das Schöne daran ist, dass du anfängst, so klein zu denken und irgendwann stellst du fest so, oh scheiße, okay, ich muss ein ganz kleines bisschen größer denken. Und letztens war das wirklich so weit, da habe ich dann mit Andi kurz geschnackt, offline. Ich sage, Andi, ey, morgen bauen wir riesig, okay? Ich habe herausgefunden, es gibt keine Grenze auf dieser Karte. Wir können uns komplett, wir können eskalieren so. Und dann haben wir angefangen, etwas größer zu bauen. Und wenn man, du hast halt sehr viele schöne Erkenntnisse in dem Spiel. Und auch die ganzen Items, die du dort entdecken kannst und was du eigentlich realisieren kannst, erinnert halt wirklich sehr an Modded Minecraft. Ja, genau. Nur in 2D halt, ne? Nur in 2D, richtig. Und du kannst da halt komplett an der Knöpfe drehen. So viel wie da auch im Steam-Workshop drin ist, kein Wunder. Das kann ich mir echt gut vorstellen. Das erinnert wirklich an Modded Minecraft-Verhältnisse, weil so viel Auswahl an so vielen verschiedenen Systemen und Items, was man da gesehen hat teilweise. Ja. Oh, das ist halt schon... war schon überwältigend, deswegen habe ich das Spiel auch auf dem Schirm, einfach nur, weil der Mod-Support da wahrscheinlich so viel Spielzeit hinzufügen kann. Das sieht halt schon ziemlich cool aus, auf jeden Fall. Also bei mir war letztens einer, der hat 7000 Stunden gespielt, bei Steam, dann weißt du Bescheid. Das ist auf jeden Fall ein Statement, ja. Und du kannst halt so viel, selbst Vanilla ist so, okay, gibt's ganz schön viele Items, was macht das und das und jenes und da, und man kann, was ich halt ultra geil finde, ist, du musst nichts mehr machen. Das Spiel macht das. Du musst es nur hinstellen. Und das ist so geil, dass du wirklich am Ende sagst, du musst dich nur hinstellen und gucken. Und gut aussehen dabei. Ja, es ist halt nur noch automatisieren. So. Du setzt die Automatismen und das Spiel führt sie für dich durch. Und dann genau. Irgendwann spielt es sich halt alleine.
Und du machst dann halt wieder andere, so während das dir alles da aufbaut. Und dann irgendwann gehen dir aber die Rohstoffe aus und dann musst du dich erweitern und dann baust du eine Ja. riesengroße eine große Bahn. Schiene halt, also eine Bahn. Und dann tuckert die halt rum und holt wiederum Kohle halt in dein Lager und andere Materialien in dein Lager. Und dann baust du plötzlich irgendwo anders eine Riesenfabrik, weil du merkst, so die ganzen Kupferbänder sind dir ausgegangen und so viele, wie ich jetzt plötzlich für die ganzen Drohnen, die ich bauen möchte, brauche, die reichen mir überhaupt nicht mehr. Und dann kommen wieder Wissenschaftspakete 4, für die ich sonst was brauche. Und du realisierst das gar nicht, aber die Zeit ist plötzlich weg. So, und du bist halt mittendrin und du möchtest halt nur noch diese eine Sache dann schaffen. Und aber dann, ja. Es ist wirklich, also. Ich hatte das am Freitag. Ich wollte am Freitag um pünktlich um 20 Uhr Schluss machen, damit ich mit Sophie noch ein bisschen Zeit verbringen kann. Und dann habe ich mir so gedacht, na, eine Sache machst du jetzt noch. Aber eine einzige und dann ist wirklich Schluss. Dann gucke ich auf die Uhr. Scheiße, 21 Uhr. Das hat eine Stunde gedauert. So ein Mist. Ja, die Zeit verfliegt wirklich schnell. Und heute war das auch so. Ich hätte super gerne noch viel, 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 viel mehr gespielt. Aber es gab noch den Plankenschnack und der hat höhere Priorität als Factorio. Nun. Ein Tipp, spiel niemals mit Mocker. Mit Mocker? Ja, der Ach lässt dich so, sterben. du hast das mit Mocker ausprobiert? Ich hab's damals mit Mocker durchgespielt, ja. Durchgespielt? Ja, also bis zur Rakete halt, ne? Mocker hat was zu Ende gespielt? Er hat mit mir zusammen sogar was zu Ende gespielt. Man Wie lange glaubt habt es ihr nicht. gebraucht? Anderthalb Wochen, 2 Wochen so. So lange hat Mocker mit dir zusammengespielt? Abgefahren. Ich meine ich zumindest. Kann auch ein Mich guckt bisschen er nicht länger mal mehr gewesen mit dem sein. Arsch an, weißt du? Muss mal mit Kupi schreiben. Aber Kupi ist nicht umsonst mein bester Freund. Mocker, falls dich das in deinem Urlaub erreicht. Gut, reicht jetzt wieder. kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Wir hatten das ja vorhin kurz mal angeschnitten, oder du selber ja auch, Drakon. Was mich jetzt wirklich brennend interessiert, wie ist es, Moderator zu sein in einem Channel, wo es mehr als 100.000 Viewer gibt? Ja, das ist, glaube ich, für die meisten Leute sehr verwirrend einfach mal, einfach weil die Nachrichtenmenge zu hoch ist, vermute ich mal, einfach weil der Chat so durchrauscht bei vielen Kanälen, die halt eben nicht ordentlich moderiert werden. Und ja, ich glaube, der schlimmste Stream, den ich bisher gefühlt hatte, war, glaube ich, bei einem der ESL-Turniere, bei einem der Counter-Strike-Turniere. Da waren, glaube ich, irgendwie zwischenzeitlich 600, 700.000 Leute da. Und dementsprechend könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, wie lesbar und brauchbar der Chat da war, weil halt kein Sub-Mode drin war natürlich. Slow-Mode 5, weil Slow-Mode bringt bei der Menge eh nichts. Und ja, das ist dann halt wirklich die Stelle, wo man auch wirklich sagen würde, okay, so langsam, langsam wird es ein bisschen kritisch. Langsam kann selbst ich da nicht mehr mitlesen. Aber ja, generell, ich behaupte einfach mal, das ist fürs Moderieren, das ist einfach eine Sache der Übung. Irgendwann liest man die Nachrichten halt einfach oder überspringt die Nachrichten so schnell, dass man halt einfach die problematischen Nachrichten erkennt und rausschmeißen kann. Und das ist kein großes Problem. Das geht halt schon nach einer gewissen Zeit. Ist halt alles eine Sache der Übung und ob man halt bereit ist, sich den ganzen Spaß im Twitch-Chat durchzulesen. Je nachdem, weil es ist natürlich schon klar, gerade bei Event-Streams manchmal ein bisschen schwierig. Bei Dreamhack war es auch, glaube ich, ziemlich anstrengend gewesen das letzte Mal. Da waren auch recht viele da. Ich glaube über 100.000. Ich habe aber gerade die Zahl nicht im Kopf. Da war es auch recht voll gewesen und da ist es halt auch Counter-Strike. Ja, Twitch-Community von Counter-Strike kann manchmal anstrengend sein. Nö. Generell sage ich halt, ist, denke ich mal, so wie es im Moderieren normal ist, nur man gewöhnt sich halt daran, dass halt mehr Nachrichten durchrauschen. Das ist halt Sache der Übung. Ich mache das jetzt ja auch schon relativ lange, das Moderieren, seit quasi ich auf Twitch bin, auch schon vorher auf Own3D damals noch, als da die YouTuber waren, die ich geschaut habe. Und ja, ich meine, das erste wirklich schlimme Moderieren mit Events war quasi LPT Live von Kong bei meinem Video. Der hatte ja einen IRC-Chat anfangs gehabt. Da bin ich durch Zufall reingeraten, einfach weil ich gemeint habe, ich würde helfen, wenn ihr Hilfe braucht. Okay, mach mit. Okay, hier, viel Spaß. Dementsprechend hat das auch funktioniert dort. Es war ein bisschen chaotisch, aber das war halt, denke ich mal, gutes Training mehr oder weniger dafür. Aber naja, ich meine, ich sag halt wirklich, man gewöhnt sich halt daran, man gewöhnt sich auch an die ganzen Whisper und so weiter. Und selbst wenn man wirklich von den Whispern genervt ist, zum Beispiel, die man ja auch teilweise sieht oder auch mitbekommt von anderen Moderatoren. Ich meine, man kann bei Twitch Whisper ausstellen. Das ist kein Problem. Das geht, wenn es wirklich so viel werden würde. Man braucht da halt schon ein dickes Fell natürlich, weil klar, mittlerweile dank GameStunQuick, ESL oder DreamHack
kann ich wahrscheinlich Beleidigungen in 132 Sprachen aufsagen, aber jo, ist halt praktisch. Ich habe halt schon viele Wörter gelernt in den letzten Jahren. Und selbst Sprachen gelernt, von denen ich nicht mal wusste, dass die existieren. Also, naja, ist auch ganz nett. Twitch-Chat ist ja auch ein IRC. Ja, natürlich, klar. Twitch-Chat ist auch ein IRC, aber halt die IRC-Chats damals waren halt ein bisschen mehr basic natürlich als jetzt der Twitch-Chat oder halt die alternativen Clients, die man haben kann. Ich meine, klar, wenn du sowas wie Chatty zum Beispiel benutzt als IRC-Client, das sieht ja quasi aus wie ein alter IRC-Server mehr oder weniger. Nur halt klar, da gibt es halt andere Möglichkeiten natürlich mittlerweile. Das macht es halt ein bisschen angenehmer. Und ich behaupte auch, das geht. Ich weiß nicht, wie es andere Moderatoren machen. Ich benutze halt eine bestimmte Webseite dafür. Modchat, quasi modch.at. Das ist quasi so ein modifizierter Webchat. Kann ein bisschen was einstellen, ist ganz angenehm. Und hauptsächlich benutze ich das nur, weil ich da halt per Knopfdruck was pausieren kann und kurz die Nachricht nochmal ein zweites Mal überfliegen kann, um sicher zu gehen, dass es wirklich Quatsch ist und dann auch rausschmeißen kann. So läuft das dann quasi ab. Das ist dann halt Automatismus. Und genau, was Ron gepostet hat, das ist der Link quasi. Ich weiß nicht, ob der Entwickler dahinter da noch aktiv dran arbeitet, aber es funktioniert immer noch großteils. Also ich habe da weniger Probleme mit der Seite. Ist halt ganz angenehm, wenn man halt nur am Modden ist. Je nachdem, wie viel Auslastung das natürlich ist, muss man dazu sagen. Weil klar, wenn man kann was für 200, 300 Leute auch sowas wie Chatty benutzen. Das wird auch ohne Probleme gehen. Oder halt auch teilweise für 3.000, 4.000 Leute. Habe ich jetzt bei Funk lernen können, dass es da auch erstaunlich gut mit Chatty ging. Aber, ja gut. deutsches Produkt. Eieiei. Nee, ja, aber sonst. Ich würde persönlich sagen, das Moderieren ist halt nicht wirklich was für mich Anstrengendes. Vielleicht sieht das manchmal auf Twitter so aus, dank den Whispern, wenn ich halt manchmal so komplett absurden Blödsinn den antworte, aber ich habe da halt mal Spaß mit. Die Whisper, die ich halt manchmal bekomme, wenn die halt sofort anfangen zu beleidigen, nehme ich halt nicht ernst. Dann mache ich mich halt auch drüber lustig teilweise und poste manchmal einfach nur irgendwelche Emotes, weil dann sind sie plötzlich so geladen, dass sie sich aufregen, weil man Emotes postet. Ist halt ganz nett. Und ich glaube, das mache ich auch nur, um halt ein bisschen Ausgleich zu haben, damit das auch wirklich, sagen wir mal, auch ein paar gute Erinnerungen beim Moderieren dabei ist und nicht nur halt die nervigen Sachen behaupte ich mal. Wie lange machst du das denn jetzt schon? Also das hört sich ja an, als wenn ich mein Video höre, das ist ja gefühlt 1989 gewesen. Ja, wie lange bist du da schon dabei? Ich glaube, das mit meinem Video müsste 2013 gewesen sein, aber generell halt seit 2011 generell moderieren und Eventmoderation erst seit, also abgesehen von LPT Live, weil das war halt vorher, dazwischen war halt eine Pause, da habe ich nichts mit Events gemacht. Und irgendwann, glaube ich, 2015 zu HGDQ bin ich quasi in die Eventmoderation gerutscht. Der Witz an der Sache war quasi, ursprünglich habe ich mich dafür nicht beworben, sondern irgendeiner meiner Zuschauer hat mich da mit meiner E-Mail-Adresse, die unten in den Panel stand, angemeldet. Ich habe gesagt, okay, komm, weißt du was, ich mache einfach mit, weil die mich halt angenommen haben aus irgendwelchen Gründen. Und da dachte ich mir, okay, probier es aus. Und seitdem mache ich Eventmoderation. Vielleicht nicht so die spannendste Story, wieso man damit anfängt, aber ja. Ich hätte ja jetzt sonst was erwartet, ne? Ja, so ein Bio hat meine E-Mail und dann war ich da drin und habe ich das einfach gemacht, ne? Dachte mir, okay, warum nicht? Hört sich interessant an, warum nicht? Aber das, ja, war halt der Ursprung mehr oder weniger. Und da halt Eventmoderation halt schon viele Mods, die halt bei Events moderieren, auch bei anderen Mods zu finden sein werden, weil halt das schon, ich weiß nicht, wie viele Leute das insgesamt sein würden. So 30, 40 Leute, die man halt bei vielen verschiedenen Kanälen regelmäßig sehen kann, mit sehr ähnlichen Namen halt. Weil es halt viele sind, die, wo man halt weiß, die können das, die machen das gut und die machen da halt mit. Die haben sich halt gemeldet, als nach Mods gefragt wurde. Und ja, deswegen. Weil diese ganzen Event-Moderation-Sachen, man kann sich da ja auch immer bewerben, wenn man halt schon ein bisschen Erfahrung natürlich hat als Moderator, ist ja klar. Sonst passiert sowas wie bei Games Done Quick letztes Jahr, wo ein einzelnes Emote gebannt wurde per Mobot. Das war nicht gut. ja, deswegen. Also das geht halt schon. Und halt gerade die Frage kann ich, denke ich mal, gerade einfach aufgreifen. Ja, wegen Tricks unter Mods vom Beispiel, ob sie sich die Arbeit aufteilen. Generell lesen alle Mods eigentlich alles. Da teilt man sich. Also das Einzige, was man vielleicht aufteilt, ist, dass man bei längeren Streams sagt, okay, wie bei GDQ, wir haben ganz viele Mods. Manche Mods sind halt zu der Zeit da, manche Mods sind zu der Zeit da. Je nachdem, wie es bei der Zeitzone passt, war klar. Manche sind in Australien, manche in Amerika, manche in Europa. Das deckt sich dann halt schon großteils natürlich und ist halt immer irgendwer da normalerweise. Und das klappt halt meistens schon. Aber generell lesen eigentlich alle Mods alles, was halt da ist. Und wenn halt einer was übersieht, macht halt einen anderen Timeout rein. Das ist also generell
nicht, wo ich sagen würde, man teilt sich da was groß auf, sondern man ist halt so lange dabei, wie man Bock drauf hat. Ja gut, DSDS glaube ich nicht, aber halt Eventmoderation war halt passend. Weil ich meine, ich hatte glaube ich auch vorher streammäßig darüber geredet, dass ich halt mal wieder Lust drauf hätte, irgendwas mal im größeren Stil mal zu probieren, so Eventmoderation, weil ich es faszinierend finde und mal wieder sehen wollen würde, wie das ist. Und ja, ich wurde auch so ein bisschen damals auch ein bisschen bei der Hand genommen, als ich bei ESL beim Mod-Team mitgemacht habe, so als Anfänger mehr oder weniger, in Anführungszeichen. Wurde ich auch ein bisschen an der Hand genommen. Und da wurde ich auch sehr, hat mir, wurde mir auch viel beigebracht, sagen wir es mal so, woran man auch ein paar Sachen erkennen kann, wie man Regex-Filter schreiben kann, dass es mehr oder weniger, kann man es am einfachsten beschreiben, und dass es halt nach Bahnhof klingt. Mehr oder weniger, das ist eine Art Code, den du schreibst und wodurch halt bestimmte Nachrichten erkannt werden. Wenn du zum Beispiel, weiß ich was, du Penner schreibst und Penner mit 5000 E schreibst, zum Beispiel kannst du mit dem Regex-Filter angepasst hast, kann er dann alles erkennen. Egal wie du schreibst, er erkennt das, wenn es richtig geschrieben wurde. Ist halt ganz praktisch, können manche Mods. Und ja, ist halt ganz nett auf jeden Fall. Aber ja, generell halt wirklich seit 2011 bei Owned habe ich damit moderieren angefangen. Und seit 15 mit GDQ, jo. Was? Was ist Owned? Owned war die andere Streaming-Seite, die vor Twitch da war. Owned3D. Ah, das, ich glaube, der Frage nicht ernst gemeint. Ja, das kam zu spät an bei mir. Nee, aber ja, das war dieses düstere Kapitel. Naja. Wir haben jetzt übrigens ein Marketing-Influencer-Team. Also ja. Die versuchen gerade Marketing. Ich weiß nicht, ob sich irgendeiner die Seite gekauft hat. Das ist, glaube ich, eine andere Gruppe. Ich habe das sogar noch im Blick gehabt, weil ich das einfach mich gewundert habe. Wer würde denn freiwillig so blöde sein und die Seite in Anspruch nehmen? Mhm. Und ja, das ist tatsächlich ein komplett anderes Team. Scheinbar niemand aus dem originalen Team, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ja, die melden sich auch bei Streamern. Die haben sich auch bei mir gemeldet tatsächlich. Kein Scherz. Und ja, ich weiß nicht genau, was das soll mit dieser neuen Own3D-Seite. Die machen irgendwie Overlays. Die versuchen, so ein Netzwerk aufzubauen. Ja. Ja, da gibt es ja auch im internationalen Raum diese Agentur für Streamer. Ich habe gerade vergessen, wie die heißen. Okri, irgendwie. Die ja. Arbeitsamt oder? nee. Aber so, auf jeden Fall irgendwie die deutsche Version von dieser einen Influencer-Netzwerk-Sache da. Aber naja, jedem das sein, I guess. Also, wenn man jetzt mal kurz pfiffig zugehört hat, du streamst jeden Tag, du moderierst, weil hast du noch einen Job? Ja, ich arbeite noch Vollzeit nebenbei, weil sonst logischerweise. Klar, ich kann vom Stream nicht leben, also logisch. Muss man immer noch was machen. Wann schläfst du? Warum hast du keine Augenringe? Naja, ich glaube, wenn man genau rangucken würde, müsste ich ja nicht Augenringe. Ja gut, aber ja, also es geht. Man muss dazu auch sagen, moderieren ist halt momentan durch das viele Stream auch ein bisschen weniger natürlich geworden. Bei so Events sage ich natürlich, okay, komm, da bin ich dabei und gucke auch regelmäßig zu. Aber generell moderieren ist mittlerweile ein bisschen runtergefahren worden bei mir. Ich habe halt früher immer so gesagt, von wegen so 3-4 Stunden streamen, 3-4 Stunden mal modden und dann halt Arbeit und auch nebenbei mit Leuten halt mal treffen oder mit sonst was. Aber ja, mittlerweile ist es ein bisschen schwierig, weil die Arbeit halt einfach zu viel ist. Da kann ich nicht das Gleiche beibehalten, weil sonst ist keine Zeit zum Schlafen. Sonst sehe ich hier, glaube ich, aus wie ein Zombie. Aber wie viel schläfst du denn, wenn ich fragen darf? Kommt drauf an. Ich glaube, aktuell 3-4 Stunden meistens und halt einmal noch in der Woche so irgendwie 7-8 Stunden, um es halt auszugleichen. Also nicht viel. Privatleben gibt's für mich. Ich bin halt momentan, ich bin ja umgezogen vor kurzem in ein anderes Land. Dementsprechend, viele aus dem Freundeskreis sind natürlich weggegangen. Mit Arbeitskollegen ist halt ein bisschen was noch möglich, aber da ich halt hier für eine Zeit bin, für ein paar Jahre, ist das halt natürlich momentan ein bisschen ein Thema. Ich kann ja nicht jedes Mal wieder rüberfahren, 5-6 Stunden. Das ist ein bisschen zu weit dafür. Aber naja. Abgefahren. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Anfang 20. Ja, regeneriert man ja noch. Da geht das noch, kein Problem. Nee, ja, aber kommt man an die 30 und schlafen mal 4 Stunden, Alter. Ich bin gespannt. Das wird schwer, Freundchen. Aber ganz ehrlich, mach das nicht. Bist du verrückt, Mann? Damit klopfst du dich kaputt. Da hast du mit 30 Herzinfarkt. Und das ist kein Scherz.
Ja, das höre ich auch öfter tatsächlich. Nur mittlerweile ist es halt so, wenn ich versuche länger zu schlafen, ich wache halt auf automatisch. Dann leg dich wieder Nach hin. 3, 4 Stunden. Ich versuche dann wieder, genau, ich versuche mich dann wieder hinzulegen. Ja, 2 Stunden halt am Liegen. Geil. Dementsprechend ist es halt, es passt. Mein Körper ist okay, alle Blutwerte beim Arzt sind okay, bisher noch. Bisher natürlich noch. Bleibe ich dabei. Solange es funktioniert, funktioniert es. Wenn es nicht mehr funktioniert, muss man es halt anpassen. Das ist dann halt so meine Denkweise, weil ja. Schlafen ist wichtig. Aber hey, du bist alt genug, du musst das für dich selber Genau. entscheiden. Deswegen ja, Das ich ist habe. keine Vorschrift. Also, Ich ne? verstehe ja auch schon, woher das natürlich kommt, weil es ist ja auch richtig so. Mit so wenig Schlaf, das ist eigentlich halt wirklich ein Problem. Kriege ich auch öfter gesagt. Nur, was will man machen, wenn es denn funktioniert, ne? Dementsprechend denke ich mir halt, okay, bleibe ich halt dabei, bis halt der Körper halt von wegen sagt, nee, brauchst mehr Schlaf, du schläfst jetzt länger. Punkt. Weil ja, ich wache halt auch immer vor meinem Wecker auf, tatsächlich mittlerweile seit konsequent Jahren. Es ist halt bei mir eine innere Uhr. Ich wache halt fest auf. Nach einer bestimmten Zeit. Und ja, das ist halt. Mach's ja auch gerne. Moderieren mache ich auch wirklich gerne. Manchmal kann ich mir vorstellen, dass da auch viele Mods sich auch denken, das ist, ich habe die Schnauze voll von der Scheiße. Aber generell muss ich sagen, die letzten Jahre, genauso wie Stream, mir macht Spaß. Liegt natürlich auch so ein bisschen an den Whisper natürlich, dass ich mir da meine Scherze erlaube, aber ja, generell, da habe ich kein Problem mit bisher. Moderierst du denn auch noch normale Channel, also nicht Event-Channel? Ja klar, momentan aktiv, weil ich halt auch aktiv zuschaue bei Funk Royal, bin ich quasi recht neu dazugekommen als Moderator. Da versuche ich relativ aktiv zu sein, halt ein paar, so 1, 2 Stunden, wenn es halt geht, wenn ich halt eh zuschaue. Und halt bei Markus bei Slev Zock bin ich auch noch öfter dabei, aber halt nicht so aktiv, wie ich gerne wäre, aber es passt von den Zeiten halt nicht, weil wenn er streamt, habe ich manchmal Arbeit und dementsprechend, ja, schwierig. Aber ja, generell, das geht. Ist das für dich ein großer Umschwung, wenn du jetzt einen normalen Channel moderierst quasi? Generell, nein. Das ist aber auch tatsächlich generell kein Thema. Ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass ich es schon so lange mache. Aber ich verhalte mich in eigentlich allen Kanälen, wo ich bin, relativ gleich. Egal, ob ich ein Mod-Schwert habe oder nicht. Wenn ich eine Frage sehe, die ich beantworten kann, poste ich halt schnell mal einen Einzeiler und hier von wegen, wenn ich halt weiß, was die Lösung ist. Das ist einfach bei mir normal. Das ist halt meine Methode, wie ich halt mir sagen kann, hey, ich finde den Streamer gut, ich bin gerade im Chat, hier kann ich mal ein bisschen mal im Chat hier auch noch helfen, von wegen, dass halt so Sachen beantwortet werden, wenn halt gerade kein anderer Mod da ist oder halt gerade einfach keiner sieht oder halt einfach mal random Leute begrüßt im Chat. Ich finde das einfach, das ist mehr oder weniger so meine Art und Weise, wie ich auf Twitch unterwegs bin und wie ich mich verhalten möchte auf der Plattform. Und ja, das ist halt keine wirkliche Umstellung. Es ist halt, wie gesagt, fast das gleiche, nur halt mit mehr Text bei Eventmoderation, mehr oder weniger. Und halt mehr Whispern mit irgendwelchen Schimpfwörtern. Aber das ist ja, das ist halt, man gewöhnt sich dran, irgendwo. Hast du denn irgendwie vor, das als Job mal auszuüben? Willst du bei Twitch arbeiten oder ist das einfach für dich wirklich so ein Hobby wie Stream? Ich glaube, es ist bleibt bei mir wirklich ein Hobby. Ich habe es tatsächlich überlegt zwischendurch, weil klar, Admins werden ja recht regelmäßig gesucht. Ich hatte es mir echt überlegt, ob ich es probieren soll. Aber ich dachte mir, ich mache es lieber gerne als Hobby. Und solange ich halt die Freiheit habe, auch zu sagen, wenn ich zum Beispiel scheiß Laune habe, ich will es nicht machen, dann kann ich auch einfach weggehen und sagen, nee, ich kann heute nicht. Sorry, Guys, geht nicht. Wenn man halt Admin ist, da ist man natürlich logischerweise in einer festen Schicht, da muss man es machen. Und ich glaube, das wäre nicht so gut. Und apropos Thema Admins, ich glaube, Twitch sucht momentan, glaube ich, welche. Ich habe Ach hier Quatsch. Dronen gerade auch im Chat. Beim Filter Ron, irgendwie auch. Das hast du gar nicht bei Ron gelesen gerade. Das ist dir natürlich ganz Oh, kokolores, nee, ganz nee. einfach eingefallen. Kokolose, ey. Tatsächlich beim Moderator Discord tatsächlich, da gibt es ja einen. Da gibt es einen Feed, wo immer regelmäßig die Job-Anzeigen von Twitch angezeigt werden. Das wurde gestern irgendwann durchgegeben. Da habe ich das gesehen, dass auf einmal plötzlich dreimal Admin-Moderator gleichzeitig ausgeschildert wurden. Da habe ich das mitbekommen. Das hab ich jetzt von Ron tatsächlich ausnahmsweise mal nicht gesehen. aber ja, das wäre aber nichts für mich, muss ich wirklich sagen. Also, ich glaube nicht, dass ich Admin machen wollen würde, weil ich genieße schon die Freiheit, dass ich halt auch weggehen kann, wenn ich möchte und nicht gezwungen bin, es zu machen. Was natürlich jetzt blöd anhört beim Job, aber ich glaube, man weiß, wie es gemeint ist. Ich glaube, das wäre mein Traumjob nach dem Stream. Einfach so ein bisschen Dampf ablassen und dann einfach so ein paar Leute hier von der Plattform schmeißen, oder wie? Ja. Richtig schön Dampf ablassen, weil man gescheitert ist, weil man zu kacke ist zum Streamen und dann alle rausschmeißen.
Du bist scheiße, du bist scheiße. Dein Meme ist kacke, du bist kacke. Dein Meme ist kacke. Ich glaube, das wäre genau das Richtige für mich. Ja, ich meine, wie gesagt, Twitch, also wenn man da wirklich Bock drauf hat, ich meine, Twitch sucht halt regelmäßig auch nach Admins. Ist halt wirklich seit, ich weiß nicht, wie lange das jetzt ist, ob das schon die ganze Zeit so war, aber halt wirklich seit Monaten sieht man ja regelmäßig auf Twitter auch von irgendwelchen Membern vom Staff halt, dass halt sagen hier von wegen, wollt ihr mit mir arbeiten und so weiter, wollt öfter auch mal die Admin-Rolle dann wieder erwähnt wird und so weiter. Also das wird halt, da gibt es glaube ich keinen Mangel oder so, meine ich. Weil ich das sehen kann. Aber ja. Ist halt doch ein nettes Hobby, finde ich nebenbei, ehrlich gesagt. Weil, wie gesagt, ich sehe halt für mich dann auch, ich helfe den Streamern so ein bisschen, ohne halt irgendwie Geld an den Kopf zu schmeißen oder sonst was zu tun. Mit einer Arbeit, die halt undankbar ist. Weil klar, Moderatoren werden halt regelmäßig mit Undankbarkeit Folge postet natürlich, weil klar, die obligatorischen Zensurgnome, die immer wieder rumschreien im Chat und rumweinen, dass ihre Rechte eingeschränkt werden. Das gibt's ja regelmäßig. Die Twitch-Menschenrechtler AG. Ja, wer kennt sie nicht? Du kannst die Leute doch nicht einfach bannen. Meinungsfreiheit! Meinungsfreiheit! Ich darf sagen, was ich will! Oh Mann. Was war denn so das Witzigste, was dir jemals passiert ist? Top 3 oder Top 5? Okay, nein, Du kannst doch Top 5 machen, wenn du möchtest. Nee, tatsächlich, da gibt es halt schon einige sehr absurde Storys zwischendurch. Also ich glaube, das Interessanteste, was mir mal passiert ist, dass jemand versucht hat, mich zu doxen. Also quasi meine personalen Daten halt im Netz zu posten oder per Whisper zu posten und zu sagen, ich hab dich gefunden, ich weiß, wo du wohnst, ich mach dich kaputt. Oder so ein Schwachsinn. Und scheinbar auch wirklich versucht hat, irgendwas herauszufinden über mich. Anscheinend aber auch was gefunden hat, aber über eine falsche E-Mail-Adresse an diesen Account rangekommen ist. Und dann halt einen falschen Account sich geschnappt hat aus irgendwelchen Gründen und versucht hat, irgendwie zu klauen. Ich weiß nicht genau, wie er es gemacht hat, ist mir auch egal. Hat mir halt dann irgendwelche Vornamen, irgendwelche Skype-Addies, irgendwelche Foreneinträge gepostet und halt regelmäßig so ein Drama gestartet von wegen und wollte mich da halt auch ein bisschen mit erpressen von wegen, weil das natürlich alles öffentlich machen würde. Und ich denke mir nur so, ja, das ist schön, dass du einen Rudi gefunden hast. So heiße ich aber nicht. Und ich wohne auch nicht in Dresden. Ich war noch nie im Osten, also. Ja, viel Spaß damit. Das war halt wirklich sehr interessant, weil das ging halt wirklich, ich meine, 2 Stunden lang. Ich habe halt auch so verängstigt mit. Also ich wollte gucken, wie weit er damit geht. Ich fand das relativ interessant. Und ja, der hat halt wirklich, ich weiß nicht genau, welchen Account er sich da geschnappt hat, aber ja, ich habe halt nach 2 Stunden gesagt, ja, Kollege, google mal den Namen und guck mal, ob du irgendwas mit mir findest damit. Viel Spaß, wird nicht funktionieren, was so heiß ich nicht. Weil ja, das ist auch sehr beliebt bei Twitch, dass Leute halt immer die Leute doxen wollen oder halt umbringen wollen oder irgendwelchen Schwachsinn und sowas. Ich weiß nicht. Aber ja. Und halt die obligatorischen Stories von wegen, dass man halt angezeigt werden möchte, da gibt's ja auch, ich glaube, mittlerweile müssten es 14 Anzeigen sein, die man mir an den Kopf schmeißen wollte mittlerweile. Weil Datenschutz, weil Menschenrechte verletzt oder sowas, wegen Diskriminierung und sowas. Also ich habe da schon die ganze Palette gehört. Und da haben auch Leute geschrieben, von wegen, sie wollen dafür sorgen, dass ich ausgeliefert werde aus dem Land, was relativ aktuell ist, weil ich halt gesagt habe, ich wohne nicht in Deutschland, was willst du von mir? Versuch's doch. und denk mir nur so, es fängt halt an mit Auslieferung und solchem Kram. Also das sind so manchmal Storys. Als Außenstehender denkst du dir nur so, das kann doch nicht wirklich echt sein. Das kann nicht wahr sein. Sowas kann doch kein normaler denkender Mensch schreiben. Und wenn ich das dann Mod-Kollegen sage, von wegen, sagen die teilweise, ja, habe ich auch schon gehört, habe ich auch schon 10 Mal gehabt. Ja, das hatte ich auch, das auch, das auch, das auch. Das ist halt sehr interessant, muss ich sagen. Und ja, und im Chat ist auch ein guter Fall gewesen, wo einer meine IP leaken wollte und dann halt die lokale IP gepostet von seinem eigenen Rechner, wo ich halt gegoogelt habe, wo ist die, habe halt gefragt, wohnst du in der Schweiz? Und hat er ja gesagt. Und ich bin nur so, gute Arbeit, Kollegen. Ich sag ja, also das Moderieren ist manchmal schon recht lustig, muss man sagen. Allein wegen solchen Storys, das ist halt der schöne Ausgleich, den man eben hat. Und muss ich schon sagen, das war schon sehr interessant. Deswegen, also die besten versuche ich auf Twitter zu posten, aber das sind natürlich nicht alle, weil halt viele auch sehr langweilig sind, weil klar, die meisten sind halt da nicht sehr interessiert daran, irgendwie sich Mühe zu geben mit ihren Beschimpfungen, leider. Dass ich halt wirklich sagen kann, okay, das habe ich noch nicht gehört in der Form. Oh Mann, ey. Aber ja, das sind, glaube ich, so die interessantesten Storys, wenn Leute dich anzeigen wollen, wenn sie versuchen, dich zu doxen. Und ja, das ist halt immer wieder recht amüsant, muss ich sagen, als Moderator sowas.
wie gesagt, ich weiß nicht, wer von euch im Chat, ob da einer von euch auch recht viel oder überhaupt moddet und dann sowas auch schon erlebt hat tatsächlich. Keine Ahnung. Ich meine, kann ich so nichts sagen, weil ich gebe so von den Leuten im Chat, würde ich jetzt gerade keinen wirklich erkennen. Aber jo. Hat schon mal ein gebannter Zuschauer. Hast du letztens ein Jamba-Bar-Abo auch verkauft? Ah ja, genau, richtig. Das ist ja der. Das war ist auch ein bisschen ziemlich extrem gewesen anscheinend auf Twitter. Das hatten dann wohl einige mitbekommen, den Whisper. Weil ja, da war halt ein Nutzer, der wollte mich dann wieder beschimpfen, von wegen, weil er halt bei Gronkh gebannt wurde, weil ich anscheinend ein Mod bei Gronkh bin, ohne es zu sein. Was ich mich frage übrigens, wir kommen gleich nochmal darauf, aber woher wissen die Leute überhaupt, dass sie dich anschreiben müssen? Das ist auch meine Frage, muss ich wirklich sagen. Gerade bei den Whispern, die halt von Leuten kommen, wo ich nicht Moderator bin. Ich hatte halt auch legitim wirklich bei Mod von Gronkh gefragt, schickt ihr die zu mir rüber? Macht ihr das mit Absicht oder so? Aber nee, anscheinend nicht. Oder auch die Leute, die anscheinend auch gemeint hat, ich würde bei Holly Leute bannen. Oder halt auch damals bei Funk, wo ich eben noch kein Mod da war, weil das halt noch kein Thema war da zu der Zeit. Und ich mir nur so denke, wie seid ihr zu mir gekommen? Ich vermute halt wirklich, dass die Leute davon ausgehen. Ich habe da halt geschrieben im Chat wahrscheinlich. Die haben den Haken gesehen und dachten, es wäre ein Schwert. Oder dachten, es wäre ein Modzeichen. Oder halt sonst was. Ich gehe davon aus, die verwechsel ich den Haken damit. Das ist die einzige Vermutung, die ich habe. Oder halt ist ein Troll, die mich halt einfach nur mit Blödsinn vollmüllen wollen den ganzen Abend. Aber ich meine, ich hatte was zu lachen. Also danke, wenn es trollt. Also kein Problem. War auf jeden Fall, ja. Ja, ich weiß schon, wo mich Whisper aus hat. Ja, das ist auch wirklich gesünder, glaube ich, im Allgemeinen. Wenn man halt keinen Bock auf die Scheiße hat, Whisper aus und gut ist. Ich mache es halt nur, weil ich eben solche so Popcorn zwischendurch habe, wo man halt wirklich drüber lachen kann. Ich meine, ist halt ganz mein Humor, wenn Leute ihre eigene IP aussehen leaken. Das ist halt super. Wie kann man denn so geschädigt sein, ja? Und wie viel Langeweile kann man haben, dass wenn man aus einem Chat ausgeschlossen wird, wo es nicht mal 30 Sekunden dauert, wieder neu reinzukommen mit einem neuen Account. Wie kann man so gestört sein und so viel Lebensenergie und Zeit verschwenden, sich mit so einer Scheiße zu befassen? Da habe ich sogar vielleicht eine Antwort darauf, auf die Frage tatsächlich. Das sind halt wirklich für einige Leute, ihr Twitch-Account ist ihr Stolz, in Anführungszeichen, habe ich legitim schon als Antwort bekommen. Weil das habe ich auch schon gefragt. Ich habe halt wirklich gefragt, jetzt mal im Ernst, mach dir einfach einen neuen Account, wenn du unbedingt weitermachen willst. Moment, das ist zwar nicht erlaubt, Bannivading, das habe ich zwar auch schon gesagt, da habe ich auch schon jemand dafür gebannt tatsächlich danach, aber trotzdem, ich dachte mal wirklich, das wäre doch irgendwie schlauer, wenn du einfach nicht sagst, du bist der gleiche Nutzer, du bist einfach neu dabei, tust du, als wärst du noch nie hier gewesen. Warum machst du nicht das, anstatt mich 2 Stunden mit irgendwelchem Quatsch voll zu spammen, für den du teilweise von Twitch gebannt werden könntest, weil du, was ich was, rassistischen Müll reinschreibst teilweise, was natürlich dann sofort ein Bann wäre. Ja, das ist halt für einige von denen wirklich scheinbar ihr Stolz, ihr Twitch-Account oder Teil ihres Egos. Ihr Ego ist angegriffen, das wollen sie nicht akzeptieren und wollen halt auch die Regeln nicht akzeptieren, wie es halt auf Twitch funktioniert und sagen sie dann wirklich, ja, ich muss mich jetzt bei dir beschweren. Das ist halt wirklich, ich weiß nicht, ob das irgendwas Psychologisches ist, was da nicht stimmt bei den Leuten, aber das ist scheinbar wirklich das eigene Ego, dass sie es halt nicht einsehen wollen und dann halt auch nicht imstande sind, normal zu fragen, was habe ich angestellt? Kannst du mir es kurz sagen und dann halt sich entschuldigen dafür. Das passiert auch ganz oft. Leute kommen ganz normal, melden sich, sagen, Entschuldigung, ich habe Scheiße gebaut und können dann auch mal wieder entbannt werden bei manchen Kanälen. Je nachdem, ob es der Streamer überhaupt will. Das hängt natürlich auch davon ab. Weil klar, jeder Streamer, also abgesehen von Event-Moderation, macht das ja auch ein bisschen anders mit der Moderation. Ob man direkt jetzt hier bei dem Thema bannt oder bei dem Thema nur einen Purge gibt, ein Timeout, das ist ja überall anders. Das ist auch für mich halt, auch bei Funk zum Beispiel, weil es ja auch erst recht neu ist, muss ich auch noch lernen, wie die anderen Mods das eben handhaben. Deswegen halte ich mich da auch noch ein bisschen zurück, außer wenn es halt offensichtlich Quatsch ist. Weil klar, Rassismus mag keiner oder sowas als Beispiel. Und ja, das muss man halt immer wieder lernen, denke ich mal. Wow, Sabishi. Okay, das wiederum hatte ich jetzt noch nicht so gehabt, dass der halt den Whisper schon schreibt oder sogar zugibt, dass er das ist. Das hatte ich noch nicht eben als Fall gehabt. Zum Glück bin ich Streamer und hab gute Mods, ey, ohne Scheiß. Also ja, ich hoffe wirklich an alle Mods da draußen, dass ihr nicht regelmäßig so eine Kotze kriegt. Oh, ja, Mann, ey. Deswegen sage ich auch immer halt, möglichst nicht Streamer auf den Mods öffentlich rumhacken, sondern halt, wenn du halt wirklich beschwert hast, wie die Mods es machen, halt per Discord, per was weiß ich, was man da benutzt, per Twitch-Room, okay, nein, das macht keiner,
Von wegen halt, dass man halt miteinander Kommunikation hält, machen auch viele, also was heißt viele, einige Streamer halt falsch, die reden halt dann öffentlich im Stream über die Regeln mit den Moderatoren und man kann sich halt denken, wenn man halt 100, 200 Leute im Channel hat, dass das wahrscheinlich nicht gut gehen wird, wenn halt die Zuschauer sehen, dass der Streamer nicht hinter dem Mod steht, das geht dann automatisch schief, deswegen muss man das wirklich dazu sagen. Das stimmt nicht. Also ich habe als Mod selber schon Anschiss gekriegt vor 2.500 Leuten. War nicht so cool. Da wurden die Regeln auch ganz kurz mal geklärt in 30 Sekunden und das ist bei mir im Stream auch schon passiert. Okay. Das ist und ja nichts Schlimmes dran. Dann ich meine, wenn das bei dir in der Community funktioniert, ist es ja natürlich auch kein Thema. Ich kann halt aus meiner Erfahrung sagen, dass das halt oft nicht funktioniert, weil halt entweder die Community halt dann sich natürlich auf die Mods stürzt und dann von wegen auch so ein bisschen das hinterfragt, was die halt sagen von wegen, weil halt noch mehr Drama halt unnötigerweise starten. Das ist halt so der Erfahrungswert. Das habe ich halt bei manchen Streamern halt miterlebt und auch live dann gesehen, wie es halt im Chat dann scheiße lief. Ich gebe zu, wenn ich sowas mitbekommen würde, würde ich halt auch instant halt dem Streamer per Whisper oder so sagen, das machst du jetzt anders oder ich muss mich echt entmodden. Sorry, Mate, das geht nicht. Weil öffentlich anscheißen, das geht halt in fast allen Fällen schief, muss man halt sagen. Wenn es bei dir klappt, okay, das ist dann wirklich das erste Mal. Wenn du mal wen anscheißt, ist doch nicht schlimm. Ich meine, wenn jetzt so, guck mal, manchmal hast du ja einen Mod dabei, der ist ein bisschen bannwütig oder so und hat einen schlechten Tag, so, und dann musst du halt auch mal reinhauen da. Da kannst du nicht noch so, hey Süßer, kannst du heute mal nicht so doll machen, da ist einfach so, reiß dich mal zusammen und dann fertig. Das kannst du ja machen. Das ist doch alles nicht so, das ist doch nicht so schlimm. Also bei uns ich meine halt damit, dass du es halt schon per Whisper sagst, jetzt fahr mal runter mit dem Kram, von wegen halt, dass du es halt so sagst, weil öffentlich ist halt schwierig. Das ist doch nicht schwierig, das gehört doch dazu. Ich kann halt nur, wie gesagt, so sagen, weil das ist halt die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass dann halt die Moderatoren es mehr Probleme haben, den Chat für diesen Zeitraum im Griff zu halten. Das ist danach einmal wieder vergessen natürlich, weil klar, das vergessen die Leute nach 10 Sekunden, weil klar, Internet, da vergisst man schnell die ganzen Themen, die mal aktuell waren. Aber generell ist halt eigentlich schon besser, mit den Mods Kommunikation zu halten, damit die halt wissen, was du willst. Wenn die halt wissen hier, das will ich, das will ich, das will ich und dann Scheiße bauen. Okay, vielleicht verstehe ich es noch, aber ich fände es trotzdem schwierig, wenn nein, du halt das dann schon, zusammengeschissen nein. würdest. Das ist schon richtig. Anschiss für Sachen kriegen, die sie falsch machen, weil du es nicht gesagt hast, das meine ich nicht. Ja, außerdem, gut, okay. Wenn du jemanden wirklich öffentlich degradierst, so, das gehört sich auch nicht. Aber mal ein Anpfiff so, wenn jemand wirklich bannwütig ist und für Kleinigkeiten so, das ist nicht schlimm. Ja gut, ich meine halt, es kommt wahrscheinlich auch ein bisschen darauf an, wie wir es halt jetzt gerade meinen. Wahrscheinlich haben wir jetzt gerade vom Anscheißen so ein bisschen andere Verständnis. Du meinst so richtig degradieren. So, genau, richtig, das meine ich. Nein, das kannst das du nicht. Das hatte ich halt schon gesehen und auch miterlebt. Nee. Ich sehe es auch gerade im Chat. Das ist einer der Fälle, den ich sogar meine tatsächlich. Ich weiß, welcher Fall gemeint war. Und das war auch der Moment, wo ich den Streamer entfolgt habe, entsubbt habe, komplett in Kommunikation gecuttet habe, weil das war für mich generell No-Go. Das kann ich gar nicht abhaben, wenn halt wirklich Moderatoren vom Streamer im Stream halt wirklich zu Sau gemacht werden und halt wirklich degradiert werden. Da war ich halt wirklich ziemlich angepisst, da muss ich sagen, als ich es gesehen habe. Da war ich nur als Zufall dabei. Ist halt so mein Verständnis, weil ich natürlich auch selber als Mod halt sagen würde, sowas kann ich nicht gutheißen. Weil klar, wenn du halt mal von wegen hier Scheiße baust und 5 Leute aussehen bannst und dann halt gesagt bekommst, lass mal den Scheiß. Das ist noch verständlich, aber halt so degradierenden Scheiß, nee. Ey, das ist gar nicht passiert, okay? Das ist gar nicht passiert mit den Melonen, Mann. Aber das war auch gar nicht schlimm so. Also ich kann damit umgehen. Also das ist mir passiert übrigens. Ich habe bei einem Streamer ein Meme falsch verstanden und habe dafür 7 Leute gebannt. Und zwar schneller, als du gucken kannst. Und da gab es einen richtigen Anschiss. Der hat sich echt gewaschen, der Anschiss, Junge. Aber gut. Also das war wirklich degradieren so in dem Moment. Aber es ist halt passiert so. Für mich ist das okay. Ich glaube aber, es hängt auch ein bisschen davon ab, was du für ein Typ Mensch bist. Ich denke mal, in deinem Fall, dich stört es nicht, da kannst du es damit leben. Okay, scheiße gebaut, passt, mache ich nicht wieder, gut ist. Ich denke mal, bei vielen Mods wird es auch so ein bisschen sein, sie sind halt für den Streamer da, wollen den supporten und wenn sie halt von dem, den sie halt supporten wollen, den sehen sie auch vielleicht ein bisschen aufsehen, wer weiß, je nachdem, wie es halt gemacht wird, dann halt so einen Anschluss bekommen, das ist dann halt auch ein bisschen unschön. Ich hatte halt auch schon die Erfahrung halt gemacht, dass ich da so ein bisschen mit Leuten drüber reden musste, wie sie mit den Streamern reden sollen, weil halt das auch in manchen Fällen Teil ist, dass die Streamer halt keine gute Kommunikation mit den Mods haben. Was halt das mittlerweile stimmt, ja. Deutlich besser ist. Also bei allen Mod-Teams, wo ich bin, ist Kommunikation irgendwo da. Man kann sich halt irgendwie melden, wenn man ein Thema hat und muss nicht irgendwie erst 3 Jahre warten auf eine Antwort. Aber ja, das war halt früher ein bisschen schwieriger ohne Discord bei einigen, muss man auch sagen. Und ja, dementsprechend bin ich da sehr froh, dass mittlerweile das auch viele Streamer richtig machen. Auch wirklich sagen, hier, Mods, das ist meine Sichtweise auf das.
das möchte ich hier haben, das möchte ich hier haben, so wäre es halt bevorzugt bitte gelöst, damit die Mods auch immer sagen können, wir machen das hier im Auftrag des Streamers, der will das so, beruhig dich oder geh halt weg, wenn du damit in Frage kommst. Das habe ich gar nicht mehr, die können machen, was sie wollen, ist mir egal. Also bei mir sind die Leute wirklich so lange da, die können machen, was sie wollen. Heute war das auch, also es gibt einen, der fragt mich immer, wie sollen wir das denn heute handhaben, weil manchmal gibt es halt Tage und Spiele, da will ich zum Beispiel kein Backseat Gaming haben. Und dann gibt es aber auch Tage, wo mir das echt egal ist, weil diese scheiß Diskussion um dieses Backseat-Gaming, zum Beispiel bei Factorio, bringt diese Diskussion immer nur schlechte Laune mit sich. Und das geht mir so auf den Sack, dass ich irgendwann sage, ey, wisst ihr was, Alter, ist mir egal, macht, was ihr wollt. Und dann können die aber auch wirklich alles machen, was sie wollen. Also beide Mods dürfen in der Regel alles tun, was sie möchten. Wenn sie jemanden rausschmeißen, weil ihm das Gesicht nicht gefällt, na, dann sollen sie es machen. Und wenn derjenige mir schreibt, sage ich, ist mir egal, ich habe das nicht zu entscheiden, das machen die Mods. Und so schiebt man sich Verantwortung hin und her und muss sich nicht um die Scheiße kümmern, wie du dich kümmern musst. Weil der eine sagt, der muss das machen und der andere sagt, der muss das machen. Und irgendwann haben die Leute keine Lust mehr. Fertig. Du sollst Politiker werden. Das ist auch eine Möglichkeit, ich wollte gerade sagen, das ist halt nicht schlecht auf jeden Fall. Das ist halt eine Methode, die habe ich jetzt so noch nicht gesehen bisher als Lösungsmethode für Probleme, aber. Gut, wenn es bei dir funktioniert. Ich meine, du kennst ja deinen Chat überhaupt nicht mal ein bisschen besser als wahrscheinlich ich jetzt, der halt 3, 4 Mal reingeschaut hat in einem Monat vielleicht höchstens. Und naja, deswegen, da muss man halt wirklich sagen, das muss man als Streamer aber auch immer selber wissen, ob das halt auch klar geht, dass es kein Problem ist. Weil wenn deine Mods das halt machen, dann gut ist, wenn du halt da kein Problem mit hast. Ich habe halt immer, die meisten Mods sind schon 4 Jahre da. Also da sind die meisten Mods sind sogar mittlerweile meine Freunde so. Da würde ich den schreibe ich bei weitem nicht mehr vor, was die machen müssen. Nee. Das ist halt immer tagesabhängig so. Ich würde das auch gar nicht so festmachen. So, es gibt eine Verwarnung. Zum Beispiel, wenn ich bei den Biberbrüdern bin und wenn ich da mal sehe, was da manchmal an Verwarnung ausgesprochen werden, da denke ich mir immer, seid ihr nicht ganz knisper, schmeißt ihn einfach raus, der quatscht doch eh in 5 Minuten mehr. Das ist Dabi zum Beispiel. Dabi ist immer so eine nette, ne? Das würdest du bei mir zum Beispiel gar nicht haben. Bei mir timeoutet keiner mehr. Da wird gleich weggedrückt, so Schnauze, wollen wir nicht hören. Hier, da gibt es ein Entbannungsformular, melde dich da mal. Und so, also so kenne ich das und so haben wir das damals angefangen, so ist das immer noch. Also es gibt wirklich keine, also ganz selten gibt es mal ein Timeout. Außer wenn irgendeiner wirklich richtig harte Scheiße schreibt. So, dann vielleicht so, was willst du denn da an Regeln aufstellen? Weißt du, da brauchst du auch nicht. Wenn richtige Scheiße geschrieben wird, gibst du ein Timeout, aber für die leichten Sachen Bann? Ja, na, sowas total degeneriert ist. Also, wenn er jetzt, weiß ich nicht, so einen richtig unterirdischen Flachwitz, der wirklich super dämlich ist. Ach so, und er sich okay. auch so gibt, als wenn er voll die Pfeife ist. Alles oder mal, okay. oder jemand mal Backseat gamed oder so, dann kannst du ja eine Sekunde draufhauen und sagen, weil es kennt ja nicht jeder gleich die Regeln von Anfang an. Und ich finde das sowieso, dass das, das, was du vorhin beschrieben hast, wenn du Leute ankäst oder rund machst, dass dann immer gleich alle draufspringen und die zerfleischen wollen. Richtig. Ich finde das mit den Timeouts genauso bescheuert. Und eigentlich sollte in den Chat eine homogene Masse sein. Aber das ist keine homogene Masse, das ist einfach so ein glibberiges Gefüge, was immer von den Seiten abponkt, an der gerade geschlagen wird. Und immer wenn irgendwie mit Backseat Gaming was los ist, dann kommen 10 Leute, ey, Alter, hier ist kein Backseat Gaming, Mann, halt mal deine Fresse jetzt hier. Und dann kommt Mod, ey, Ruhe jetzt. Und dann sitzt du immer da, seid ihr doof? Ich will doch einfach nur streamen, was ist mit euch? Vor 2 Minuten habt ihr euch noch normal unterhalten. Das finde ich immer super schwierig. Ja, das ist aber, glaube ich... Ich bin immer ein ganz großer Fan von Silent Bun. Also so, wenn er jetzt nicht mehr redet und einfach verschwinden lässt. Ganz leise. Habe ich auch Mods, die sind da Spezialisten drin. Das fällt gar nicht auf, dass die weg sind. Okay. Ja, die mag ich übrigens am liebsten. Es ist halt wirklich auch, ich muss halt wirklich sagen, halt so wie du das siehst, ich kenne halt verhältnismäßig weniger Streamer, die halt so an die Sache rangehen, die halt wirklich sagen, okay, ist mir jetzt, ich will jetzt keine festen Regeln haben, das passt schon. Wir sagen das einfach, wie es ist, von wegen mit Backseat Gaming und so weiter. Ist ja auch kein Thema von wegen. Ich meine, bei mir ist es selber auch so. Ich meine, ich sage ja auch immer vorher von wegen, bei dem Spiel ist mir scheißegal, ob da Backseat Gaming wird, von wegen, ist mir wurscht, go for it. Ich werde es entweder nicht lesen oder halt sagen, ist mir scheißegal. Und oder halt bei Tagen, wo ich dann wirklich sage, ich will die Story halt erleben, bitte nicht die Sachen vorwegnehmen, nicht spoilern, hier nicht Backseat Gaming, ich möchte die Sache erleben. Da habe ich keinen Bock auf den Scheiß. Das verstehe ich ja selber schon. Halt, gar keine Regeln zu haben, ist halt für die meisten Streamer, glaube ich, nicht unbedingt eine Situation, die du haben kannst. Aber nur, weil sie ja schon versuchen wollen, die Sachen zu lesen und nicht halt alles vorweggenommen bekommen
wollen von den Leuten und so weiter. Das geht, denke ich mal, schon so ein bisschen auf den Sack, wenn du halt rein zulässt und dann auch durchgehend, dann einfach durchgehend von wegen nur noch alles voll mit irgendwelchen Tipps steht und so weiter. Das ist ja auf Dauer auch irgendwie ein bisschen langweilig. Denke ich, also so stelle ich mir das Zocken jedenfalls langweilig vor, wenn dir halt wirklich jeder Scheiß vorweggenommen wird, von wegen, oder gesagt wird, Factorio jetzt als Beispiel, wobei es dir da wahrscheinlich einfach, denke ich mal, egal sein wird, was die Leute dir sagen, weil du es einfach machst, denke ich mal. Oder so. dass du dann einfach dein Ding machst. Ich kann mir halt vorstellen, viele Streamer haben keinen Bock auf den Scheiß und wollen halt auch nicht, dass die anderen Leute im Chat dann halt auch genervt sind von dem Ganzen vorweggenommen und so weiter, weil sie ja auch die Reaktion des Streamers auf irgendwas sehen wollen, zum Beispiel bei einem Spiel. Und das ist auch so, denke ich mal, der Grund, warum es die meisten eben machen mit Backseat Gaming, damit das eben kein Problem ist. Und ja, also ich muss da halt wirklich sagen, ist auch eine Methode, habe ich jetzt in der Form, sehe ich eher seltener bei Streamern, dass sie das so machen. Und meistens vermute ich dann immer, wenn das so gehandhabt wird, dass die halt keine Kommunikation zu den Mods haben und nicht einfach die Mods machen lassen. Das wäre so meine Vermutung meistens, wenn ich sowas hören würde als Außenstehender. Bitte? Ich so rede mit meinen Mods nicht, einmal mehr auf dem Community-Treffen. Aber ich rede wirklich nicht viel mit meinen Mods. Muss man das wirklich, Mods, jetzt mal eine Frage, hier sind ja ein paar, muss man, also ich habe mit ein, zwei Privatkontakt so, ne, also ein bisschen öfter. Aber was willst du denn da reden? Also was willst du denn da quatschen? Denn hast du ja jeden Tag, musst du dich 20, 30 Minuten unterhalten. Sind das meine Angestellten? Nö. Die haben einfach nur die Fähigkeit, dass die Leute verschwinden lassen dürfen. Weil ich denke, dass die, da du hast genug Vertrauen, also ich habe Vertrauen in die Menschen, dass sie so handeln, wie ich das gerne hätte. Und so machen die das ja auch. Also ich suche mir ja nicht irgendwelche Plinzen aus und bringe denen jetzt Modden bei. Weißt du, was ich meine? Ich verstehe es auf jeden Fall. Also ich kann schon nachvollziehen, was du meinst damit. Es ist halt mehr von wegen so wirklich auf Vertrauensbasis im Sinne von, du hoffst einfach, die machen das, die werden schon so machen, wie du es dir wahrscheinlich wünschen würdest. Und ja, ich gehe halt mal davon aus, das ist dann wirklich erst die Ausnahme. Die meisten halt ja nur, die auf Vertrauensbasis agieren, haben dann halt meistens immer ein bisschen unklare Regeln von wegen, die ich halt kenne, in den meisten Fällen. Das beziehe ich nicht auf dich, weil du hast, sagst immer relativ klar, was da halt Sache ist, oder die Mods sagen bei dir, was Sache ist. Und ja, aber bei den meisten Channels, die ich kenne, da ist der Chat halt dann auch ein bisschen schwierig, anstrengend zu lesen als Außenstehender. Haben halt die Leute, die da sind, halt wirklich auch keine so gute Erfahrung im Chat. Einfach nur, weil halt alle irgendeinen Quatsch machen von wegen und keiner so wirklich weiß, was okay ist und was nicht. Nur halt, ja, also ich meine, das Modden beibringen, machen, ich weiß nicht, wie das bei deinen Mods ist, ob die das jemals bei ihren untereinander mal gemacht haben, zum Beispiel zu sagen, hier, das ist ganz gut zum Modden, das ist ganz gut dafür vielleicht, ob die untereinander sich da Tipps geben, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Du bist richtig abgefahren gerade. Du leuchtest gerade eine Welt aus, wo ich mir immer denke, wofür denn? Chatty auf, fertig und ab dafür. Aber es ist krass, natürlich, weil du kommst ja auch aus einem Universum, wo du von 100.000 Leuten redest, ne? Mhm, ich rede von 2.500. Das ist jetzt so easy peasy, easy going. Ich meine, das war jetzt auch mehr bezogen auch wirklich auf kleinere Kanäle. Das kenne ich halt da auch, dass halt wirklich die neuen, die dazukommen vielleicht, kurz mal eine kleine Einführung bekommen, von wegen gesagt bekommen, das ist scheiße, das ist okay, das ist scheiße, das ist okay. Das kannst du vielleicht benutzen, ist ganz praktisch und so weiter. Klar, das kannst du auch im großen Stil benutzen bei 100.000 Leuten. Ich meine ja, das Moderieren zwischen Eventmoderation und den normalen Kanälen, jetzt deinem oder jetzt in meiner kleinen Größe von wegen hier, das ist halt kein großer Unterschied. Du lernst halt mit der Zeit, den Chat zu lesen, wenn du halt Bock drauf hast, natürlich, logischerweise, und machst dann halt einfach weiter. Das ist halt, klar, das Modden wird halt schon immer so ein bisschen mach mal behandelt von vielen Streamern, aber klar, die Mods untereinander versuchen halt schon irgendwie das Beste zu machen, damit es funktioniert und halt auch der Chat funktioniert, damit der Streamer sich nicht immer aufregen muss über Vollpfosten im Chat, weil klar, es ist ja, ich glaube, jeder von euch kennt, dass da Vollpfosten mal tauchen, von wegen, behaupte ich mal, dass ihr das ab und zu schon habt. Ich weiß es natürlich nicht, wie oft das bei euch passiert, aber ja, ich meine, bei mir ist es halt wirklich nur bei Oso sehr extrem, weil halt da die Community bei Twitch ein bisschen speziell ist. Zwischendurch. Da fliegen mehr Leute als bei allen anderen Spielen zusammengenommen. Komm, aber nein. Du viel mit deinen Mods, Slabby? Und an alle Streamer da draußen. Kommuniziert ihr viel mit euren Mods? Das wollte ich nämlich auch gerade eben fragen. Das würde mich nämlich interessieren. Das würde mich auch mal interessieren. Weil ich habe gerade das Gefühl, dass ich meine Mods schlecht behandle. Ja, das würde ich nicht mal sagen. Aber gleich. Erstmal war ich schon neugierig. Also generell würde ich sagen, das muss nicht mal sein. Du hast halt klar gesagt, dein Mods, was Sache ist. Und die wissen, dass das Sache ist. Du musst nicht unbedingt das kommunizieren. Wenn die halt wissen und das funktioniert bei dir, dann funktioniert das. Das ist dann kein Thema. Wenn du kein Drama deswegen hast mit dem Chat von wegen, dann doch super.
Wir müssen wieder Mod-Woche von Moderatoren. Machen. Das ist doch das Ziel quasi von Moderation, dass der Chat für dich halt großteils lesbar ist, wenn du ihn halt liest natürlich. Und ja, ne? Oh, dieser Vorwurf, wenn du ihn halt liest. Ja. Ja, wir müssen wieder, es wird Zeit für Mod-Woche, dann sind die Wogen wieder geglättet. Clappy? Man kann ihn nicht hören. Du bist gemutet. Pedal? Du bist tatsächlich. Ich war tatsächlich gemutet. Habe ich gar nicht mitbekommen. Ups. Bei mir fällt die Antwort, glaube ich, relativ easy aus, weil bei mir gibt es als Mod, glaube ich, nicht so viel zu tun. Also egal, wie viele Leute zugucken, wenn ich mal auf der Startseite bin und gerade halt viele Leute da sind und viel reinschreiben. So viel passiert nichts und ich mache meistens alles selbst beim Bann und so. Deswegen, ja, wenn ich viel streame, dann kommuniziere ich viel mit meinen Mods natürlich, aber das sind mehr freundschaftliche Gespräche, so weniger Ansagen, wie jetzt die modden sollen und wo es tatsächlich ums Modden geht. Okay. Ab und zu, ich bin genauso wie du, Dizzy. Es gibt Spiele, die halt so ähnlich aufgebaut sind wie Modded Minecraft oder eben Factorio. Da habe ich nichts gegen Backseat Gaming. Da nehme ich die Tipps sogar gerne auf, weil das ist so ein Spiel, das ist so allumfassend. Da nehme ich gerne die Hinweise von Community auf. Klar, Backseat Game ist eine Sache. Ne? So Spiel so ist der richtige Weg. Das mag ich überhaupt nicht und das sage ich den Leuten da dann auch. Aber wenn sie mir halt Tipps fürs Spiel geben, dann finde ich das nicht mal so schlimm. Es gibt dann natürlich auch Spiele, Story-Games vor allen Dingen, da passt das überhaupt nicht rein. Da sollen die Leute einfach ihre Klappe halten und überhaupt nichts am besten über das Spiel schreiben. Und das kommuniziere ich dann halt jeweils, wie ich das so haben möchte. Aber das kann ich denen ja auch eigentlich im Stream dann sagen. Ja, das ist ja auch völlig okay, wenn halt wirklich auch der Chat entspannt ist und du halt auch sagst, kann ich auch selber notfalls nochmal draufhauen, wenn ein Problem da ist. Ja. Ist ja auch nochmal ein anderes Thema. Es hängt natürlich davon ab, wie viel in deinem Chat los ist, klar. Weil das kenne ich jetzt selber auch, dass bei mir auch gern mal viele Leute einfach nur als Podcasts am Laufen haben, nebenbei irgendeinen anderen Kram machen. Das ist auch manchmal entspannt. Das ist verständlich, dass man da nicht immer es braucht. Ich finde es aber auch gerade sehr interessant im Chat von wegen, dass es ein bisschen 50-50 ist, gerade zwischen Mods haben freie Hand, Leitfaden, wie sie es halt ungefähr machen sollen. Und ich rede schon viel mit meinen Mods bezüglich allem quasi, weil das ist auch, was mir aufgefallen ist. Dass halt manche Streamer halt wirklich auch sehr aktiven Kontakt mit den Mods haben, dann auch über jeden Kram reden, vielleicht über neue Projekte und halt die Gedanken dann mit den Mods quasi absprechen, weil halt die Mods meistens auch die sind, die länger dabei sind, wie bei dir jetzt, Dizzy zum Beispiel. Und dann halt gesagt wird von wegen Feedback, wie gefällt euch das, findet ihr das scheiße, gut, wie gefällt euch das? So einfach nur als mehr oder weniger Sprachrohr, so als innerer kleiner Kreis. So machen es auch manche Streamer, habe ich festgestellt, die letzten Jahre. Ich meine, das kann man halt so oder so machen. Ich sag halt auch wirklich, Moderatoren sind ja auch meistens halt wirklich dafür da, nicht nur zu timeouten und zu bannen, sondern auch wirklich den Leuten ein bisschen was zu erklären, wenn es um Spiel geht, um Streamer geht, falls der Streamer gerade beschäftigt ist mit dem Spielen, das nicht lesen kann. Das ist ja dann immer noch so eine extra Aufgabe mehr oder weniger, dass sie da so ein bisschen aushelfen wollen natürlich. Aber ja, ich meine, jo, ich sag halt wirklich, am Ende muss man das wirklich für sich selber entscheiden. Funktioniert das mit meinem Chat so, wie es gerade läuft? Will ich so belassen oder sollte ich vielleicht mit dem Mods irgendwie nochmal drüber quatschen und so überarbeiten? Weil ich behaupte mal, klare Regeln wären wahrscheinlich nicht verkehrt, aber naja, wie gesagt, das ist halt, ja. Es gibt nur eine Regel, wenn du scheiße bist, wirst du gebannt, Punkt. Ja, aber das stimmt tatsächlich so. Veränderungen im Kanal werden meistens erst mit den Mods abgesprochen. Ja. So, klar. Echt? Ist das bei euch auch so? Okay, wie gesagt, ich weiß nicht, wie vielen das so ist, deswegen. Oder wenn ich mir halt was überlege, dann erzähle ich es ihnen zumindest. Nee. Oder doch, ich schon. Also wenn ich mir Gedanken mache, wie man etwas anders machen könnte oder so, dann rede ich meistens erst. Ops, da. Wie früh Enter gedrückt. Scheiße. Ich wollte mich gerade noch sagen, weil ich gefragt wurde von wegen, ob ich bin ja eigentlich hauptsächlich auch Streamer. Ich mod nochmal für Protex von wegen, ich modde halt auch viel nebenbei, halt auch bei Games dann Quick, bei Events und halt auch manchmal bei Streamern halt zwischendurch, wie gesagt, bei einigen. Das ist halt recht 50-50, muss man sagen, mit dem Streamen und dem Moderieren mittlerweile. Also es ist relativ gleich, denke ich mal, von der Zeit, die ich investiere für den ganzen Kram, mehr oder weniger. Einfach, weil ich halt auch viel Zeit auf der Plattform verbringe, muss ich halt auch wirklich sagen. Ich verbringe halt sehr viel Zeit hier in dieser
Twitch-Blase, mehr oder weniger. Einfach weil es mir auch Spaß macht, abgesehen mal davon. Und das wollte ich dazu halt nochmal sagen, dass du halt Bescheid weißt, weil, ja, das beim Chat ist gerade leicht gefällt, weil mein Browser eingefroren ist. Nice. Chatty läuft übrigens. Rechner. Deswegen. Was läuft? Chatty. Ja, ja, Chatty. Oh, wow. bei Chatty gucke ich gerade Games Done Quick und bei gucke ich halt gerade den Chat hier beim Webchat. Deswegen. Er moddet noch nebenbei. Games Done Quick ist entspannt. Wo das gerade gefragt wird von Nerds. Ich habe keine Regeln. Also ich habe, es gibt Regeln so für den Channel, aber für meine Mods gar nicht, weil meine Mods kenne ich alle so, also ich würde, egal welcher Mod mich anrufen würde, zu welcher Zeit auch immer, am Tag, Nacht, es spielt keine Rolle. Ich würde für sie irgendwas tun. Wir kennen uns so gut, dass, also ich sehe sie auf dem Community-Treffen, ich schlafe mit ihnen in einem Haus, ich esse am selben Tisch, also wir sind quasi so. Und das, da brauchst du nicht irgendwelche Regeln aufstellen. Das ist klimbim so. Also bin ich der Meinung. Und ich habe auch alle, also natürlich die ganz alten Säcke sind nicht mehr ganz so viel da, weil die brauchen davon auch irgendwann mal eine Pause, logischerweise. Aber meinen ganzen Modstamm, der jetzt noch da ist, die, ich sag mal, 10, 15 bis 20 aktiven Mods, die sind seit über 40 Monaten alle dort. Und denen brauche ich nicht sagen, was sie machen müssen. Also brauche ich wirklich nicht. Das wissen die von ganz alleine. Die sind alle alt genug, haben Kinder, sind erwachsen, sind Meister am Firmen. Die wissen ganz genau, was die da machen. Da brauche ich nicht sagen, also das gibt jetzt ein Permaband und das nicht. Das haben wir alles ausprobiert irgendwann mal. Und das wird alles irgendwann nervig. Ich finde das diese ganzen Diskussionen... Das war meine nächste Frage an dich gewesen. Die Diskussion finde ich nervig. So diese Gespräche, ja, hätte ich das jetzt bannen sollen, hätte ich das nicht bannen sollen... Nee, brauchst du gar nicht überlegen. Schmeiß raus, wenn du keinen Bock drauf hast, dann kick ihn einfach. Und wenn er was will, da ist ein Entbannungsformular, da kann er sich gerne melden. Und dann entscheidet ihr, ob er wieder zurückkommt oder nicht. Also bleibt er gebannt quasi. Das ist so gut, das Ding. Das ist die beste Idee ever gewesen. So, das ist von dieser Schuldzuweisung, ja? Der kümmert sich darum. Der andere sagt, der kümmert sich darum. Also jetzt kannst du ein Bannformular schreiben und wenn da sowieso schon Rotze drin stehst, kommst du nicht wieder. Also nee, ich bin auch überhaupt gar kein Freund von diesen Regeln, weil ich denke einfach, dass solche Sachen so nach den vielen Jahren Stream situationsabhängig sind. Und also ein Chat ist immer so eine, wie gesagt, so eine homogene Masse. So den einen Tag kann dem Streamer das voll auf den Sack gehen und den anderen Tag ist es einfach okay für den Streamer. Und wie gesagt, wenn ich so einen Tag wie heute habe und die Leute bei Factorio Backseat Game, heute hat mich das absolut nicht gestört, gar nicht. Weil ich mir gesagt habe, hey, cool, die Leute sind gut drauf, die Stimmung ist gut im Chat. Bannen, Timeouts, bringt immer Diskussion, weil es gibt an irgendeiner Ecke immer einen Twitch-Chat-Menschenrechtler. Und die Leute, die gehen dir so auf den Piss, weil der ganze Chat voll im Arsch ist. Und yep. Den kannst du gleich mit hinten dran bannen. Wenn einer rausfliegt und der nächste fragt, wieso hast du den jetzt gebannt, das ist doch Quatsch, den kannst du gleich mit dazu bannen. Und wenn der nächste fragt, auch gleich rausschmeißen. Weil der Chat wird so unruhig dadurch, weil die Leute sich alle auf so eine Grütze raufschmeißen. Und deswegen bin ich absolut kein Fan von festen Regeln. Weil A, Leute lesen sowieso keine Regeln. Und B, wenn sie nicht lesen wollen, dann müssen wir halt nachhelfen. So, und das ich wollte gerade sagen, also ich meine, ist doch super, wenn du die Regeln hast, kannst du halt sagen, hast dich gelesen, tschüss und so weiter. Nö. Aber ich kann halt schon sagen bei dir, das ist halt wirklich auch ein eher, sagen wir mal, ungewöhnlicherer Fall. Aber es gibt halt wirklich, glaube ich, wenige Communities, die halt wirklich nach und nach halt so lange halt die Mods dabei haben. Viele der Mods steigen halt irgendwann auch aus, haben keine Zeit mehr, machen was anderes, haben Lust auf was anderes. Und wenn sie bei dir wirklich jetzt schon so lange dabei sind, wie du es jetzt erwähnt hast, was ich auch sehr selten kenne, weil ich ja auch schon recht lange dabei bin und die meisten Mod-Kollegen, die ich kenne, ich weiß nicht, wo die hin sind. dementsprechend, ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass natürlich das nochmal was anderes ist, weil es wurde auch im Chat eben geschrieben, ich habe den Namen leider nicht gesehen, dass die Moderatoren kennen dich halt so gut von der Situation, können das gut einschätzen von deinen Reaktionen her, ob du gerade Bock auf den Scheiß hast oder keinen Bock auf den Scheiß hast, weil du es wahrscheinlich dann einmal kommunizieren wirst, sobald zum Beispiel Backseat Gaming dir auf den Sack geht, du liest es zum ersten Mal und sagst dann halt, geh mir nicht auf die Nerven oder so als Beispiel oder sowas, denke ich mal, wo ich mir vorstellen würde. Dann wissen die Mods, okay, wir müssen jetzt aggressiver dagegen vorgehen und tschüss, weg damit. Und das ist halt eher ungewöhnlich, weil die meisten, ich glaube, die meisten Mods sind halt einfach nicht so lange da, dass wir so intuitiv einschätzen können. Deswegen haben sie halt so ein
Burgen und wissen halt, sie können notfalls darauf zurückgreifen und sagen, deswegen haben wir es gemacht und so weiter. Aber klar, Moderatoren müssen natürlich situationsabhängig schon draufgehen, das ist ja auch klar. Ich meine, bei manchen Sachen, wie zum Beispiel irgendwelchen Rassismus-Scheiß, dass das raus muss, ist ja wohl logisch, meine ich. Ich weiß auch gar nicht, warum man das überhaupt in Regeln schreiben muss eigentlich. Das sollte logisch sein. Ja, eben. Halt teilweise schon, wo ich mir denken muss, wieso diskutierst du darüber? Weil ich meine, sowas hatte ich auch schon in meinen Whispern, wo halt wirklich Leute mit irgendwelchen wirklich richtig extremen Scheiß wirklich fragen, das ist doch nicht bösartig, wieso wurde ich dafür gebannt? Wo ich mir so denke, ja, bleibst du auf jeden Fall so gebannt. Ist auf jeden Fall gut für Twitter, also viel Spaß. Aber, ich meine, da ist doch... Da ist so, da finde ich persönlich, ist die Kommunikation am wichtigsten. So. Ich meine, die Mods sind dein langer Arm so. Und das Ding ist halt, ich bin immer der Meinung, dass du selber für deinen Chat verantwortlich bist. Mhm. Das heißt also, wenn dir was auf den Sack geht, musst du das aussprechen. Ich glaube ja, bei vielen Leuten ist es noch Unerfahrung die fehlende Erfahrung. Aber ich zum Beispiel, warum soll ich mir von irgendeinem Clown auf die Nase rumtanzen lassen? Wenn er mir auf den Sack geht, dann sage ich ihm das einfach. Es ist zwar auch immer nicht sehr ratsam, das zu tun, aber A, es ist Entertainment und B, weiß doch jeder gleich so, okay, das ist die Regel und so läuft der Hase heute. So. Und dann brauchst du ja nichts machen. So. Und das finde ich jetzt immer ganz, ganz wichtig, dass das kommuniziert wird. Weil also ich muss mir doch nicht von irgendeinem Hinz und Kunz im Internet erzählen lassen, was ich zu machen und zu tun habe. So. Ist das jetzt nicht gerade so ein bisschen genau das Gegenteil von dem, was du vor irgendwie 10 Minuten gesagt hast bezüglich Kommunikation? Nein, absolut also, nicht. Ich rede nicht mit meinen Mods. Ich rede mit dem Chat. Also so, wenn der Chat mir auf den Sack geht, dann sage ich das A dem Chat. Also wissen die Mods, was ich machen müssen. Mit Mods gehört habe und dachte mir gerade so, Moment, was? Nee. Deswegen, aber so meinst du, okay. Wie gesagt, mit meinen Mods habe ich so nicht viel, also wir reden über private Sachen. Ich habe mit Mods auch mittlerweile schon Sachen gemacht, so die in meinem Stream passieren und so, aber... Mhm. Aber das nicht. Ja, okay, das ist ja kein Problem. Aber da stimme ich auch wirklich zu. Da bei anderen Channels sehe ich das auch öfter, wo Leute halt wirklich, sie sind genervt von den Nutzer, aber nicht genervt genug, um ihn zu bannen. Und ich denke halt bei mir selber, wenn ich das wirklich erlebe, Ben, wenn du mir auf den Sack gehst, fliegst du raus. Tut mir leid. Wenn du gerade neu bist, dann fliegst du raus. Wenn du länger dabei bist, okay, dann sage ich dir, lass den Scheiß, sonst fliegst du. Aber das habe ich halt auch schon mehrmals machen müssen. Da bin ich ganz bei dir. Das ist für mich mehr als Streamer, nicht als Moderator. Als Moderator mache ich das nicht, weil ich viele Streamer kenne, die das eben nicht so brachial haben wollen. Die nicht sofort einen Bann haben wollen dafür natürlich. Und das verstehe ich auch auf jeden Fall. Das verstehe ich, dass es manche nicht wollen. Aber ich selber denke mir halt, da bin ich doch nur genervt von meinem eigenen Chat. Ist doch doof, muss ja nicht sein. Dementsprechend kann man die Leute, die halt auf den Sack gehen, gleich bannen. Dann ist das Problem gelöst. Und das klappt bisher schon gut. Und wer also entbannt werden möchte, der gibt sich Mühe und schreibt einen Text dazu. Ganz einfach. Das ist halt der Unterschied auch bei mir so ein bisschen zwischen Streamer-Sicht und Moderator-Sicht. Weil ich halt weiß als Streamer, ich habe keinen Bock auf die Scheiße. Da bin ich bei dir. Und als Moderator weiß ich aber wiederum, viele der Streamer, bei denen ich halt was mache, die wollen das halt nicht so exzessiv haben. Ich weiß zwar auch nicht wieso, aber ich sag mir halt, okay, wenn du es so haben willst, von mir aus, dann bin ich halt ein bisschen gnädiger damit und timeoute die ersten, bannen sie vielleicht erst danach oder so. Aber, das ist halt auch so ein bisschen wirklich abhängig von der Community, denke ich mal. Es wird auch im Chat eben geschrieben. Hängt auch davon ab, was du für eine Community, die dir aufgezogen hast. Eine toxische zum Beispiel, so eine Meme-Community als Beispiel, was ich zum Beispiel abgrundtief nervig finden würde. Oder halt eher so eine recht entspannte Community, die halt einfach Bock auf den Kram hat, den du machst. Und nicht die ganze Zeit irgendwelche toxischen Memes raushauen will. Muss ja nicht sein. Aber gut, da bin ich auch ein bisschen gebrandmarkt wegen Event natürlich. Weil klar, da kenne ich die ganzen toxischen Memes quasi... Ein halbes Jahr vorher schon, leider. Dementsprechend, naja. Ein halbes Jahr vorher schon. Bevor sie überhaupt bei euch Normalos ankommt, wir kennen sie schon ein halbes Jahr vorher. Das ist halt echt sehr interessant von wegen, auch bei kleineren Streamern, wenn die halt wirklich von so Leuten geradet werden zum Beispiel, wusste ich halt sofort, das ist garantiert ein Spam-Raid. Geguckt, wer es war, das war ein Streamer, der gebannt war auf Twitch, ist auch nicht so wichtig, wer es war. Und habe halt sofort der Streamerin schreiben können von wegen, mach das und dann war das Problem auch gelöst mit dem Raid, weil halt klar, so irgendwie kleinere Streamerin, 20, 30 Zuschauer, die ist halt nicht gewöhnt, plötzlich 300 Leute reinkommen und irgendeinen Scheiß reinschreiben. Das war dann halt auch schnell gelöst. Aber das ist auch so, denke ich mal, der Vorteil, wenn man ein bisschen Mod-Erfahrung hat, da kennt man das. Dieses Ocean-Man-Meme, das wird auch nie sterben, ey. Wobei ich das nicht schlimm finde, das ist einfach nur merkwürdig. Und ja, das liest man oft in GDQ-Chats tatsächlich, bevor die Bots richtig eingestellt waren. Mittlerweile wird das durch die Bots dann direkt rausgepurcht. Ja, weil es halt Emojis sind und Emojis werden gerne bei Event-Chats rausgeschmissen. Ja. Einfach nur, weil Emojis, wer braucht den Scheiß?
Emotes sind gut, aber Emojis nicht. Aber naja. Wir haben genug Emotes und keine Emojis. Genau, richtig. Nee, aber ist halt. Ich finde es aber sehr interessant auf jeden Fall, weil die Version von Dear Dizzy habe ich jetzt tatsächlich so seltener gehört bisher. Aber liegt auch wahrscheinlich daran, dass ich halt bei allen Streamern, wo ich war, die legen halt ein bisschen mehr Wert darauf, ein bisschen grundlegend Kommunikation zu haben, damit die Mods halt Bescheid wissen. Hier von wegen, ihr habt das nicht erkannt, könnt ihr bitte beim nächsten Stream mal darauf achten, dass der Scheiß rausfliegt, danke. Und sowas als Beispiel, das, sowas bin ich eher gewöhnt. Aber ja. Ich habe 2 Jahre lang mit meinen Mods nur im Teamspeak gesessen, jeden Abend nach dem Stream. Also so, dass man sich halt wirklich kennengelernt hat. Ja, also ganz, ganz ehrlich, ich hinterfrage gerade dieses System, ne? Und denk mir so, solltest du wirklich mit denen mehr reden oder solltest du nicht mit denen mehr reden? Ich sag ganz ehrlich, musst du nicht. Wenn das wirklich so funktioniert, dann musst du das nicht. Wenn es funktioniert, dann sag ich wirklich, ist ein System, habt ihr entwickelt über viele Jahre hinweg, was funktioniert offensichtlich, also ich vermute, ja, klar, natürlich. Deswegen, da sage ich dann wirklich, nö, brauchst nicht drüber zu reden. Ist halt, du bist länger dabei, du kennst den Kram und es funktioniert anscheinend. Die meisten Streamer sind halt vielleicht noch nicht so viele, so lange bei Twitch dabei und kennen das eben noch nicht. Deswegen, die sind vielleicht ein Jahr dabei und jo. Was ich euch als Tipp geben kann, nehmt Mods nicht mal gleich an. Und schon gar nicht Leute, die sich bewerben. Nehmt lieber... Nein, ohne Scheiß. Nehmt lieber Leute, die immer in eurer Community sind. Entweder nehmt ihr die härtesten Trolle, also ich habe wirklich, die härtesten Trolle sind meine Mods, weil die wissen, die geben nämlich immer den Ton an, wie weit Leute gehen dürfen. Sie machen das quasi vor. Oder ihr nehmt halt wirklich so die sich immer um euch kümmern. Richtig. Und dann habt ihr schon, braucht ihr denen auch gar nichts erklären, weil die wissen das. Die wissen, also entweder die härtesten Trolle, die wissen ganz genau, was euch auf den Piss geht, oder ihr nehmt die am einfühlsamsten sind, weil die Verständnis haben und wissen ganz genau, was ihr nicht mögt. Und dann habt ihr schon mit den 2 Typen Menschen, habt ihr die besten Mods, die ihr haben könnt. So. Da braucht nichts erklären. Die wissen das, die sehen das ganz genau, die gucken euch jeden Tag. Also am Ende des Tages ist es wirklich so, dass deine Mods oder deine Stammzuschauer eigentlich deine Freunde sind. Nur, dass du als Streamer das Ganze nicht erwidern kannst, weil du nicht so hingucken kannst, sondern ihr könnt so hingucken. Und diese Beziehung, da gibt es ganz, ganz viele Leute, die sich so ein bisschen versuchen, in dich reinzufühlen und sich auch Gedanken darüber machen. Wenn die deine Mods sind, dann kannst du sowieso schon feuerfrei abfahren. Das ist der beste Chat ever. Genau, weil Bewerbungen, das wird halt einfach in den meisten Fällen nicht wirklich, also es kann funktionieren. Ich meine sowas wie ESL zum Beispiel, das läuft auch, Eventmoderation läuft halt viel über Bewerbungen natürlich, weil du halt dann wirklich sagst, ich habe hier die Erfahrung, ich habe das schon mal gemacht, weil das ist weniger persönlich. Events sind ja weniger persönlich natürlich wie Streamer-Sachen. Da musst du halt schon mit Bewerbungen natürlich arbeiten. Das funktioniert auch, denke ich mal, recht gut. Man kann nachgucken, wo jemand Moderator ist. Zum Beispiel, wenn mir jemand schreibt, er ist bei 27 Kanälen Mods, ich gucke nach, da steht 0, dann weiß ich schon Bescheid, was Sache ist. Und, aber ja, weil Ron hat es auch gerade geschrieben, die Besten sind Mod bei x Streamern. Das ist mir scheißegal, ob du bei was weiß ich, wie vielen Streamern Mod bist. Wenn du trotzdem unfähig bist, dann bist du unfähig. Ist mir egal. Deswegen, das bringt halt nichts. Dann ist dein Chat vielleicht sogar noch schlimmer danach, weil der Mod irgendwie ein falsches Bild vermittelt und dadurch halt die gesamte Atmosphäre ein bisschen ruiniert, mehr oder weniger. Und das, was du im Chat haben willst, dann nur kaputt machst, weil das ist richtig. Die Leute, die Mod sein sollten, sollten halt wirklich die sein, die halt auch regelmäßig da sind, die auch Bock drauf haben und die halt wirklich dich entweder durchs Trollen halt den Ton aufzeigen können oder halt wirklich einfach nette Leute sind, die einfach Fragen beantworten zum Beispiel regelmäßig, die einfach das machen wollen, weil ja, so seh ich mich persönlich als jemand, der halt im Chat ist, wenn ich halt was sehe, hier, Frage kann ich kurz mal beantworten, ich kenne zufälligerweise die Antwort, hier bitte, weil, jo, ist halt was Positives. Dich übrigens damit zu brüsten, dass man bei vielen Mod ist voll kacke. Das ist richtig, das gibt's aber auch öfter tatsächlich, das gibt's auch sehr oft. Also dann so, ist man nämlich wie eine Wanderhure, sagt nämlich nichts Gutes über deinen Charakter aus. Genau, richtig. Deswegen, das ist nicht wichtig, also klar, wenn dich jemand fragt, wo hast du schon mal gemoddet, so als Erfahrung, das ist was anderes. Aber wenn du ungefragt so einen Scheiß raushaust, das willst du deinen E-Penis hier auf den Tisch schlagen und sowas, das interessiert keinen. Also sorry, Kollege, das ist mir egal, ob du da gemoddet hast. Kann man das nachgucken, wie viel man gemoddet wurde? Klar, kann ich dir kurz den Link schicken oder irgendwer schreibt gleich in den Chat oder so. Ich weiß nicht, ob ich time-modded werde im Chat, wenn ich einen Link poste. Nein. Quatsch. So. Du kriegst gleich einen Bann. So, warte mal. Hier kurz mal in Discord. Das ist ganz praktisch dafür. Da kannst du halt immer die Namen eingeben und siehst halt, wo die Leute sind. Also kurz da reingepostet. Ist ganz praktisch. Ist nicht ganz schnell. Manchmal braucht es eine Weile, bis es aktualisiert, aber es ist halt ganz nützlich, wenn halt so das Thema ist,
Könnte der ein guter Mod sein? Hat der schon mal wo gemoddet? Kannst ja mal nachgucken aus Prinzip. Das ist halt ganz buggig dafür, aber da gehe ich auch ein bisschen aus Moderatorsicht dran, weil ich das eben auch kenne und auch schon für manche Streamer halt das Mod-Team mit in Anführungszeichen organisiere als so eine Art Head-Mod. Mehr oder weniger. Aber ja, das ist halt, daher kenne ich das eben recht gut, um halt zu gucken, ob die Leute vielleicht schon mal was gemacht haben oder eben nicht und komplett frisch als Mod dann einsteigen würden. Jo. Aber in einer bestimmten Größe wird es halt schwierig, wenn die Leute halt irgendwie regelmäßig irgendwas, ich weiß, 5000 Leute ziehen oder sowas, dann hast du halt wirklich Schwierigkeiten, neue zu finden, glaube ich, die einfach intuitiv, wie bei dir zum Beispiel, sofort wüssten, was sie machen sollen. Wird, glaube ich, schwierig. Aber ja. Ich weiß gerade echt nicht, ob ich den Link posten kann. Ich probiere es jetzt einfach mal. Und wenn ich einen Bann kriege, dann kriege ich einen Bann. Yes! So. Ah, da ist das Tool. Genau, nicht hier. Das geht also nicht. Yes! So. Kann mal jemand von den super guten Mods Drakon wieder Endtime auf? Das war nur ein Purge. Das ist nur ein Purge. Ist Purge nur? Ja, ich konnte sofort wieder schreiben. Bann. Nee, du bist gesperrt. Du kriegst einen Bann. Das ist nämlich mein Bot, der Bann für Links Instant. Oh Mann, Instant Ban. RIP. Oh Mann, ey. Aber ja, das ist halt das Tool, was ich halt dafür benutze, wenn ich halt gucken möchte, wenn die wieder einer angeben möchte, ob er halt wirklich nur angeben möchte und halt Scheiße erzählt damit oder ob er halt doppelt Scheiße erzählt, das noch nicht mal stimmt. Weil das gibt's halt auch recht oft. Leider. Eieiei. Permetrag. Ist ja eh schon durch, jetzt passt ja. Aber ja. Ich überleg gerade, was ich noch sagen wollte. Ich habe das gerade wieder vergessen. RIP. Alter Verwalter. Ich guck gerade mal durch. Holy Modi, ey. Ja, da sieht man auch mal, bei welchen Leuten man Dekorationsschwerter bekommen hat, willkürlich. Das kann ja schon passieren. Weil ja, ich habe wirklich auch geguckt, auch nachgeschaut vor dem Stream, weil ich halt nachgucken wollte, von wegen, falls ich gefragt werde, wo nochmal ich jetzt überall war, weil klar, manche Kanäle, da hat ich mal Mod gehabt. Pff, warte, Ja, dann pack mal aus den Lümmel jetzt hier. Hm? So. Oh, den E-Penis. Hast du schon geguckt, Slapstick? Hm? Ja. Wie viel? Bei 60 21. Kanälen. 21? Bei 60 Kanälen bei mir, mit halt meinem 61, aber meiner zählt natürlich nicht. Ich weiß auch gar nicht, warum ich bei mir selbst gemoddet bin. Was bringt das überhaupt? Was zur Hölle? Geht das? Das ist auch gut. Okay, das du hast das nicht. Rennen gewonnen. Du hast gewonnen, Drakon. Aber ganz knapp eigentlich nur. Nee, das ist halt, wie gesagt, auch in meinen Augen nicht so wichtig, in wie vielen Kanälen man Mod ist. Es ist halt gut zu wissen, dass du halt schon mal Erfahrung hattest in einem größeren Channel, aber es muss dann nicht 60 oder 70 sein und sowas. Mach doch den E-Penis-Vergleich hier nicht kaputt. Ich habe übrigens 49. Ja, gut. Ja, ich komme nicht ganz ran. Dein Willi ist länger. Oh je. Ich überlege, wie viele Schwerte manche haben, ey. 61 tut aber schon weh, also. Ja, 61 ist hart. Ist das aber, da sind Prestige-Schwerter dabei oder sind das wirklich? Ja, okay. Auf jeden Fall. Das sind mindestens, ich bin mir relativ sicher, so 10, 20 davon sind garantiert nur so Deko-Schwerter. Ich meine auch ja, bei mir so 30, 40. Ja, du bist ja aber auch hauptsächlich Streamer. Du moddest ja auch nicht großteils oft nebenbei, oder? Doch, ja, doch. Ich modde eigentlich relativ gerne. Bei den Biberbrüdern habe ich morgens immer sehr gerne gemoddet. Okay, aber okay. Das geht ja leider so zeittechnisch nicht mehr. Und bei Stay habe ich auch 2 Jahre lang gemollen. Okay. Ja, gut, also ich habe das auch gerne gemacht. Deswegen halt, ich denke halt auch so nebenbei mal einfach ein bisschen, das ist halt okay, ist Modden. Das kann man halt mal machen als Hobby. Nur wenn man halt keinen Bock mehr drauf hat, dann kann man halt weggehen. Und deswegen würde ich auch niemals Admin sein wollen, ehrlich gesagt. Weil ich weiß, irgendwann wahrscheinlich hätte ich auch sagen, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf die Scheiße und weg damit. Das passiert auch einigen guten oder erfahrenen Mods. Ich kenne auch einige, die halt auch gesagt haben, okay, es reicht, ich lege jetzt alle meine Schwerter auf den Tisch und tschüss, ich gehe. Und das haben halt schon einige gemacht aus dem internationalen Raum, wenn man halt da so ein bisschen unterwegs ist. Das kennt man ja. Oder wenn ich auch bei mir jetzt sehe, Survive the Ark, also der Twitch-Kanal von Ark quasi vom Spiel, von den Entwicklern. Das ist vor 3 Jahren oder 2 Jahren irgendwann gemoddet worden und seitdem, ja, Deko-Schwert wahrscheinlich. Weil die auch gefühlt nicht streamen, also, naja. /Unmod kann man auch übrigens für sich selbst benutzen. Genau. /Unmod kann man immer bei sich selbst benutzen, wenn man halt keinen Bock drauf hat. Ich sag mal halt immer nur, mir ist scheißegal, es ist wurscht, steht in der Liste drin, ist mir egal von mir aus. Interessiert mich nicht. Weil ich sag halt einfach ganz klar den Streamern, wenn ich halt nicht mehr kann, also wenn es halt keine Event-Moderation sind, weil da, wem soll man das sagen? Bei anderen Streamern sage ich halt keine Zeit mehr, sorry, ich kann bei denen nicht mehr aktiv modden. Wenn es sie nicht stört, dann ist es halt ein Deko-Schwert und wenn es sie stört, dann entmodde ich mich halt. Oder entmodde ich mich halt selber oder sie machen es.
Ist ja kein Thema. Denke ich mal. Also normalerweise sollte es kein Thema sein, meine ich. Aber klar, manche sind da schon ein bisschen empfindlich. Was Wenn man hast du da halt nicht denn, mehr da ist. also wir haben jetzt so viel darüber gesprochen und jetzt haben wir Ja. den E-Lümmel auf dem Tisch so. Was sind denn so die größten Lümmelchen, wo du halten wolltest? Dass man mal so eine Vorstellung hat. HDQ hast du ja jetzt schon gesagt, Genau, ESL vorhin mal durchblitzen lassen, Punk genau, also Royal. die größten, die quasi dabei sind, dürften halt die ESL-Kanäle sein, wirklich. Da so zusammengerechnet halt, weil klar, es ist ein Mod-Team für fast alle Kanäle. Und du sagst halt, du willst da mithelfen, dann hilfst du halt damit. Dann würde ich sagen, der DreamHack-CS-Kanal ist recht groß, weil die Turniere, die ja bei der DreamHack stattfinden, schon ziemlich große Nummern ziehen auf jeden Fall. Ich meine sogar, es war einmal der Viewer-Rekord bei DreamHack. Ich weiß nicht, ob das DreamHack jetzt war. Ich meine, es war von denen, von dem Event halt generell. Und ja, und generell halt, ja, Games Done Quick, würde ich sagen. Ich war eine Zeit lang bei Rocket League aktiv, nur momentan fehlt mir die Motivation, einfach zuzugucken. Mich interessiert Rocket League nicht, habe ich halt auch klar gesagt dem Menschen, der sich halt darum kümmert, habe halt gesagt, geht nicht mehr, entmoddet und gut ist. Und ich kann halt immer zurückkommen, wenn ich Bock drauf habe, ist kein Problem. Ist halt auch ein recht großer Kanal, meine ich, der Rocket League-Kanal. Der zieht ja auch immer recht viel Zuschauer. Aber generell, das sind so die größten Events, wo ich dabei bin. Es sind auch noch viele kleinere dabei, sowas wie Dream League oder die Pro League Turniere, die es gibt von CSGO zum Beispiel. Also Sachen wie Face TV manchmal. Das ist ja auch gar nicht mal so. Ich weiß gar nicht, wie groß die sind, ehrlich gesagt. Das war halt eine Zeit lang, wo ich halt E-Sport sehr aktiv verfolgt habe. Gerade Counter-Strike wollte ich nicht selber spielen, weil ich einfach zu faul bin, um wieder besser zu werden in Counter-Strike. Und wollte halt lieber gucken, wie es da bei E-Sport ist und dabei halt ein bisschen aushelfen. Weil ich kann halt auch im Gegensatz vielleicht zu anderen, vermute ich mal, weil ich höre öfter, dass manche Mods gar nicht in Stream gucken. Ich gucke mir in Stream an und Mod nebenbei. Das ist kein Problem für mich. Das ist für mich normal. Also das stört mich auch überhaupt nicht. Weil es dann meistens schon im Rahmen ist. Man kann ja mal kurz mal drüber gucken für 2 Minuten und im Chat einfach durchlaufen lassen. Wenn man was sieht, schmeißt man es raus. Und das ist, denke ich mal, recht angenehm. Dann ist es halt nicht nur auf Sachen starren, sondern man erlebt auch noch ein Turnier nebenbei. Das ist ja meistens Ja. recht cool. So würde ich es halt machen. Aber ja, ich glaube, sonst an Kanälen ist da nicht viel Erwähnenswertes dabei, an Events natürlich. Weil, ja, ist jetzt gerade, auch in der Liste sehe ich jetzt gerade ganz viele kleinere Events halt. Sowas wie ESEA, was auch was mit Counter-Strike zu tun hat. Das sind halt immer auch Turniere, aber keine so gigantischen Turniere, wie man sie eben halt manchmal kennt, bei den Finals von ESL zum Beispiel. Aber ja, das sind so die Kanäle, die ich manchmal erwähne, wenn mich Leute fragen, was halt meine Erfahrung ist, wenn ich bei Events mich mal melde. Also sowas wie bei The International. Ich habe gerade vergessen, wie der Kanal heißt. Wo das stattfindet, das Dota-Turnier. Ja, genau. Weiß gar nicht, wie das heißt. Egal, aber das ist auch recht groß, glaube ich. Und da müsste ich jetzt nicht drin sein, weil das letzte Turnier habe ich ehrlich gesagt, da hatte ich keine Zeit. Da war ich einfach nicht interessiert, muss ich sagen. Weil klar, wie gesagt, Arbeit, Stream und Modden ist schon schwierig, nebenbei dann wieder von der Zeit her irgendwann mal. Das hat auch wirklich glatt durchgeplant. Ist abgefahren, dass das halt so, also ich habe noch nie, muss ich sagen, jetzt in so einem großen Stil so einen passionierten Mod gehört. So. Also ich meine, du hast ja jetzt wirklich, wir haben ja jetzt 2 Stunden lang mehr oder weniger nur über das Modden geredet, ja? Ja. Und 2 Stunden, ach du Scheiße. Okay. ja, man hört bei dir so richtig die Passion dafür raus. Ich finde das interessant, dass Menschen sich das ich sag mal, Hobby machen, moderieren. Das ist abgefahren. Ich meine, ich muss halt wirklich sagen, solange es mir halt auch Spaß macht, werde ich es auch weiterhin so machen. Das ist halt wirklich, ich freue mich auf jeden Fall, dass man es raus hat, dass es mir auch Spaß macht, weil ich bekomme halt oft gesagt bei Twitter, weil da hört man es natürlich nicht, Nee. dass ich halt auf sowas gar nicht eingehen soll, auf so einen Kram von wegen. Und ich denke mir halt nur so, ist schon gewollt. Ich mache mich drüber lustig. Ich habe Spaß daran. Das ist so ein Quatsch. Manchmal kommt man halt manchmal die Leute, die halt eh ihren Dampf ablassen wollen in Whispern, halt quasi so ein bisschen einen Denkzettel zu geben, beziehungsweise halt zu sagen, von wegen hier, Kong, hat keinen Sinn, beruhig dich. Weil eigentlich muss man halt immer sagen, wenn Leute aggressiv sind in den Whispern von Moderatoren, wenn sie sie eh nicht abgeschaltet haben, ganz ehrlich, schnappt euch irgendwas wie eine Support-Mail oder Streamfinity gab es, glaube ich, mal oder sowas mit diesem Bann-Formular. Ich weiß nicht, was du benutzt, ehrlich gesagt, gerade Desi. Definitiv. Okay. Also sowas benutzen, weil dann müssen die Leute nämlich wieder runterköcheln, müssen sich beruhigen, müssen drüber nachdenken, was sie schreiben. Beziehungsweise sie denken meistens drüber nach, wenn ich an Streamfinity bei anderen Streamern denke, was ich da teilweise für N-Bann-Meldungen gelesen habe, die kühlen nicht runter. Aber ja, ist halt schon mal sehr hilfreich auf jeden Fall, weil klar, wenn die Leute halt wirklich so auf 180 sind, da kannst du halt nichts machen. Da musst du halt entweder warten oder du sagst Scheiß drauf und ignorierst du einfach. Was ich halt den meisten raten würde. Weil ich meine, ich behaupte, von mir selber
ich kann das ab, mich stört das nicht, ist mir egal, ob er mich beleidigt oder seine eigene IP liegt, um mich zu bedrohen anscheinend, wie auch immer das funktioniert. ich komme drauf immer noch nicht klar. Nein, wahrscheinlich fies bei der IP.de eingegeben und dann hier deine IP! Oh Mann. Ich erinnere mich immer noch an den Typen, der den Speedtest von Unity Media gemacht hat und den die so aufs Derbste beschimpft hat und seine IP-Adresse mitgeschickt hat, ne? Oh je. Yeah. Und öffentlich seine IP-Adresse dazu schreibt, wo ich mir denke, meine Fresse, bist du denn mit der Schaukel zu dicht an der Wand gewesen? Aber ich glaube, einige verstehen, weil es ja wirklich neu ist und verstehen es halt echt nicht, was die Gefahr davon ist, vermutlich. Weil ich sehe es auch manchmal von Streamern oder von Nutzern, die halt die IP öffentlich posten. Das ist so schwierig, aber er ist Streamer und verdient damit sein Geld. So, das ist Vollzeit. Das darf wo halt ich echt mir dann denke, machen die Leute sich überhaupt einen scheiß Gedanken oder sind sie wirklich so, weiß ich nicht, an der Realität vorbei? Ich vermute mal, das ist auch wie auch das Beispiel mit den Leuten, die einen beschimpfen, die sind so auf 180, denken nicht drüber nach und machen dann halt blöde Fehler. Kann man dann anders sagen, weil das ist ein dämlicher Fehler, klar. Aber wenn das einmal draußen ist und Leute auch wirklich dann sehen, dann hast du natürlich auch die Arschkarte, wenn du es nicht ändern kannst bei deinem Provider. Weil das natürlich dann, das verstehe ich aber auch nicht. Das habe ich aber auch schon öfter gesehen von Leuten, wo man wirklich sagen muss, das willst du wirklich löschen, Kollege. Das willst du wirklich löschen. Weil heilige Scheiße, das passiert halt echt öfter. Das mit IP kann schon sehr problematisch werden, Sabi. Ja, das kann sehr problematisch werden. Also da kannst du schon viel Bullshit machen. Ja. Das ist deine Zuhause-Adresse, nur in Zahlen. Man kann dich halt grob im Bereich sehen, wo du bist. Das kannst du einfach bei Google eingeben und dann weißt du ungefähr, wo du bist. Natürlich mit, es ist natürlich nicht ganz präzise, aber du willst nicht, dass die draußen ist. Du willst nicht, dass die im Netz ist. Das willst du nicht, weil das ist einfach nur scheiße. Wenn die Leute auf den Sack gehen wollen, können sie dir auf den Sack gehen damit. Und ja. Und gerade als Streamer, ja, kurz mal ein DDoS hier gestartet, ist scheiße. Und ja, das kann halt passieren. Deswegen, da muss man wirklich aufpassen. Habt ihr halt eine feste IP? Also ich nicht, aber generell, ist halt trotzdem scheiße, wenn halt der generelle die IP-Range bekannt ist. Das will man trotzdem nicht, weil man dann trotzdem grob weiß, wo du bist. Das ist immer scheiße. Das sollte man auch als Privatperson nicht machen. Ja, als Privatperson ich bin halt der Meinung, ganz ehrlich, mach doch nicht einfach so eine Angriffsfläche für dich auf, wo Leute dir auf den Sack gehen können, wenn du halt irgendjemanden falsch aufstößt und sowas. Das ist halt eine Sache, die kann man halt relativ leicht nicht unbedingt öffentlich stellen und so weiter bei den meisten Sachen. Da sollte man wirklich drauf achten, dass man es nicht macht. Deswegen, das ist halt schon blöde, weil klar, es ist halt scheiße, wenn dir plötzlich Leute dann whispern, hey, ich weiß, dass du aus Buxtehude kommst und sowas. Das ist halt schon nicht gerade ideal auf jeden Fall. Das ist dann halt, sagen wir mal, unnötige Angriffsfläche für dich selber. Und ja, aber gerade als Streamer natürlich noch blöder. Das darf halt nicht passieren. Ich glaube, man sollte wirklich mal so Do's und Don'ts für Leute in der Öffentlichkeit machen, habe ich das Gefühl. Das wäre, glaube ich, relativ wichtig, ja. Also jetzt mal wirklich Butter bei der Fische, ne? Wenn ich jemanden sehe, der seine IP postet, dann hinterfrage ich mich so, warte mal kurz, ist das wirklich so, dass einige oder dass viele das nicht wissen? Oder ist das wirklich so Ignoranz? Zu sagen, kann ja eh keiner was machen. Den meisten, also ich kann jetzt natürlich nur ein paar Fälle nennen, weil klar, mit ein paar Streamern hat man mal geredet, die halt auch mal vielleicht blöde Sachen gemacht haben, um die vorzuwarnen, zu sagen, was machst du denn da, spinnst du? Von wegen halt wirklich bei den anderen Streamern zu sagen, das mache ich auch ab und zu mal, weil ich da doch eine relativ direkte Art habe, wenn es um sowas geht, nicht halt so einen Scheiß sehe und mir denke, bist du dir sicher, dass du das machen willst? Bist du bescheuert? Von wegen, dann, klar, muss man halt wirklich von wegen sagen, die denken darüber halt nicht nach. Wahrscheinlich einfach, weil sie es immer noch als Hobby ansehen, auch wenn sie Vollzeit sind vielleicht. Oder, keine Ahnung, weil sie einfach darüber nicht nachgedacht haben. So ich glaube echt, so eine To-Do-Liste wäre wirklich nicht verkehrt für Twitch, manchmal habe ich das Gefühl, für Streamer. Einfach nur, damit man so unnötige Aktionen nicht bringt. Weil das muss ja nicht sein. Nee. Vielleicht sollte man das wirklich mal machen. So ein Do's and Don'ts. Wäre auf jeden Fall wichtig, gerade für Partner. Ich hätte ein Do für Mods, wenn ihr vernünftig modden wollt. Jetzt geht's los. Bin gespannt. Ihr solltet euch definitiv dieses Authy holen und duale Authentication. Das sollte sich jeder holen. Ist mir egal, wer. Jeder.
Diese zwei, also Zwei-Faktor-Authentifikation, dass du quasi, wenn sich jemand bei dir einloggen würde, weil dein Passwort wo auch immer her hat, dass du das erst an dein Handy geschickt werden musst, damit du nicht gehackt werden kannst im Sinne von. Das war halt schon früher ein Problem. Ich glaube, es gab auch ziemlich Druck für Zwei-Faktor-Authentifikation vor ein paar Jahren, weil halt regelmäßig irgendwelche Event-Mods auch gehackt wurden. Und das sah dann auch wirklich scheiße aus. Du siehst halt wirklich einen Chat. 3000 Has-Been-Banned-Meldungen. Der gesamte Chat gebannt, alle. Einfach alle gebannt worden. Das ist richtig unangenehm, wenn das passiert. Quasi Rogue-Mods, die halt wirklich übernommen wurden von irgendeinem Hacker. Das ist, in meinen Augen, ist es sehr wichtig, dass wirklich, egal wer du bist, mach das an. Es ist nicht viel Drama. Und selbst wenn jemand dein Passwort rausfindet, kommt er dann nicht sofort daran. Da braucht er dann ein bisschen mehr Aufwand, um das zu knacken, natürlich, wenn du das hast. Und gerade sowas wie Auti ist halt sehr wichtig. Ich bin immer noch ziemlich verwirrt, dass man nicht einstellen kann bei Twitch, dass halt alle Mods zwangsweise das haben müssen. Ich bin der Meinung, das sollte man echt haben, das sollte man einfach haben, auf Prinzip. Egal wer du bist, Streamer, Mod, Nutzer, hol dir Zwei-Faktor-Authentifikation in den Settings von Twitch. Das haben fast alle Dienste gefühlt, die halbwegs größer sind. PayPal, Amazon, Twitch, das haben eigentlich so ziemlich viele Seiten. Das ist recht wichtig, dass man da einfach mal das Risiko vermeidet. Weil wenn du das machst, bist du schon besser als 90% der Menschen im Internet. Weil du nicht so leicht gehackt werden kannst. Übrigens und haben moderne Handys meistens Dual-SIM. Ja. Prepaid-Karten kosten einen Zehner. Das ist auch sehr. Das ist wiederum schon, was die wenigsten machen würden, aber habe ich tatsächlich auch. Für einen Zehner nur eine Dual-SIM-Karte, wo niemand eine Telefonnummer von hat? Das ist das Sicherste, was geht. Genau, weil dann selbst, dann kann auch wirklich diese Aktion, wo wirklich dann auch die dieses SIM-Swapping, was es ja gibt, wo wirklich Leute bei deinem Provider anrufen, sagen, die SIM-Karte wurde geklaut und plötzlich haben sie dann deine Telefonnummer und Zugriff auf deine Sachen. Das gab es wirklich in der Vergangenheit schon öfter und das ist wirklich ein Risiko, was passieren kann. Und wenn du dann sowas hast, zum Beispiel dann Auto auf eine Dual-SIM hast, oder bei mir ist es halt ein Prepaid-Handy, was ich noch hatte, wo keiner die Nummer von hat, dann viel Erfolg, das zu knacken, findest du nicht. Und ja, das ist halt so Sicherheitstipps. Aber ja. Die Aktivierung halt ist ein Aufwand. Das Aktivieren dauert 10 Minuten. Das heißt, du hast du angemeldet und dann bist fertig. Das dauert nicht lange. Den Aufwand nicht wieder betreiben möchte. Ja, also Zwei-Faktor-Authentifikation dauert eine Minute. Höchstens. Also eine, zwei Minuten. Das geht ganz schnell. Handywechsel ist immer ein bisschen schwierig. Da muss man entweder diese Codes irgendwo rausgraben oder... Nein, aber die Codes aufschreiben, das kann man ja wohl mal einmal machen. Das kann ja nicht so schwer sein. Was für eine Codes? Wenn du dein Handy wechselst, dann musst du, wenn du deine Handynummer natürlich wechselst, dann geht das bei Auti nicht mehr, logischerweise. Dann musst du natürlich irgendwie es übertragen, die ganzen Sachen, bei der App. Und das haben einige schon vergeigt und kamen nicht mehr in ihren Twitch-Account rein, weil sie halt ihren Zwei-Faktor-Dings nicht mehr hatten am Handy. Auti ist eine Passwort-App, oder was? Ja, quasi. Es ist mehr oder weniger, genau, wo halt du so sechsstellige Codes zum Beispiel generieren kannst. Jedes Mal, wenn du dich einloggst, sind wir 30 Sekunden gültig, musst dann eingeben und das ist dann quasi genau das. Das ist dann, das klar, ist ganz praktisch. Das nutzen viele Seiten. Das ist halt besser als SMS-Alternative. Oder auch auf mehreren Geräten installieren geht auch. Nur würde ich nicht unbedingt dann, es geht schon, es geht auch, ja. Es ist auf jeden Fall sicherer. Es kann trotzdem problematisch sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass es ein Problem ist. Weil klar, wenn einer auf deinem Rechner ist und du auf deinem Rechner Auti installiert hast, ja, ungünstig, aber naja. Das kannte ich auch noch nicht. Ich habe halt die SMS. Ja, das ist auch eine Möglichkeit, aber das ist halt, ich meine, wenn du halt eh ein Dual-SIM hast, dann hast du die gleiche Sicherheit wie schon mit Auti, da kommt ja keiner ran dann. Da kann auch keiner SIM-Swapping betreiben und es halt klauen. Nee. Ist dann kein Problem. Aber ja, also generell, ich bin halt der festen, ich sag das auch immer lautstark, installiert diesen Scheiß. Auch wenn ihr nichts zu verlieren habt, macht's doch einfach. Ihr verliert, es ist eine Minute Zeit. Es geht schnell. Und ihr wisst und, ja, wie das mit den Doxern ist, ne? Die euren Namen gefunden hat, Rudi weiß Bescheid. Genau, richtig. Rudi weiß Bescheid, Mann. Armer Rudi. Oh Mann, ey. Ich frag mich immer noch, ob der Typ wirklich von dem angerufen wurde oder so, weil das war ja eine echte Adresse. Oh Mann, ey. Nun. Sag mal, bei der E3 jetzt, ne? Weil wir haben im Plankenschnack noch gar nicht darüber gesprochen. Und wir haben jetzt die ganze Zeit über Modden gesprochen. Holy shit. Du streamst ja auch noch jeden Tag. Mhm. Also du hast ja auch schon mal erzählt, so ein bisschen, wie das, was du spielst und auf was freust du dich denn am meisten? Von wahrscheinlich wie 95% der Menschen irgendwann in 34 Jahren, wenn das rauskommt, Cyberpunk 2077, auf jeden Fall. Da freue ich mich drauf, weil ja, es ist halt wirklich, ich habe da halt,
ich habe eine hohe Meinung vom Entwickler und ich hoffe halt wirklich, dass sie es gut machen. Und da das die Grundlage Cyberpunk 2020, das Tabletop auch ganz cool aussieht, ich stelle es mir gut vor. Also ich kann mir vorstellen, das kann funktionieren. Und da freue ich mich halt schon drauf. Klar, man hat noch nichts gesehen bisher, großartig an Gameplay, außer halt diesen Trailer. Ich gehe halt mal davon aus, das war jetzt nicht unbedingt ein richtiges Gameplay. Und ja, ich bin halt wirklich sehr gespannt darauf. Einfach nur, weil ich halt The Witcher 1 bis zu einem bestimmten Grad mochte, abgesehen von 90% der technischen Probleme. 2 sehr geliebt habe und halt 3 auch sehr mochte, natürlich, wie wahrscheinlich sehr viele Menschen. Und deswegen hat halt der Entwickler auch eine sehr hohe Meinung von mir. Und das zweite wäre quasi Kingdom Hearts 3 bei mir. Ich bin halt Kingdom Hearts Fan. Ist halt ein bisschen schräg wahrscheinlich für viele, die das Franchise nicht kennen. Ich habe auch extra mir vorgenommen, nochmal alle Spiele im Januar zu spielen am Stück, sicherheitshalber nur, um selber nochmal alles zu wissen. Bis aufs Handyspiel, weil das ist Quatsch. Und ja, also da freue ich mich schon drauf. Gerade jetzt, wo halt alle Spiele auf der PS4 sind, ist es ganz praktisch. Ja gut, abgesehen von dem Handyspiel, weil dieser Film ist komplette Krütze bei der Sammlung. Aber darauf freue ich mich auf jeden Fall. Das sind so meine 2 Highlights generell, auf die ich mich sehr freue. Das war Kingdom Hearts 2,75 und durch 4 geteilt. Irgendwie so. Ne? Oh Mann, ey. Für nix, ey. Oh. Verstehen diese Titel nicht. Ich möchte gerne Kingdom Hearts 1 und 2 spielen, wenn jetzt 3 rauskommt. Und dann erfahre ich, ja, so einfach ist das nicht. Ja gut, es ist schon jetzt mittlerweile einfach. Du kannst ja wirklich, es ist ja wirklich jetzt 2 Spiele, wo quasi 9 Titel drin sind, mehr oder weniger. Ja. Und die kann man sich dann ja jetzt holen. Das ist wirklich so einfach wie jetzt, geht's gar nicht. Also okay. Viel einfacher als jetzt geht's halt wirklich nicht mehr. Ja. Dementsprechend, wer sich's holen möchte, die Spiele kann man für die PS4 holen, hat man gute Spielzeit mit. Man sollte halt bei Kingdom Hearts 1 also daran gehen, das Spiel ist schon 14 Jahre alt. Dementsprechend, ihr könnt euch denken, manche Designentscheidungen sind ein bisschen schwierig. Ja. Ja, das Handyspiel für Kingdom Hearts hat übrigens auch, ja, sogar recht sehr wichtige Story. Ja, kein Scherz, die Story ist tatsächlich sehr wichtig. Und der Film ist ein Haufen Freude für jeden, der das Handyspiel nicht gespielt hat. Das ist das immer noch. Ich habe die Story nachgelesen vom Handyspiel, das ist teilweise mehr als in den anderen Teilen. Naja. Automata hast du gespielt, ne? Ja, klar, habe ich gespielt. Ja. Da war der Großteil der Story in einem Theaterstück, das nur einmal aufgeführt wurde. Kotaro und Nomura, die beiden haben anscheinend eine sehr ähnliche Sichtweise auf Storytelling. Ich weiß auch nicht. Oh Mann. Beides noch nicht gespielt? Das ist echt? Ja, ich habe weder Nier Automata gespielt, noch Kingdom Hearts. Nier Automata ist kein JRPG, ne? Also da brauchst du keine Angst vor zu haben. Das Schrei. Ich habe mir seit Wochen vorgenommen, nicht mehr so anti zu sein, okay? Ich sage immer was Positives und dann erst was Negatives. Ja. Nier Automata macht einen sehr, sehr schönen Eindruck, was das Kämpfen angeht und auch die Vielfalt der Welt. Doch kann ich leider damit irgendwie nichts anfangen mit diesen Japan-Zeugen. Ich esse gern asiatisch. Das klingt jetzt echt scheiße, aber ich kann mit den Spielen meist nichts anfangen. Ich gucke mir Nier Automata echt immer an und denke mir so, Mann, ey, Slappy, der hat schon recht, das ist schon geil, ne? Und dann so, ah, nee, doch nicht. Nee. Die Spiele haben halt schon so diverse Tropes aus Japano-Spielen, das muss man schon mögen, weil sonst verstehe ich das total, dass man dann so denkt, was zum Teufel ist das, warum? Das verstehe ich dann schon so ein bisschen. Aber ja, Nier Automata hat mir auch persönlich viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich fand zwar das Original Nier ein bisschen besser, für mich persönlich. Das liegt aber nur daran, dass die Art von Story in Original Nier in meinen Augen einen anderen Ton hatte und den Ton mag ich halt mehr als ein Automata. Das weiß ich halt für mich selber, warum ich das mehr mag. Ja. Ja, das habe ich nicht gespielt, muss ich zugeben. Das Original ist ja auch nur PS3 oder so, glaube ich. Sind mir vorbeigegangen. Auf was freust du dich eigentlich, Slavi? Hast du was ganz Bestimmtes, wo du richtig heiß drauf bist? Cyberpunk natürlich. Mann, ey, kann mal einer was anderes sagen? CD Projekt, so alles, was CD Projekt als nächstes machen wird, freu ich mich natürlich drauf. Ansonsten tatsächlich Death Stranding, weil ich einfach gespannt bin, was Kojima halt rausbringt. So, Kojima muss halt, also es ist eine komplett neue IP. Kojima hat ein paar Sachen neben Metal Gear Solid gemacht, aber das waren halt meistens so Handy
JRPGs irgendwie, die man heutzutage immer noch nicht von gehört hat oder so. Und meistens auch nur als Produzent und nicht irgendwie als Entwickler selbst. Und jetzt entwickelt er halt eine komplett neue IP. Ich bin halt gespannt, was es wird. Auch wenn ich nicht sagen kann, was das Gameplay tatsächlich sein wird. Weil ich glaube, selbst Kojima weiß noch nicht, was das Gameplay genau sein wird. Das glaube ich ehrlich gesagt auch. Also bei den Trailern, die man teilweise sieht, ich bin halt gespannt. Ich fand PT cool. Also mal gucken. Halt, stopp. Es gibt gerade eine Verschiebung in der Erdverkrümmung und wir vereinen uns gerade mit Jupiter. Es kommt Super Seducer 2 raus? Ich war auch gerade. Mega Seducer. Oh, bitte nicht. Es ist ein Witz. Super Seducer. Ich dachte, das wäre ein Witz, deswegen. Halt, stopp, Internet. Gibt es Super Seducer 2? Halt, stopp. Oh Gott, doch nee, ey. Im September, let's fucking go. Was ist los? Let's go fucking, eher. Oh, geil. Das wird ja die Nummer. 2 Tage wieder schön Dauerlachen, ey. Oh, Super Seducer 2 kommt. Yay. Ja, dann alles, was auf E3 vorgestellt war, hat jetzt an Stellenwert verloren. Super Seducer 2, voll in Frage. Wieso? Ach du Scheiße. Ich habe so gelitten beim ersten Teil. Ich habe ihn halt noch nicht gespielt. Das habe ich schon gehört. Nerdshit, das habe ich gehört, dass du da sehr gelitten hast. Aber du musst es bei mir gucken. Dann wirst du als Frau darüber lachen. Glaub mir. Trust me, I'm an engineer. Und das ist nicht mal eine Lüge. Ich finde, das ist das falsch verstandenste Spiel, was es gibt. Weil es ist, glaube ich, gar nicht das gemeint, was da dargestellt wird, sondern eher der lachende, unterhaltende Wert dazu. Ey, ich konnte so lachen, ne? Ich konnte in dem Spiel so lachen. Und ich habe extra, was ich halt immer sehr, sehr schade finde, bei der ganzen Sache ist, dass Frauen zum Beispiel sich das sehr, sehr hart zu Herzen nehmen irgendwie. Und ich finde auch so ein Mensch, ich sag dann auch immer zu den Damen, ey, lasst euch nicht davon stören, ich lache nicht über euch und so, dass keiner macht euch hier so an, wie es dort passiert. Es ist einfach witzig, wie dir irgendeiner so eine Scheiße vergaukeln will, die sowieso nicht funktioniert. Das wäre ja, als wenn Slappy Kumbaya, my Lord, mit seiner Gitarre sitzt und so Lu gekriegt hätte, was hoffentlich nicht so passiert ist. Aber das hat damals, als wir 14 waren, am Strand immer funktioniert, als sie alle Kumbaya gesungen haben am Feuer und dachten, so kriegen sie die Ladies. Und das macht er halt auch. Und das finde ich so witzig. Das finde ich so witzig, Mann. Okay. Ich muss das echt nachholen. Wenn es wirklich einen zweiten Teil gibt, werde ich mir das, glaube ich, auch mal geben und wahrscheinlich das Server wegschießen danach. Ach du Scheiße. Ich bin gespannt auf jeden Fall, weil ich habe das bisher noch nie irgendwo geschaut, noch nirgendwo. Nee? Ich habe mich ferngehalten bisher davon. Ich wollte das nicht sehen. Werde ich nicht. Spiel's einfach. Oh je. Also ich hatte 2 Bomben-Streams damit. Ich freue mich übrigens auf Trials am meisten. Ja, genau. Ach, jetzt auf einmal, Slappy. Ja, darauf habe ich gewartet. Nein, ich war noch nicht fertig. Ich habe zum Beispiel noch nicht Sekiro gesagt. Shadows Die Twice. So, was natürlich geil wird. Neues FromSoft-Game, wieder neue IP. Komischerweise mit Activision. Das hat mich ein bisschen irritiert. So, ich weiß nicht, warum From da jetzt mit Activision unter eine Decke geht. Aber gut, Bandai Namco hat auch ein paar fragwürdige Sachen gemacht. Also, trotzdem haben sie mit Dark Souls was Gutes rausgehauen. Der Activision ist ja da nur der Publisher. Kann trotzdem gut werden. Oder wird natürlich trotzdem gut. Es ist halt From Software. Da freue ich mich drauf. Logischerweise. Ori. Ori 2. Oh, das habe ich vergessen. Das habe ich vergessen. Ori ist auch für mich ein Highlight. Genau. Dann das andere Samurai-Spiel. Also Samurais scheinen jetzt wieder ein bisschen aufzublühen. Da freue ich mich drauf. Ich weiß, wie heißt das nochmal? Ghost of Tsushima. Ja. Glaube ich, genau. Und eins hatte ich gerade noch. Hitman 2, natürlich. Also ich habe jetzt Hitman Sniper Assassin gespielt, ne? Und das ist schon unfassbar gut. Ich dachte so, ich spiele es 2 Stunden mal an, spiele die Mission einmal so durch, wie man sollte, und dann zocken wir wieder ein anderes Spiel. Ich habe den ganzen Stream bis 19 Uhr habe ich Sniper Assassin gespielt. Hat das so viel Inhalt?
ja, es ist halt ein Wimmelbild dann hinterher. Ein Sniper-Wimmelbild mehr oder weniger. Ah, okay. Du musst halt diese ganzen einzelnen Achievements halt, oder Achievements holen. Halt diese Ingame-Achievements. Ah, okay. Ich gebe zu, ich habe halt nur gesehen, dass es halt so eine Mission ist. Deswegen, die Wimmelbild-Sachen habe ich gar nicht gesehen. Ich hielte das halt für so eine Stunden- oder Zwei-Stunden-Demo mehr oder weniger. Deswegen habe ich da nicht reingeschaut, weil ich mir dachte, okay, ich fand schon das bei Hitman mit den Episoden ein bisschen doof. Deswegen bin ich froh, dass der zweite keine Episoden haben wird. Obwohl ich sagen muss, ich habe dann das erste Hitman trotzdem episodisch gespielt. Obwohl ich es dann erst gespielt habe, als es komplett draußen war. Es war ja trotzdem kein schlechtes Spiel. Halt. Ja, nur schade, dass es halt so rausgekommen wurde. Es war halt sehr schade. Aber man muss dazu sagen, hast du Hitman gespielt, Drakon? Ja, tatsächlich. Die Missionstiefe, hast du mehr als einmal gespielt? Ja, tatsächlich. Das ist sehr, sehr, fand ich sehr gut tatsächlich. Dann ist dir doch bestimmt später auch in den Sinn gekommen, warum das eventuell in Episoden rausgekommen ist, oder? Ja, klar, das ist ja nicht das. Das ist mir schon, verstehe ich schon irgendwo. Nur die Summe an Episoden, glaube ich, kam bei einigen etwas unschön an mit den 5 Episoden. Ich glaube, wenn sie in verschiedenen Teilen gekommen wäre, es wäre halt schwierig gewesen, glaube ich. Weil einfach nur die meisten Leute halt einfach vom Hitman was anderes gewöhnt waren und es ein bisschen schade fanden. Oder auch bei Hitman, das mit den Elusive Targets fand ich halt sehr schade, weil da halt einige sehr geile Missionen dabei waren, die halt nur zeitbegrenzt waren. Die konntest du danach ja nicht mehr spielen. Das fand ich halt auch schade zum Beispiel, weil das kannst du mir nicht mit Episoden erklären, weil das ist halt gutes Gameplay, was man halt irgendwie nur temporär anbietet, weil, weiß ich auch nicht. Das war halt wirklich sehr schade in meinen Augen. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Vielleicht war das von Square Enix so ein finanzieller Versuch oder so, weil jetzt bei Warner kommt das ja auch nicht mehr so raus, ne? Naja, leider. Das ist schade, aber die Tiefe, die dieses Spiel gewonnen hat, ne? Also man muss ja da sagen, Story ist so ein bisschen gewichen für Gameplay. Aber das ist doch gut, weil ich meine, Gameplay war geil. Alte Scheide, sind die Missionen tief geworden. Oh Gott. Ich krieg da jedes Mal, ohne Scheiße, ich krieg jedes Mal einen Ständer, wenn ich Hitman spiele, also den vorigen Teil. Ja. Und ich freue mich so unendlich auf Hitman 2. Oh, ich bin da auch sehr gehypt drauf, tatsächlich, gefühlt. Also nicht so gehypt wie bei einem anderen Spiel, die ich jetzt erwähnt habe, aber Hitman ist halt wirklich, das war halt wirklich sehr geil. Du konntest so viele verschiedene Wege nehmen. Da war das halt immer so toll mit dem Backseat-Game, aber man konnte einfach drauf scheißen und sagen, nee, das ist auch eine geile Methode, wie man es lösen kann. Schnauze. Das war immer sehr angenehm bei dem Spiel. Das hat richtig Laune gemacht. Eines der wenigen Stealth-Spiele, die ich halt wirklich mag. Wir müssen nach Factorio Hitman spielen. Ja. Ich habe tatsächlich Hitman 1 noch nicht durchgespielt. Würde ich empfehlen. Die letzten Episoden sind auch recht nice, tatsächlich. Also ich fand die recht gut, die letzten. Wo bist du stehen geblieben? Italien, glaube ich. Ich meine, ich habe die anderen Level alle gesehen bei anderen Streamern, aber ich habe selber nur... Das ist doch die zweite. Das ist die zweite, Paris ich, und ne? Italien habe ich gespielt, genau. Ja. Die anderen drei waren danach, geile Missionen, ne? Dann noch vor dir, weil das ist halt wirklich die Level, auch die späteren Level finde ich persönlich sehr gelungen. Ja. Japan war da noch, ne? Dieses Hotel. Ja. Japan, das Hotel, dann fehlt noch Bangkok. Das kenne ich zum Beispiel Makarech. Und Colorado fehlt noch. Genau. Und dann hast du alle. Okay. Soll ich mal spielen? Damit. Ich kann jetzt noch. Das Ding ist, ich kann jetzt nicht schon wieder Hitman spielen, wenn ich im November kommt das raus, ne? Oktober, ne? Ja. November und dann Dezember kommt ja schon Hitman Weihnachten. Boah, wir können nicht. Oh Gott, nächste Woche. Wollen wir kurz einen Hitman-Stream machen? So eine Woche oder so? Hört sich doch nach einem guten Plan an. Nur kurz. Hitnachten. Ich bin so verliebt in diese Spielerei, ne? Ich habe mich so sehr gefreut, als sie das angekündigt haben. Nee, das ist eine schöne Sache. Ich war ein bisschen von Nintendo enttäuscht, muss ich zugeben. Ja, wie viele Leute, muss man auch sagen. Und auch in meinen Augen irgendwo zurecht. Irgendwo zurecht. Wenn sie haben vorher gesagt, sie werden nur Sachen für 2018 ankündigen. Alle Sachen, die 2019 rauskommen, sparen sie sich für ihre eigenen Sachen. Dann war da Fire Emblem und das erste Spiel. Ja, eben. Ein Spiel war dann trotzdem dabei, das 2019 rauskommt. Obwohl mich Mario Party positiv überrascht hat, muss ich zugeben. Ich da freue ich mich drauf. Ich finde es gut, dass sie jetzt endlich einen Online-Modus einbringen. Ich finde es nur schade, dass es kein vollwertiger Online-Modus sein wird, sondern nur die Minispiele. Das fand ich ein bisschen schade, weil das wäre halt das perfekte Spiel für Online. Ja. Damit kann man einen Online-Service gut
verkaufen in meinen Augen. Das fand ich sehr schade, dass es halt nur dieser Minispielmodus ist, den man online spielen kann. Ach so, sehr, du kannst nicht Brettspielmodus. Nee, nicht komplett Brettspielmodus, so wie ich es verstanden habe. Das fand ich sehr, sehr schade, weil das wäre halt eine Methode gewesen, wie ich Leuten erklären könnte, hier Online-Service kannst du so Super Mario Party mit Leuten zocken. Ja. Kann ab und zu mal lustig sein. Warum nicht? Also so ist es natürlich ein bisschen lach. Das ist natürlich schade. Und ja, ich meine, was man halt gesehen hat von Fire Emblem, fand ich zwar ganz cool bei Nintendo, aber Problem war halt, es ist halt erst 2019, deswegen. Schade. Aber naja. Ja, und für Smash interessiere ich mich jetzt nicht so. Ich werde es wahrscheinlich kaufen und ein bisschen spielen. So für mich. Singleplayer-Modus. Den mochte ich immer am meisten bei Smash, aber... Ja, gut. Ich möchte da jetzt nicht super krass reingehen, weil Fighting Games sind halt nicht so meine. Aber das war deren Aufhänger im Prinzip. Ja, es ist halt eins der größten Franchises von Nintendo, die sie halt haben. Weil Smash verkauft sich halt auch wirklich wie sonst was. Ist halt echt extrem. Ja. War halt sehr traurig. Ich hatte wirklich auf so ein Animal Crossing mich gefreut, obwohl ich gefühlt nicht sehr viele Leute kenne, die sich so groß drauf freuen in meinem Umfeld. Aber es ist halt trotzdem, wäre halt cool gewesen, mal wieder Neues. Aber es sollte nicht so sein, leider. Ja. Ja. Richtig. Ja, das waren so die Sachen, auf die ich mich, glaube ich, am meisten freue. Bei der PC Gaming Show, glaube ich, so ich sehe, ne, sind so ein paar Sachen auf meiner Wunschliste gelandet. Also dieses Hospital Game zum Beispiel und noch ein paar andere. Die waren ganz cool. Die gucke ich mir dann an, wenn sie rauskommen oder im Early Access rauskommen oder so. Aber es waren schon ein paar Sachen dabei, ja. Aber es war jetzt nicht so der große... Die neue Karte von PUBG? Freust du dich da nicht drauf? Doch, klar. Das wird doch geil, Ich freu mich drauf. Den Eventpass habe ich mir schon geholt. Und, was für ein Eventpass? Ja, für die neue Map, dass ich dann quasi normal aufleveln kann und die Sachen auch behalten kann, die ich freispiele. Wie funktioniert das? Wie hast du das noch nicht mitbekommen, Dizzy? Nee, jetzt ohne Scheiß habe ich nicht gekriegt. Was denn? Verdammt, ich dachte, wir reden jetzt hier gerade sarkastisch. was ist denn passiert? Naja, PUBG hat jetzt den Event Pass eingeführt, den es quasi jetzt auch schon bei Fortnite gab. Da haben sie sich mal ein paar Sachen abgeschaut. Abgesehen davon, dass Fortnite ein Free-to-Play-Spiel ist, also PR und PUBG nicht. Aber mit der neuen Map, Sunhawk heißt die, kam jetzt, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, auch ein Event Pass. Den kann man sich für 10 Euro kaufen. Und wenn man den hat, kann man dann quasi damit leveln. 30 Level gibt's. Und auf jedem Level gibt's irgendwelche Goodies oder auf jedem zweiten Level, die man freischalten kann. Und wenn man den Event Pass gekauft hat, darf man sie auch behalten. Dann für immer. Event dauert einen Monat. Das heißt, jeden Monat kommt jetzt wahrscheinlich, so wie ich das verstanden habe, ein neuer Event Pass. Und dann wird es jeden Monat neue Sachen freizuschalten geben. Der den Event Pass nicht hat, also im Prinzip dieses Abo-Modell, was PUBG jetzt einführt, da nicht mit eingeht, der darf die Sachen zwar freispielen, aber die sind dann auch weg, wenn das Event vorbei ist. Also du darfst die Sachen nur behalten, wenn du auch wirklich den Event Pass gekauft hast. Aber das Spiel kostet immer noch Geld, ja? Das Spiel kostet jetzt gerade 19 Euro. Also es ist 10 Euro billiger, aber die 10 Euro kostet halt wiederum der Event Pass. Also quasi ein Vollpreis, also was ist Vollpreis? Naja, 20 Spiel Euro, mit, 30 Euro. Mit Geld Euro. Halt und so ein Free-to-Play-Kram drin. Ich meine, man kann aber, glaube ich, diesen Pass ja auch mit diesen Missionen ja auch, glaube ich, so freispielen, oder? Ich meine, irgendwie sowas gelesen zu haben. Das was ist halt, denn, wie scheiße greedy sind die denn? Das Beste ist, du musst die ganzen Level... Du kannst die ganzen Level dann freispielen, aber du kannst ja auch für 4,69 Euro 5 Level kaufen. Im Shop. Oh, das heißt, du kannst nochmal 6-mal für 4,69 Euro diesen Event-Pass kaufen und dann bist du bei Level 30 und dann hast du alle Sachen gleichzeitig. Das heißt, du musst die Sachen noch nicht mal selber unlocken, sonst kannst du die einfach kaufen. Also ich habe eben gerade bei einem Pressrelease gelesen, dass man so freispielen könnte, Dave. Vielleicht habe ich dann einfach nur Scheiße gelesen, kann sein. Ich habe nämlich gerade nachgeschaut, weil ich den Eventpass selber nicht so ganz auf dem Schirm hatte, bis eben gerade. Was? Was ist mit denen? Sind die scheiße? Ich meine, das wird doch immer noch aktiv gespielt. Ich wundere mich echt, dass sie sowas einbauen müssen für noch mehr, also für noch eine Einnahmequelle. Alter, die haben Millionen Kopien verkauft von diesem Drecksgame. Yep.
Und wenn mir da einer was von Serverkosten erzählen will, ja, fuck are you, das lief noch nie richtig. Willst du mich, was? Genau, vor allem dann noch so schlecht laufende Server quasi, dann so harte Kosten. Schwierig, glaub Alter, ich keiner. Alter, das Spiel war vor einem Monat voll mit Cheatern, voll mit irgendwelchen Knechten, die das komplett in den Arsch machen. Und jetzt kommen die mit so einer Scheiße um die Ecke? Wo ist denn deren Kredibilität hin? Was sind das denn für Ochsen? Nein, das haben sie jetzt nicht, ohne Scheiß, das haben sie jetzt nicht gemacht. Leider schon, so wie es aussieht. Also ich kann nur sagen, was ich auf Steam gesehen habe und auf diversen Quellen gelesen habe. Ja, ich sehe es mich auch gerade hier, ich lese mir das auch gerade noch nebenbei durch, weil ich das auch nicht ganz auf dem Schirm hatte. Meine Fresse, ey. Schwierig. Naja, gut. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden. Ich glaube, das findet kaum jemand richtig geil. Auch so hier im Chat sieht auch nicht gerade so aus, ob das Leute gut finden würden bisher. Oje. Free-to-play, würde ich dann glauben bei PUBG Bluebird, solange es das so gut verkauft, glaube ich nicht. Das ist ja normalerweise nur notwendig, wenn sie wirklich Probleme haben mit den Sales. Das ist ja da nicht wirklich der Fall. Scheiße, ey. Ey, das tut so weh, ne? Naja, also Bluehole verteilt momentan ja auch genug Free Passes für die Event. Ja, damit die Leute Streamer gewöhnen können. Genau, damit Streamer die noch schön verlosen können. Dann reden die nicht so schlecht drüber. Deswegen hörst du momentan auch nicht viel darüber. Ich habe mich auch gewundert. Ich habe es heute erst gesehen und habe mich gewundert, warum. Und dann gucke ich mir die Steam-Bewertung an und dann steht da 31% in der letzten Zeit. Ja gut, da kriegst du es dann mit. Aber auf Twitch nicht so momentan, komischerweise. Wobei ich das sagen muss, ich sehe von PUBG auch recht wenig mittlerweile. Das wird halt wirklich sehr effektiv verdrängt, jetzt im Vergleich zu Fortnite und Realm Royale. Das momentan, ich weiß nicht, ob das jetzt natürlich eine längerfristige Entwicklung so ist, aber kannst mir vorstellen, weil das, glaube ich, nicht unbedingt bei so vielen Leuten gut ankommt, der ganze Kram. Nee, EA hat da keine Finger im Spiel, Danny. Ich glaube, Bluehole braucht da keine Hilfe von EA, das kriegen die auch alleine so hin. Vielleicht hat Bluehole ein bisschen Angst, dass Epic da jetzt den, weiß ich nicht. Bluehole wollte ja jetzt, glaube ich, Epic Games verklagen, so wie ich das gehört habe. Richtig. Weil Epic ja von denen das Spielprinzip geklaut hat. Yep. Naja, und wieder, das war doch schon vor einem halben Jahr im Gespräch. Nee, vor 2 Monaten haben sie tatsächlich irgendwie einen richtigen Lawsuit rausgehauen. Das dauert halt immer eine Weile, bis es halt in Auftrag geben. Die haben es halt, glaube ich, erst, ich meine, angekündigt vor einem halben Jahr und dann haben sie es halt wirklich dann auch ernst werden lassen. Aber sie verklagen sie auch nicht in Amerika, sondern in Korea. Weil sie da wahrscheinlich nur hoffen, dass sie da eine Chance haben, weil in Amerika würden sie wahrscheinlich gegen die Wand fahren. Die Sache ist, es gab schon mal eine Firma, die Epic versucht hat zu verklagen. Ich weiß nicht mehr, mir fällt das Spiel nicht mehr ein, um das es da ging. Die haben dann selber auch ein paar Sachen falsch gemacht und dann hat Epic zurückgeklagt und seitdem ist das Spiel von der Bildfläche verschwunden. Deswegen ist so die Frage, wenn Epic da irgendeine Kleinigkeit entdeckt, die Bluehole falsch hätte machen können. Epic hat genug Geld, genug Anwälte, um PUBG komplett halt zu schließen und dann gibt es PUBG nur noch in China und Asien. Wobei, man muss ja auch, glaube ich, dazu sagen, ich weiß nicht, weil ich kenne das vorherige Beispiel mit Epic jetzt nicht. Ich gehe mal davon aus, es war jetzt aber nicht in Korea, weil wahrscheinlich da halt schon die Situation ein bisschen anders sein wird. Weil es wird ja, denke ich, mal einen Grund haben, warum sie ausgerechnet das als ihren Kriegsschauplatz ausgewählt haben für dieses Verfahren. Ja. Ich gehe mal davon aus, die haben wahrscheinlich da schon sowas im Blick, womit sie halt quasi Epic ein bisschen in die Ecke drängen können. Nur ich weiß halt nicht, wie viel Einfluss es haben würde, wenn sie sagen würden, Korea, ja, haben geklaut. Das ist ja den anderen Gerichten wahrscheinlich relativ egal oder den anderen Ländern. Also ich weiß nicht so recht, was das denen bringen soll, wenn sie es in Korea machen. Und ja, dass es natürlich generell Quatsch ist, dass sie das Genre erfunden haben, das ist relativ logisch, dass das relativer Unsinn ist. Wenn man sich das auch mal durchgelesen hat, ich habe mir den Kram tatsächlich mal vor Monaten angeschaut, was da halt drin stand, das ist halt wirklich Bullshit. Da sind halt teilweise Sachen drin, da siehst du auf den Fotos, dass das nicht gleich aussieht. Dass weder der Artstyle passt noch sonst. Was passt? Klar, die Grundidee ist natürlich da, ist ja klar, ist halt dasselbe Genre.
Nur, du kannst halt nicht Copyright auf eine Idee einbringen. Nur weiß ich halt nicht, wie das in Korea ist, weil da kenne ich mich nicht aus. In Amerika könnte man wenigstens ein bisschen nachschauen. In Korea verstehe ich das nicht, was da steht. Also, keine Ahnung. Deren Gesetzen. Greedy fucking motherfuckers. Echt. Kann man so zusammenfassen für Blue Hole. Die Fresse halten und das Geld mitnehmen? Dann sollen sie die Hütte einfach zumachen. Die schwimmen in Kohle. Mhm. Wie kann man denn so großes Team. Wie kann man denn so... Oh, nee. Echt, ohne Scheiß. Ich hab gerade so unfassbar Wut in meinem Bauch. Nee. Nee. Nee, einfach nein. Nee, einfach nur nee. Und dann spielt keiner Realm Royal, weißt du? Sondern dann spielen sie noch so eine Scheiße. Realm kannst du halt auch. Ich meine, was willst du gegen einen Boliden machen? Ne? Es ist free to play. Du kannst es selbst auf einem scheiß Android-Toaster spielen, ja? Was zum Teufel willst du dagegen machen? Ey, warte mal, wollen wir nicht einen Eventpass einführen? Ja, geil, wir machen genau dieselbe Scheiße wie die anderen, nur dass man unser Spiel für 30 Euro kaufen muss. Oh ja, Jim, das ist eine wunderbare Idee, das werden bestimmt alle kaufen. Unser Spiel wird definitiv nicht der allerletzte Abfuck, weil wir nicht vorher schon die ganzen perfekten Cheater in unserem Spiel hatten. Die Server haben nicht funktioniert. Nee, sie werden definitiv noch den Game Pass kaufen und so werden wir hundertprozentig Fortnite stürzen, was Free-to-Play ist, funktioniert. Und nur Skins für Optionen hat. Oh yeah, that's a very good idea, Bob. Let's fucking go. The fuck, was ist? Wer sitzt und trifft da Entscheidungen? Ehrlich jetzt, wer trifft solche Entscheidungen? Wie hirnverbrannt muss man denn sein? Wer soll das denn kaufen? Ey, die Zahlen gehen komplett in den Keller. Und du entscheidest dich für so ein Geschäftsmodell. Dafür musst du nicht mal studiert haben, um auf die Idee zu kommen, dass das völliger Bullshit ist. Wie kann man denn so dumm sein? Ehrlich jetzt. Tut mir leid. Ich hab echt mal gedacht, das wird was Gutes, ne? Aber wie kann man denn so greedy und dämlich sein? Oh, ne. Entschuldigung. Nee, das ist vollkommen verständlich, behaupte ich mal. Ist halt wirklich schade, weil ich hab selber auch PUBG jetzt nicht gemocht als Spiel. Klar, es war halt, es ist ein Haufen instabiler Scheiße immer noch weiterhin, meiner Meinung nach, aber ist halt schade drum, dass sich halt so selber mehr oder weniger einen Sargnagel schlägt. Weil klar, Zahlen gehen nach unten und dann so eine Aktion, das ist, glaube ich, lässt kein gutes Licht auf das Spiel scheinen. War klar, momentan spielen es immer noch recht viele Leute. Ja. Also das ist immer noch das meistgespielte Spiel auf Steam. Ja, wird trotzdem nicht so schnell verschwinden. Aber klar, gegen die anderen Spiele wird es wahrscheinlich stehen bleiben. Ich finde es sehr schade, dass Epic ihren eigenen Launcher hat. Ich würde gerne mal sehen, wenn Fortnite auf Steam zur Verfügung stehen würde. Ich bin auch relativ sicher, die wären auf Platz 1 mit gratis garantiert, also ja. Mit Sicherheit. Die würden da wahrscheinlich alles in den Schatten stellen, denke ich mal. Aber nur weil man es halt wirklich so einfach spielen kann und es ja auch, glaube ich, recht nicht so viele Systemanforderungen hat, glaube ich, Fortnite. Ich weiß, ich kenne mich nicht so aus damit, ehrlich gesagt, wie stark der Rechner dafür sein muss. Aber wenn es auf dem Handy läuft, also. Ja, eben. Realm Royale ist übrigens gar nicht so weit weg. Mit 43.000, also. Ja gut, aber ich meine, der Entwickler dahinter dem Spiel war ja auch, glaube ich, für Smite zuständig. Die waren ja auch immer so ein bisschen im Schatten der großen LOL und Dota. Ja. Und dementsprechend, ich denke mal schon, das wäre nicht so schlimm für den Entwickler, wenn es auch da das Gleiche wäre, solange sie sich eben gut finanzieren können. Da das Spiel ja auch anscheinend noch ein paar Problemchen zu haben scheint, so wie ich das jetzt mitbekomme von Leuten. Aber die gut, verdienen kann sie ja dran arbeiten. Gar kein Geld. Das ist Free-to-Play und es gibt keine Skins. Aktuell also man kann nicht, da gar nichts kaufen. Ne? Nee, aktuell ist das Spiel wirklich für lau und du kannst einfach spielen und die kriegen nichts. Also wie sie was verdienen, weiß ich nicht. Das ist überraschend. Vielleicht bauen sie sich ja irgendwann mal ein, weil ich meine, gegen Skins haben ja die meisten nichts, solange du es halt holen kannst, wie es halt Fortnite gemacht hat. Das machen ja auch viele gerne. Haben ja auch die meisten kein Problem mit. Das ist der Shit. Das wird, ich sag euch das, das ist jetzt aktuell, es wird ein neuer Free-to-Play-Markt kommen von der Sonne. Also man kann ja über Epic nun sagen, was man möchte und ich habe auch immer noch die so ganz große Probleme mit dem Scheiß, das sage ich jedes Mal, aber sie öffnen gerade die Spieleindustrie und zwingen sie wieder, was das angeht, in Free-to-Play-Games rein. Und ja, das da macht man das gute Geld mit halt. Da macht man das gute Geld mit den Free-to-Play-Spielen, sieht man ja recht deutlich.
Du, aber es können dafür auch mehr Leute spielen, ne? Kevin, genau, das 13 ja. Mit seinem iPhone 10 kann jetzt endlich auf seinem Weihnachtsgeschenk mal Fortnite spielen, nicht wahr? Bis da dann die Spider-App installiert, nach einer Woche und 10 Losses? Die Versicherungsindustrie der Eltern, Mann! Das wird alles gepusht. Es geht vorwärts, Leute. Ich sag's euch, Free-to-Play ist das Ding. Free-to-Play auf dem Toaster. Überlegt ihr das mal jetzt, ja? Gertraud 43 Fortnite auf dem Toaster. Verliert und zack, haut sie den Toaster kaputt. Versicherung, bam. Es läuft. Es läuft einfach. Da hat sich mal jemand Gedanken gemacht bei der Spielentwicklung. Da hat sich mal jemand Gedanken gemacht. Hat mal drüber nachgedacht, was kann man machen. Ich stelle mir das sehr interessant vor, weil als Kopfkino oder als Begründung wirklich hast, als jemand, der in der Industrie arbeitet, plötzlich steht hier wegen Videospiel zerschlagen oder sowas. Ich stelle mir einfach diese ganzen, der Blick von dem jeweiligen, der das eben bearbeiten muss, sehr interessant vor, wenn er sowas jetzt öfter bekommen würde. Das ist eine tolle Vorstellung. Es ist ein super Kopfkino gerade. Ey, ohne Scheiß jetzt, gibt ja diese Kühlschränke, wo vorne Pads drin sind. Mit Android drauf. Ob man auf dem Kühlschrank Fortnite spielen kann? Okay. Ich muss nächste Woche irgendwo hin, wo dieses Ding steht, und dann muss ich das ausprobieren. Es gibt noch nicht Fortnite für Android, ne? Was? Fortnite kommt erst noch für Android. Ach, ich glaube, nur iOS hat es, glaube ich, bisher, ja. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau. Ja, warum meine soll man ich. Das auch für Android bringen? Weil Apple ist ja auch immer noch so dominierend. Android-Telefone benutzt doch keine Sau. Ja, wie gesagt, kommt bald. Wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, das zu entwickeln oder so. Ja, bestimmt. Ja, merke ich. Die wollen ja keine 10 FPS-Grütze raushauen. So. Nee, das ist schon richtig. Da muss man, also jetzt wirklich ohne Ironie, Android hat doch viel mehr unterschiedliche Systeme als genau. Apple, oder? Apple hat doch immer alles einheitlich. Ja, das sind sehr einheitliche Systeme mit den einheitlichen Specs, und Android hat natürlich dann, ähnlich wie der PC halt als Markt, ganz viele Konfigurationen, und da muss man es dann halt irgendwie zum Laufen bringen. Das wird dann natürlich dann wieder schön, das zu bestimmen, was halt passt, weil ich meine bei PUBG Mobile, ist PUBG Mobile auf Android? Ich weiß nicht mehr, bei irgendeinem Handyspiel habe ich das mitbekommen, dass einige sich halt in meiner Timeline darüber aufgeregt haben, es läuft bei ihnen nicht, weil halt ihr Handy zu alt ist zum Beispiel. Und das wird dabei Fortnite wieder auch ein Thema sein, denke ich mal. Der Vergleich ist übrigens nicht falsch. Der Battle Royale-Modus war immer for free. Über das andere Dringen brauchst du nicht reden, weil das non-existent ist. Der Vergleich ist Battle Royale-Spiel, Battle Royale-Spiel. Bums. Fertig. Faldera. Der andere Modus um Get Unique, der andere Modus, das ist genauso scheiße. Und da hat Epic genauso eine Scheiße hingeklatscht mit den Bezahlmethoden von Early Access, der nirgendwo deklariert ist und im Laden steht und so weiter und so fort. Aber den Battle-Royale-Modus mit einem Battle-Royale-Modus zu vergleichen, ist vollkommen richtig. Der Battle-Royale-Modus kam auch von Anfang an gratis raus. Also ich meine, das Spiel war da, ich weiß, was du damit sagen willst, Unique, aber das Ding ist, der Modus wurde ja von Anfang an gratis rausgehauen. Klar, das Spiel war, es war schon eine Grundlage da, logisch, aber das ist am Ende, das mag es zwar sein, aber ich meine, Epic hat sowas von übertrieben mit den Updates, was rausgehauen. Man muss halt wirklich sagen, die ganzen Patchnotes, wenn man die regelmäßig im Auge behält, Epic arbeitet halt schon deutlich aktiver am Spiel als halt wirklich Bluehole. Natürlich ist das Team kleiner, ist keine Frage, ist logisch, aber am Ende kommt es darauf an, wie es halt aussieht. Und das Wichtige ist halt, dass Fortnite eine bessere Entwicklung durchmacht momentan als PUBG. Und dementsprechend, ich meine, es mag ja sein, dass die jetzt vielleicht dadurch halt jetzt eine schlechtere Position haben, PUBG, aber das macht es ja nicht besser, wenn man so eine blöde Aktion startet, am Ende den Konkurrenten zu verklagen, weil man am Ende die Genre-Idee geklaut haben möchte und sowas. Das kannst du damit ja auch nicht rechtfertigen. Ich meine, Eventpass einzubauen, finde ich persönlich auch ziemlich blödsinnig, muss ich sagen. Nur, es überrascht mich jetzt nicht so sehr, weil klar, dass halt verschiedene Konkurrenten gern solche Ideen mitnehmen. Das ist nicht wirklich überraschend, weil bei Fortnite funktioniert das ja wirklich bombenmäßig, und das bekommt man ja auch mit, dass sie da doch recht erfolgreich sind mit dem System und die meisten Leute eben kein Problem haben mit dem Eventpass bei einem Free-to-Play-Spiel, logischerweise. Also, ich muss da wirklich sagen, der Vergleich passt schon. Das ist in meinen Augen schon passend. Weil am Ende, man kann sagen, die Grundlage war anders, als sie begonnen haben. Fortnite hatte einen leichteren Start gehabt als PUBG. Aber jetzt, wo wir hier sind, ist Fortnite in allen Aspekten in meinen Augen weiter vorne. In allen Bereichen. Für mich persönlich. Obwohl ich es nicht spiele. Fortnite kommt jetzt bald für Android draußen, dann ist Fortnite auf jeder Plattform, die es gibt.
So, es gibt keine andere Plattform, wo Fortnite dann noch fehlt. Ist auf allem. PUBG, die Handy-App, brauchen wir nicht zu reden. Das ist kein PUBG, das ist irgendein, weiß ich nicht, da steht Player Unknowns Battlegrounds drauf, aber das ist ja nicht das gleiche Spiel, soweit ich das verstanden habe. Die andere Plattform, auf der PUBG, bitte? Ist ein bisschen modifizierter Spiel, aber das Grundprinzip ist halt sehr ähnlich. Ja, genau. Spielst du wahrscheinlich meistens gegen Bots. Die einzige Plattform, auf der PUBG noch verfügbar ist, ist Xbox. Und ich weiß immer noch nicht, ob es auf der Xbox immer noch überhaupt schon läuft, weil als es damals rausgekommen ist, lief es mit 10 FPS. Also die Skills der Programmierer bei Bluehole verglichen mit den Skills der Programmierer bei Epic, das ist halt Himmel und Hölle. So, Bluehole kann halt nix. Die hatten halt eine coole Idee mit einer coolen Map, die sie gut ausgeführt haben. Ein paar schöne Autos haben sie reingebracht, ein paar schöne Waffen haben sie reingebracht und das war's. Seitdem ist da nicht mehr viel passiert. So. Und jetzt melken sie die Kuh, bis die Milch draußen ist. Auf einer Plattform fehlt aber Fortnite noch. Auf das fehlt noch eine Alexa-App von Fortnite. Ja gut, stimmt. Skyrim gibt's ja mittlerweile auf Alexa. Ich würde mir das am liebsten mal holen, aber ich habe halt keins dieser Geräte, die dafür passen. Ich habe kein Alexa. Oh Mann. Ich weine mich heute Abend in den Schlaf und spiele Factorio. Das kostet 19 Euro. Eine gute Idee. Factorio Event Pass für eine neue Map. Ja, die Idee. Naja, gut. Ich überlege gerade, was war denn sonst noch bei der E3? Oh Gott. Einiges. Zenran Kagura, neues. Ja, darauf warten wir alle auf jeden Fall. Scheiße. Oh je. Das habe ich glücklicherweise verdrängt, auch wenn es bei mir auch schon gefragt wird, ob ich sowas jemals spielen werde. Och, nö. Nein, danke. Neue, ja, zumindest nicht im Stream, privat vielleicht. Ist nicht so meine Welt. Spider-Man, das Neue sieht ganz gut aus, muss ich zugeben, tatsächlich. Sieht so ein bisschen aus wie Batman halt, als würden sie da irgendwie ein bisschen die Lücke füllen, die jetzt die Arkham-Spiele halt hinterlassen haben. Ja gut, das wäre das erste Spider-Man-Spiel seit dem PS2-Spiel, glaube ich, was recht brauchbar ist, weil sonst gab es ja recht wenige Spider-Man-Spiele, die ordentlich waren. Wäre natürlich ganz cool. Mehr gute Spiele, warum nicht? Ja. Freue ich mich. Also das Gameplay sah ganz cool aus, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, aber großen Hype habe ich dafür jetzt nicht. Sieht ganz cool aus, aber... Ja, genau. Es sieht brauchbar aus. Wenn dann in der Woche nicht irgendwie noch ein anderer Hit rauskommt, dann kann man es tatsächlich spielen. So sieht's halt aus. Mhm. Die Sprüche von ihm haben ein bisschen genervt. So, da bin ich jetzt nicht so der Fan von diesen pseudo-coolen Sprüchen, die Spider-Man da immer raushaut. Obwohl mir Homecoming ganz gut gefallen hat als Film, aber da haben sie Spider-Man tatsächlich ganz gut dargestellt. Aber das ist halt der Standard-Spider-Man, der drückt halt seine coolen Jokes raus, die eigentlich gar nicht witzig sind. Und dann muss man halt ertragen. Vielleicht kann man es ja so ein bisschen ausstellen, wie bei diesem einen Babsi-Spiel, da wo man auch die Quote einstellen konnte, wie oft der irgendwelche One-Liner raushaut. Warte mal, was entwickeln nochmal die Macher von Bubsi? Die haben doch jetzt auch ein neues Spiel draußen, oder? Namen vergessen. Ja, das war tatsächlich von Bubsi 3DS Entwicklerstudio. Ich hab's gerade vergessen. War das nicht sogar Ghost of Tsushima? Nee, nicht Ghost of Tsushima. Quatsch. Ja. Was das? Ich weiß es nicht mehr. Ich erinnere mich auch daran, dass irgendein bekannter Entwickler das First-Party-Studio tatsächlich Bubsi 3D entwickelt hat. Tatsächlich. Ja. Warte, ich guck kurz nach. Days Gone war's. Days Gone, stimmt. Die entwickeln das Zombie-Spiel. Das ist, und die haben vorher Bubsi 3D, was somit als schlechtestes Jump'n'Run aller Zeiten gilt. Das ist echt, sehr überrascht, muss ich sagen. Days Gone, Entwickler angeschaut und sie steht da bei 96 ernsthaft Bubsi 3D. Das ist einfach, wow. Das hat echt krass, Days Gone, ey. Bei den ganzen anderen Spielen, die der Entwickler gemacht hat, echt ein überraschendes Projekt dafür. Ja. Also abwarten. Ja. Ansonsten läuft ja gerade der Steam Sale. Ja, genau. Das ist ja das, was wieder einige das Geld aus der Tasche raubt. Habt ihr schon irgendwas geholt? Steam Sale? Nee. Ebenfalls nicht. Ich durchstoße bald 600 Spiele bei Steam und nee. Ist aber ähnlich so. Ich habe auch recht großen Back-Catalog. Ich brauche momentan keine anderen Spiele, muss ich wirklich sagen. Also bisher, das reicht noch bis
nächstes Jahr Dezember, was ich jetzt momentan auf der Liste habe. Ja. Das ist witzig, ich habe mir die Steam-Sachen durchgeguckt und habe mir am Ende dann auf der PlayStation was geholt, was runtergesetzt war. Und zwar Dark Souls 3 nochmal. Oh. Aber sonst, ich habe ein paar Sachen auf der Wunschliste zum Beispiel, die ich mir auf jeden Fall nochmal angucken werde, aber gekauft habe ich mir tatsächlich auch noch nichts. Ja. Sind aber ein paar interessante Sachen auf jeden Fall dabei. Das definitiv. Also Steam Sale rockt. Chat, habt ihr schon was geholt? Ja, wollte ich gerade sagen. Habt ihr schon zugeschlagen bei beim Steam Sale? Summer Sale, ja, Summer Sale. Football Manager 2019. Oh geil, FTL. Lol, FTL ist für 2,50 Euro im Angebot? Ui. Hallo. Deadlick hat wieder ein Paket im Sale. Das könnte sogar relativ cool sein. Gibt's ja immer recht viele nette Titel in dem Genre. Ich muss kurz mal angucken. Also ich schiele so ein bisschen auf Railway Empire, ne? Muss ich zugeben. Das soll gut sein. Da habe ich, glaube ich, weiß nicht, bei wem ich es gesehen habe, aber irgendwie habe ich das gesehen. Das soll angeblich ganz gut sein. Ja. Wenn man halt die Art der Spiele mag. Sah für mich jetzt nicht so spannend aus, aber das habe ich halt so mitbekommen, dass es halt echt positiv ankam beim Chat und bei der Streamerin. Daran erinnere ich mich noch recht gut. Aber sonst habe ich, ich selber habe wirklich überhaupt nichts auf dem Schirm momentan. Ich habe hier noch so ein schönes Spiel, das nennt sich Think of the Children. Dieses, keine Ahnung, Daddy Simulator. Ich muss mal meine Wishlist aufräumen. Ich hab hier so Super viel. Seducer, dann das. Okay. Ey, was soll das jetzt heißen, Mann? Man muss doch mal offen sein für neue Sachen. Weil, wenn es unterhaltsam genug ist, ich bin gespannt. Ich werde mir wahrscheinlich Super Seducer jetzt wirklich mal irgendwann mal anschauen. Gönn dir das mal, das ist geil, Mann. Weil, es kann genauso unterhaltsam sein wie Trash-Filme. Also, warum nicht? Mein Bad Ruhe muss ich auch nicht lachen. Ey! Jetzt sei doch nicht wieder so. Bin ja offen für vieles. Ich gebe zu, bei manchen Sachen bin da selbst ich ein bisschen skeptisch. Gott, dieses Spiel sieht wirklich sehr interessant aus. Ach du Scheiße. Oh Mann, ey. Oh, ich habe mir auch Divinity Original Sin, habe ich mir auch noch nicht, ne? Und Guacamole. Boah, das ist so ein gutes Spiel. Hier sind so krasse Spiele. Was ist eigentlich? Kennt ihr Vanquish? Ja. Das kam letztes Jahr raus. Das war so ein richtig krasser Shooter, oder? Ist ein recht kurzer Shooter, aber halt über sehr, sehr, so in etwa wie jeder Michael Bay-Film. Voll überladen mit Effekten, aber die Sequenzen sind ganz cool. Die Story ist recht lustig. Man kann es sich geben. Ist aber halt ein kurzes Spiel, Vanquish. Ich glaube irgendwie 5 Stunden, 6 Stunden. Da ist es durch. Aber es ist auf jeden Fall recht cool. Hat mir Spaß gemacht auf jeden Fall. Aber es ist halt wirklich, teilweise ist der Speed so schnell im Spiel, du bekommst da halt wirklich nicht mehr so ganz einen Überblick über die Situation. Weil du wirklich durch die Gegend rasen kannst da mit dem Charakter. Ah. Willst du noch wahrscheinlich sehen, wenn du das Gameplay siehst, der charge da ja ein bisschen durch die ganzen Horden. Aber das ist halt wirklich ein cooles Spiel für zwischendurch. Wenn man es mal im Sale schießen kann, lohnt sich das. Ich hab so viele Sachen auf der Wishlist. Ich hab, jetzt kommt der Burner, ich hab Cuphead auf der Wishlist. Oh, okay. Oh, Mann. Du hast das noch nicht gespielt? Nee. Oh. Warum sollte ich? Oh, ich habe ein einziges Spiel, Mann, da warte ich so lange schon drauf, ne? Das heißt My Friend Pedro. Ja. Das war doch bei, Deadpool, bei der PC Gaming Show oder so? Nee, das war das eins von zwei Spielen, das tatsächlich Devolver vorgestellt hat. Ach ja. So, okay. Oh, Mann, ey, das ist so cool. Mhm. Das ist so cool. Ich sehe immer bei Twitter, wenn der Typ das Bilder dazu postet und alles, ne? Und dann denke ich mir so, Mann, bring das doch endlich mal raus, ey. Ich will spielen. Bitte! Bitte! Aber er kommt einfach nicht damit um die Ecke. Das ist doch, glaube ich, echt schon. Ich sehe gerade hier, wann das vorgestellt wurde. Das ist ja echt schon länger. Nein, gut, ich wusste gar nicht, dass es so lange schon in Planung ist. Ja. Aber schon, das war das eine sehr schräge Spiel von Devolver. Ich erinnere mich sogar daran. Ja. Ist halt Deadpool. Im Prinzip. Ja. In 2D. Ja, das Bananenspiel. Richtig. Übrigens ist momentan, weil wir ja gerade das Motorradspiel hier gesprochen haben. Trials.
Trials Fusion ist momentan PS Plus Spiel, ne? Diesen Monat. Also ich aber leider nur das Grundspiel, so die Add-ons muss man sich leider nochmal dazu gönnen. Also Trials kann man sich auf jeden Fall mal geben, wenn man so ein bisschen, wenn man es schwer mag. Ja. Es ist im Prinzip weniger Sportspiel, weniger Rennspiel, mehr ein Plattformer, wenn man so möchte. Ich habe es nie, Slappy, ich habe nie eine Strecke auf Extreme geschafft. Ich habe es letztens mir nochmal für die PlayStation geholt, weil ich es vorher für die Xbox, für Steam gespielt habe. Ich sag mal, hast du so viele neue Subs oder warum kaufst du auf einmal so viele Spiele? Was ist das? Das ist doch kostenlos. Ach so, Entschuldigung, ja. Und hab's einmal komplett, natürlich alles. Komplett durchgespielt nochmal. Also zumindest auf den Extreme-Sachen habe ich Bronze geholt. Dann. Aber da habe ich, also an der allerletzten Strecke habe ich wirklich nochmal lange, lange gehadert. Auf hier, wie heißt sie? Inferno 5, glaube ich, ist das. Oh! Ey, wenn der Steam-Link für 2,75 Euro drin ist, dann kauft das Ding. Ja, ja. Ist keine Scheiße. Kauft euch für 2,75 den Steam-Link. Ehrlich jetzt. Das war, glaube ich, dieses Ding zum Streamen von den Spielen, ne? Ja. Ja. Kauft genau. Euch bitte den Steam-Link. Wenn ihr auf der Couch spielt, kauft euch dieses Scheißding. Für 2,75 Euro könnt ihr nichts falsch machen. 2,75 Euro, let's go, baby. Auf jeden Fall, das ist halt echt ein total entspannter Preis. Also das kann man sich auf jeden Fall holen. Keine Ausrede. Ich habe mir das für einen Zehner geschossen. Selbst wenn es 12 Euro kostet mit Versand, das ist absoluter Wahnsinn, das Ding. Das ist geil. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Ja. Jetzt haben wir schon wieder über so viele Sachen geredet, Steam Sale. Also ich würde mich freuen, wenn ihr so wenn ihr Perlen habt, Leute, teilt eure Perlen so. Ist digital, euch kann keiner was wegnehmen. Aber falls ihr irgendwo Perlen findet oder so, haut sie raus, Mensch. Also auch jetzt an allen möglichen Plattformen, die es so gibt. Twitter, Discord, Instagram bei mir, ja. Falls, oder benutzt, ja, Slappy, du auch, du, Dragon? Ja, ebenfalls. Auch? Oh, nice. Immer her damit. Perlen. Ich meine, bei der Flut an Spielen momentan gehen halt echt einige gute Spiele unter, die man halt niemals finden würde. Da wäre das halt echt wichtig, sowas rauszuhauen. Ja. Labby? Ja. Du hast vorbereitet? Ja, ich kann heute leider das Piep-Piep-Piep nicht so gut hinbekommen. Warte. Ich versuch's. Die Switch News. Ich hätte es dir abgenommen, aber ist okay. Geht nicht. Kopfschimmel ist leider weg. Aber ja, dafür kommt Switch News besser durch. Da ist tatsächlich einiges. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir es beim letzten Mal nicht gemacht haben, obwohl, da haben wir trotzdem ein paar Sachen genannt, bei den Twitch-News. Deswegen haue ich direkt mal raus. Die Channel-Analytics haben sich ein bisschen angepasst. Da sind jetzt ein paar neue Sachen reingekommen. Da kann man jetzt zum Beispiel als Streamer und als Partner und Affiliate reingucken und sehen, wie viele Subs tatsächlich geschenkt worden sind. Dass man da eine bessere Übersicht hat darüber, wie groß der Anteil an geschenkten Subs und verschenkten Subs im eigenen Kanal sind. Was bald ja auch nochmal kommen soll, da haben wir ja kurz schon mal drüber gesprochen, sind die Lieblingsspiele der Viewer, die dann bald auch angezeigt werden sollen. Da freue ich mich drauf, mal zu sehen, was für perverse Sachen meine Viewer so spielen. Oh geil, dann spiele ich nur noch das, was die Viewer wollen. Genau. Und ganz heimlich, das wäre interessant werden auf jeden Fall, woher die ganzen Leute herkommen, aus welchen Communities, das wäre sehr interessant. Oder halt von den Spielen wenigstens. Ja, genau. Oh, geil. Und dann kommen sie nächsten Tag rein. Mann, du spielst ja genau das, was ich schon immer mal spielen wollte. Und ich so, ja klar, wir sind doch jetzt Best Buddies. Jetzt hab rein, 24,99, voll frei. Bam, die Marktlücke. Dankt mir später. Macht euren Sellout. Übrigens, das habe ich jetzt hier nicht draufstehen, aber die ersten US-Streamer haben jetzt das Bounty-Programm drin, habe ich gelesen. Mhm. Und das soll wohl ganz gut funktionieren. Ne? Also man darf zwar nur ein Spiel immer, also eine Bounty immer annehmen,
Kann auch an der Beta liegen aktuell, aber das, was die schreiben, soll ganz gut sein. So, wenn da steht, eine Stunde spielen, das hängen manche zum Beispiel ans Ende des Streams nochmal dran, dann soll das wohl ganz gut laufen. Also da freue ich mich auch drauf, da mal reinzugucken. Habe ich auch recht viel gelesen zu dem Bounty-Programm. Das soll wohl auch, klar, die Ideen sind zwar nicht natürlich die besten, die man haben könnte, aber halt für Leute, die halt sich damit überhaupt nicht Gedanken machen und halt sehen, hey, ein Spiel, das passt in mein Programm rein, komm, kannst du mal reinklatschen. Ist auf jeden Fall eine nette Idee, dass da Twitch das so einbaut, dass halt die Leute, die da vielleicht ein Problem haben, das zu versuchen oder sich da so ein bisschen mit den Entwicklern halt kurz zu schließen, dass dann quasi das von Twitch gestellt wird. Also überwiegend positives Feedback bisher. Aber wir haben es ja in Europa eh noch nicht. Ja, eben. Wie gut es dann am Ende sein wird, muss man dann erst sehen, weil es muss ja auch auf die Zuschauer wirken. Ne? Wenn du dann Streamer hast, die halt einen Tag lang irgendwie 5 Spiele spielen, weil sie 5 Bounties abholen wollen. Aber da scheint es ja momentan auch noch einen Riegel zu geben, mit einem Spiel maximal. Hui. Ansonsten ist Yu-Gi-Oh! Jetzt wieder auf Twitch unterwegs, für die, die das interessiert. Twitch Presents 2 allerdings, nicht 1. Ich glaube, auf 1 läuft noch Dr. Who oder so, wenn mich nicht alles täuscht. Bin mir nicht also meinst sicher. Quasi den Werbemarathon mit 2 Minuten Yu-Gi-Oh! Ja, genau. 2 Minuten Yu-Gi-Oh! Und dann 7 Minuten Werbung. Richtig. Das haben sie genauso gelassen, leider. Ich habe nämlich auch reingeschaut, tatsächlich. Ja, also falls ihr nochmal ein bisschen Werbung gucken wollt, Twitch Presents 2 hat jetzt aufgemacht. Dann ist jetzt möglich, mehr Video-Extensions einzubauen. Bisher hatte man ja eine Maximalanzahl an einem. Also wenn man zum Beispiel dieses Twitch Prime-Erinnerungsding drin hatte, dann konnte man keine weiteren mehr reinpacken. Oder dieses... sowas? Ja, klar. Ja. Ist aber nicht so ideal, weil es nicht immer verschwunden ist, sondern teilweise immer im Bild geblieben ist. Deswegen war es nicht so die beste Idee, das zu machen. Am Anfang habe ich es wieder rausgehauen, weil eben diese Probleme, die Drakon angesprochen hat, vorkamen. Aber ich glaube, mittlerweile ist es einigermaßen funktioniert. Wieso weiß ich denn von sowas nichts? Und ich mache noch Werbung dafür. Ja, es wird tatsächlich recht oft angesprochen, dass es das gibt. Wo ich mir ja gar keine Mühe mehr geben. Krass. Ja, eben. Boah, lol, weißt du, und ich habe letztens noch gerade neue Werbung für Twitch Prime aufgenommen. Puh, krass, ey. Kannst ja trotzdem. Der kann ja dann genau auf den Button zeigen. Wenn ihr hier den Button seht, dann habt ihr den Sub frei. Ihr pitcht immer zu gute Ideen, Mann. Die solltet ihr für euch selber behalten. Ohne Witz jetzt. Kommt demnächst auch mit Perücke in meinen Stream reingelaufen. Oh, Maga! Ey, hör mal, Maga! Drück mal den Knopf da oben. Hast du den Sub vergessen oder was? Und jetzt mach die ab hier. Aber mit Original hier. Wie heißen deine Adiletten nochmal? Sigiletten. Adiletten, bist du nicht ganz dicht? Sei froh, dass du morgen nicht auf dem Treffen bist, sonst hättest du gleich 2 blaue Augen. Mit dir. Puff, puff. Ja, jedenfalls. Die Sperre von maximal einem Video-Overlay wurde aufgehoben. Jetzt kann man bis zu 6 Overlays übereinander lagern. Oh Gott. Über dem Video. Also die Streams werden bunter. Ich bin echt gespannt, weil das kann halt wirklich Overkill sein. Ich weiß nicht, haben sie es mittlerweile jetzt möglich gemacht, dass man Extensions komplett verstecken kann, also richtig verstecken kann, oder muss man das immer noch spielen? Weil das würde mich mal interessieren bei denen. Muss man mal testen mit den Extensions, ob man die dann wegdrücken kann, weil 6 Stück gleichzeitig in einem Bild... Könnte anstrengend werden, ja. Ich glaube schon, ja. Ansonsten wurde der Manager überarbeitet. Der sieht jetzt ein bisschen schöner aus, wo man halt die Extensions raussucht. Und sie haben eine neue Kategorie eingeführt, dass also die Partner-Picks, da gibt es momentan, glaube ich, nur Gold Glove. Der hat sich ein paar Extensions rausgesucht und schlägt die quasi vor, dass man die mal ausprobieren kann. War jetzt persönlich außer halt diesem Twitch Prime-Erinnerungsding nur Mumpitz drin. Aber da werden, denke ich mal, mehr Partner noch reinkommen und ein paar schöne Sachen raussuchen. Und anzeigen. Genau. Also mehr Video-Extensions sind bald drin. Dann hat Twitch passend zur WM des schönsten Spieles der Welt Emotes, Cheer-Modes eingeführt. Man kann jetzt, wenn man cheert, kann man für 150, Moment. Wenn man jetzt cheert, funktioniert das so, schaltet man für sich selbst ein Set Fußball-Emotes frei. Es gibt 3 verschiedene Sets. Das heißt, wenn man 3-mal cheert, ich glaube, der Betrag ist auch relativ egal. Kann man auch mit 2
Chias wohl machen, dann schaltet man halt eben jeweils ein Set frei von dreien. Man hat aber nach dreimal Chieren tatsächlich die drei Sets dann zur Verfügung. Und wenn man mindestens 150 Pits cheert, dann schaltet man auch weitere Emotes, aber einzelne Emotes, nicht die ganzen Sets, für Zuschauer frei. Und tschüss, Drakon. Drakon, nur bei mir weg? Nee, der ist doch aus dem Teamspeak raus. Ach so, tschüss. Ja, vielleicht magst du einfach kurz weitererzählen, währenddessen die Leute im Pausescreen zuhören. Da hat er wahrscheinlich Probleme mit dem Internet. Ja. Gerade gehabt. Schätzt wir sind mal. Ja nicht auf dem Bildschirm, oder? Ja. Oh. Nö. Hat wahrscheinlich gerade Internetprobleme. Er hat gerade auch schon ein bisschen gestockt, von daher liegt es wahrscheinlich daran. Naja, jedenfalls Fußball-Emotes gibt es jetzt passend zur WM. Miesepeter, die Fußball-Kacke finden. Die können trotzdem das auf ihrem Kanal abschalten und dann wird das bei denen auf dem Kanal nicht funktionieren. Also falls ihr Anti-Fußball seid, weil, weiß ich nicht, dann könnt ihr das trotzdem ausstellen. Die Option gibt es auch. Aber für alle, die das nicht ausgestellt haben, da läuft das. Genau. Fußball-Emotes. Mein Internet hat sich gerade zerlegt, schreibt er im Chat. Ach so. Ja, gut. Dann warten wir halt einen Moment. Wir sind ja professionell und stört das ja nicht. Das ist hier die Podcast-Edition, ne? Aber eben. Ich habe ja gerade eh einen Monolog. Von daher. Ja, sicher. Hau mal rein da. Dann Affiliates haben jetzt die Möglichkeit, oder was heißt die Möglichkeit? Affiliates werden jetzt schneller bezahlt. Das heißt, bis jetzt, so, haben Affiliates nur ganze, was war das, 60 Tage haben sie warten müssen auf ihre Bezahlung. Jetzt geht es schon nach 45 Tagen. Also im Prinzip wie Partner. Jetzt werden Partner auch Affiliates auch am 15. Eines Monats bezahlt. Aber erst einen Monat später. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel bis zum 30. Juni $100 mindestens verdient habt mit eurem Affiliate-Stream, dann bekommt ihr das dann am 15. August ausgezahlt und nicht am 30. Es geht wieder. Hallo. Hallo. Willkommen zurück. Das hoffe ich auch. Ah, dann da bist du auch da. Sehr gut. Ja. Ja, gleich wieder hinlegen. Just sehr jetzt gut. Kurz vor Ende. Weißt du, wenn ja. Du keinen Bock hast, kannst du das ruhig sagen. Du kannst ja, auch irgendwo anders modden. Du musst hier nicht sagen. Das war nicht der Plan tatsächlich. Eieiei. Das ist halt echt, das Internet hier ist eine Katastrophe abends. Leider. Ah. So. Jedenfalls. Und Affiliates bekommen außerdem im Juli auch endlich Sub-Badges. Kann man sich dann auch drauf freuen. Geile Nummer, Mann. Noch mehr Emotes. Wir noch brauchen mehr Emotes. Mehr Arbeit für Emote-Macher. Naja, Emotes. Eben. Badges halt, ne? Aber, endlich, ja. Der Berufszweig wird ausgefüllt und trotzdem sind Leute immer noch knapsig und wollen Geld nicht bezahlen. Bezahlt Zeichner vernünftig. Ihr wollt vernünftig bezahlt werden, also bezahlt sie auch vernünftig. Genau das. Wobei man auch sagen muss, es wäre wirklich schön, wenn das bei Zeichner mit den Deadlines klappen würde manchmal. Manchmal ist das schon ein bisschen schwierig. Ja, da muss man sich dann halt natürlich den richtigen raussuchen, nicht wahr? Genau, der deswegen. Auch pünktlich ist und Rechnung richtig. Schreibt. Richtig, das ist, sollte man wirklich darauf achten, weil das machen viele falsch. Da musste ich auch, habe ich auch vor kurzem leicht mich aufregen müssen, weil viele Projekte nicht funktioniert haben. Aber man lernt es halt. Man lernt es halt. Und weiß dann halt, wem man nicht nochmal einen Auftrag geben sollte. Eieiei. Du fahre fort, Slappy. Es gilt übrigens auch für Musik. Musiker muss man auch bezahlen. Und einfach die Musik im Stream laufen lassen, ist zwar auch schöne Werbung, aber wenn er mal DMCA-Strikes durchhauen und ich auf Twitter lese, das ist voll dumm, das ist doch voll Werbung für den Artisten. Wenn ich die Musik kostenlos auf Spotify höre. Ey, ich bezahle aber 9,99 Euro im Monat. Das ist das Gleiche. Auch Musiker stecken Arbeit in ihre Arbeit. Und es ist dann ein bisschen doof, dass man dann ohne Warnung per DMCA-Strike rausgehauen wird. Aber wenn ich dann das Argument lese, dass es ja eigentlich Werbung für den Musiker ist, dann ist es im Prinzip tatsächlich das Gleiche wie Werbung für einen Zeichner. Ich könnte auch meine Emotes kostenlos von Zeichnern bekommen und dann sagen, ja hier, geht mal da drauf. Da könnt ihr mehr Werbung für den Zeichner machen und am Ende hat der Zeichner ganz viel Werbung, aber kein Brot und stirbt, weil er verhungert ist.
Das bringt mich gerade zu dem DMCA, zu den DMCA-Strikes von vor 2 Tagen. Da hat ja Twitch tatsächlich ein paar Streamer gebannt, weil sich ein Label gemeldet hat und gesagt hat, die haben da Lieder gespielt, die hätten sie nicht spielen dürfen, kostenlos im Stream. Und alle sind natürlich panisch im Kreis gerannt und alles war gefährlich. Und jetzt dürfen wir nie wieder Musik im Stream hören. Am Ende hat sich herausgestellt, dass es tatsächlich um ein Lied ging, was alle da gesungen haben, was jetzt aus Versehen irgendwie geleakt worden ist, weil es eigentlich noch gar nicht draußen war. Und selbst der Musiker hat sich dann wohl auf Twitter beschwert, was das denn soll, und alle Streamer wurden direkt wieder entbannt. Aber ja, das hat nochmal so in den Sinn gerufen, dass dieser ganze Musikbereich halt eigentlich nur ein Graubereich ist. Und je größer Twitch halt wird, umso mehr wird Twitch bald die Probleme haben, die halt vielleicht eben auch YouTube hat. So, die DMCA steht quasi klopfend an der Tür und die Tür wird immer größer und irgendwann muss Twitch halt die Tür aufmachen. Darf man nicht vergessen. Ja, das war halt wirklich auch, wo man sagen muss, obwohl es halt eigentlich den meisten klar war, die meisten haben halt wieder nicht drüber nachgedacht vom Weg, also sie haben eigentlich nicht drüber nachgedacht vom Weg und waren halt echt überrascht. Es war halt echt krass, wie viel Halbwissen man über DMCAs zum Beispiel generell, wie es funktionieren und so weiter gelesen hat. Das war halt wirklich sehr extrem. Wir hatten wirklich auch, wie viel Shitstorm Twitch abbekommen hat, dafür, dass sie halt etwas gemacht haben, was sie vom Gesetz aus machen müssen. Du kannst doch nicht deren Favoritenstreamer einfach bannen. Und was, das geht ja wie gar nicht. Ich muss lesen bei Google oder so. Ich habe übrigens, Leppi, wo du das gesagt hast, darf ich ganz stolz erzählen, dass ich mir meine erste Schallplatte gekauft habe. Vor einer Woche. Ja, gut. Also vorbestellt habe, sagen wir es mal so. Ich habe nicht mal einen Schallplattenspieler. Wollte ich fragen, hast du überhaupt einen Schallplattenspieler? Nein, aber ich habe eine Schallplatte gekauft. Schallplatten sind wunderschön. Ich habe auch keinen Schallplattenspieler, aber ich habe eine Schallplatte. Hm. Eine? Oder ich habe Schallplatten. Ach so, du hast mehrere. Ich habe dann eine. Ich bin ganz stolz darauf. Eine? Ja! Ich habe von Finn Kliman das Album gekauft. Die Idee, die zum Beispiel Giant Waffle jetzt hat, finde ich perfekt. Leute schicken ihm Schallplatten und er hat einen Schallplattenspieler bei sich stehen und er hört sie im Stream, er hat es an Mixer angeschlossen und kann tatsächlich die Schallplatte, das finde ich so gut, und das muss ich von ihm klauen tatsächlich. Also ich muss demnächst einen Schallplattenspieler mir besorgen, Mixer dranhängen und mir Schallplatten kaufen. Es gibt hier in Dortmund halt so einen wunderschönen Gebrauchtladen für Schallplatten. Da kaufe ich auch immer wieder mal welche. Da habe ich jetzt zum Beispiel AC/DC und Guns N' Roses und sowas mir gekauft und muss sie einfach im Stream per Schallplatte hören. So, ich meine, das ist der Energizer, also Sascha lacht ja jetzt wahrscheinlich drüber so und sagt, Junge, ich spiele hier jeden Samstag Schallplatten rauf und runter. Ja, ich weiß, aber ne, auf eine andere Art und Weise. So eine Rock-Playlist bei Spotify ist auch ganz schön, aber mal so eine richtige Schallplatte in Stream holen, schon eine nice Idee. Ich habe letztens überlegt, ob ich mir mal ein ganzes Orchester ausleihe und die mir mal eine Playlist runternudeln. Aber das hat aus Platzgründen leider nicht geklappt. Und so ein Kammerorchester, Mann, 4 Mann. Nee, und dann im Hintergrund sitzen und Cello spielen. Ich wollte schon Richtiges haben, aber es ging auch aus Statikgründen leider nicht. Naja. So eine bayerische Blaskapelle, auch eine gute Idee. Oh Gott, ey. Umpa, umpa, umpa. Das wäre halt mega geil, ey. Aber den Schallplattenspieler ist echt eine schöne Idee. Das hat Stay hat das früher gemacht als Intro. Dann hat er so eine Kamera auf den Schallplattenspieler gehabt und dann, das war sehr cool. Es gibt echt viele schöne Sachen, die man mal machen kann mit der Community. So, das ist eigentlich auch eine coole Idee. Dafür könnte man sich wirklich, muss ich sagen, das wäre eine nette Idee, ein Postfach zu haben, dass Leute einem irgendwie, wenn vielleicht selber auch jemand Künstler ist oder so, dass er dir seine Platte zuschicken kann. Genau. Geil. So, bringen wir die Twitch-News zu Ende. Die SGDQ ist gerade angelaufen, haben wir ja schon, glaube ich, zu Genüge drüber geredet. Habt ihr mitbekommen, werden wir wahrscheinlich gleich auch nochmal kurz drüber reden. Läuft heute bis zum 1.7. Mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Games Done Quick heißt der Kanal. Ansonsten auf der TwitchCon
die vom 26. bis zum 28. Oktober sein wird, wird auch eine kleine GDQ stattfinden. Und zwar die GDQ Express. Also. Geil. Da freue ich mich auch drauf. Direkt von der TwitchCon aus. Dann ist das nicht mehr diese Hotel-Atmosphäre, sondern wirklich riesengroße Messe-Atmosphäre. Also mal gucken, wie das dann funktioniert. Ist ja voll die Kommerz-Scheiße geworden, Mann. Ja, hoffentlich ist das Echo dann bei TwitchCon ein bisschen besser im Griff als jetzt bei der heutigen Event. Das war ja schon, habe kurz reingehört. Man merkt schon, die neue Location haben so ein bisschen Probleme im Ton. Das sind so laut das Echo anscheinend. Genau. Das Streamer der Woche, HGDQ. Tschüss. Genau. War ein netter Plankenschlag, auf Wiedersehen. Nee, also Streamer der Woche haben wir diese Woche tatsächlich keine anderen, sondern haben wir alle, glaube ich, SGDQ ausgesucht, weil die muss man unterstützen, die sind nice, die gucken wir alle selber jetzt die nächsten Tage, nächsten Nächte vor allen Dingen, weil in der Nacht meistens die guten Sachen rauskommen. Guck da rein, Games Done Quick. Kann man nur empfehlen. Und grüß Drakon im Chat. Im Sub-Only-Chat übrigens. Oh je. Ja, da müsst ihr wohl noch subben. Ich hatte mein Prime-Abo zum Glück noch drin. Oh, Prime? Ich habe mein Prime auch noch. Ich glaube, das werde ich den mal reindrücken. Chat ist auf jeden Fall sehr entspannt bei Games Done Quick. Man kann sogar diesmal sowas wie chatten, wenn man da einen Sub hat. Entspannt. Bin selbst ein bisschen überrascht, wie entspannt das war. Jetzt nebenbei, ich gucke ja die ganze Zeit immer noch ein bisschen drauf. Aber... Spannend. Das ist kein Vergleich zu den Jahren vorher. Genau. No. Ansonsten, waren das die Twitch News. Piep, 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 piep. Piep. So, heute fange ich mal an mit der Verabschiedung. Oh ja, stimmt. Ich bedanke mich. Aber ich muss natürlich schnell machen, weil ich habe eh nicht so viel Stimme jetzt noch übrig. Danke fürs Zuschauen. Danke, Drakon, dass du da warst. Hat mich gefreut, dass du auch spontan relativ einspringen konntest. War mal interessant, dieses Modding-Thema hier ein bisschen intensiver zu bequatschen. Genau, hatten wir ja so noch nicht als Thema tatsächlich. Von daher auch schön mal ein paar Eindrücke. Diese ganzen Fragen, die wir dir heute gestellt haben, die lagen mir schon seit Ewigkeiten tatsächlich auf dem Herzen. Mich hat tatsächlich mal interessiert, wie man so einen riesen Kanal halt tatsächlich moddet, wie zum Beispiel SGDQ. Also war interessant, das mal aus erster Hand zu erfahren. Von daher vielen Dank für deine Eindrücke. Ansonsten vielen Dank natürlich für alle, die zugeguckt haben, die neben der Kamera auch mitgemacht haben. Auch an Sally, die natürlich trotzdem sich hier dran beteiligt hat, auch wenn sie heute nicht da war, und Sleth selbstverständlich auch. Ich freue mich auf in 2 Wochen, da haben wir nämlich was ganz Besonderes vorbereitet. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon leaken sollten, wahrscheinlich erstmal noch nicht. Kleiner Teaser? Spoiler-Alert? Spoiler-Alert auf jeden Fall, aber... Mal anders, genau. Die Sommerloch-Edition. Genau. The Black Summer Hole. Nee, das ist was anderes. Achso, okay. Von daher, genau. Kurt Cobain. Entschuldigung. Ey, Sam, ich musste mir heute du hast so viele Vorlagen gegeben, ne? Also, um auf dich zu schießen, mach du erstmal zu Ende. Ich war zu Ende, danke. Okay. Und hab schöne 2 Wochen. Bald. Drakon, du hast übrigens das Schlusswort. Kennst du die Sache hier ja, ne? Ja, deswegen. Also ich okay, gut. Das hatte ja, als mein Vorredner hatte ich ja nicht darüber aufgeklärt, was ja dann eigentlich sein Job wäre. Ich, nun gut. Kennst du von den letzten Malen. Ich gucke ja auch zu, deswegen. Okay. Kennst ja. Kennt sich ja aus. Echt, Slappy, du hast heute so viele Vorlagen gegeben, ne? Und ich habe mir das extra verkniffen. Wow. Weil hast du Mitleid mit mir? Nee, das gehört zu dem Dizzy wird jetzt netter Ding, glaube ich. Wow. Nun, Dankeschön. Ich hatte so ein bisschen meine Bedenken, muss ich dazu sagen, weil das war wirklich sehr kurzfristig heute mit Drakon. Dankeschön, dass du wirklich auch so kurzfristig einspringen konntest. Und sogar noch im Teaser teilgenommen hast. Und das bin in
einer Stunde Reaktion, abgefahren, richtig krass. Das war echt sehr spontan. Das war wirklich, ja, es war sehr, sehr spontan und es war super interessant. Du bist doch sehr redselig, ja, ne? Ja, redselig, ja. Richtig. Ja, genau, du bist super redselig, das hätte ich gar nicht erwartet. Ich hätte jetzt gedacht, du bist ein Mauerblümchen, aber du hast ja, hätten wir jetzt nichts gesagt, hättest du alleine gemacht heute. Finde ich schön. Und ich freue mich, dass wir uns morgen treffen. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall auf den Trip morgen. Das wird gut. Mhm. Das glaub mir, das sind schöne Tage. Dann schläft man abends nächstes Mal länger als 4 Stunden. Das stimmt wohl, das wird stimmen. Dankeschön fürs Zugucken, Leute. Podcast, wisst ihr, gibt's bei Soundcloud. Könnt ihr euch dort anhören. Wenn ihr das noch nicht wisst, unten drunter sind Visagen, da könnt ihr draufklicken. Da könnt ihr euch bis jetzt 69 Folgen anhören. Sind alle oben. Nutzt das, falls ihr das to go auf den Ohren haben wollt. Und falls ihr irgendwie von uns was wollt, wenn ihr Feedback habt, falls ihr uns Gäste vorschlagen wollt, könnt ihr das gerne tun im Discord. Ihr könnt das gerne auf Twitter tun. Wir sind da sehr aktiv und lesen das auch. Sprecht mit uns. Wenn ihr was auf dem Herzen habt, macht die Gusche auf. Ansonsten, auf Wiedersehen. Arrivederci, einen wunderschönen Start in die Woche. Und denkt dran, Montag ist der geilste Tag in der Woche, weil da kann man sich nämlich mal richtig schön in die Woche schmeißen. Dan. Winken für die Kamera. Drakon hat das letzte Wort. Was bist du denn? Du bist ein sehr, sehr schlechter Abmoderierer. Du musst noch üben. Verzeihung. Mann, ey. Oh Mann. Aber ja, ich würde sagen, danke für die Einladung auf jeden Fall. War das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe hier. Dementsprechend war sehr interessant. Und ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, darüber zu quatschen. Weil ja, ich rede gern wie ein Wasserfall tatsächlich. Das ist gehört wohl zu meinen Eigenschaften, was gut und negativ sein kann. Und ja, generell, danke sehr. Schaut GDQ, habt Spaß damit. Ciao. Folgt Drakon! Scheint ein cooler zu sein. Auch wenn die Spiele nicht immer cool sind, aber ihr wisst, was ich meine. Tschüss. Tschüss.